Ja, ich freue mich auf einen Podcast mit Dennis und Spock. Mein Name ist Kevan und es geht heute darum, dass wir, glaube ich, spüren im deutschsprachigen Raum, aber besonders in Deutschland, dass der Meinungskorridor dahingehend enger wird, dass sobald man in irgendeiner Weise dem Mainstream kritisch entgegentritt und damit auch Reichweite generiert, dass ein ziemlich scharfer Gegenwind einem entgegenbläst. Das beginnt damit, dass man auf der Straße komisch angeguckt wird oder dass, wenn man Veranstaltungen macht, Hallen gekündigt werden. Und wenn es alles nicht hilft, dann ruft einem die Bank an, bei der man viele Jahre sein Konto hatte, Geschäft oder Privat, und sagt, wir müssen ihren Kontakt beenden, ohne Angabe von Gründen. Das heißt, jeder von uns ist letztendlich dahingehend erpressbar, dass, wenn er irgendwann mal etwas nicht gut findet von der Regierung und damit Reichweite generiert, dass ihn unter Umständen dieser Anruf treffen wird. Das heißt, wir sind alle gängelbar. Und wenn man sich anschaut, was so in Planung ist, nämlich dass es einen digitalen Euro geben wird und dann vielleicht nur noch ein Konto für jeden Bürger, kann sich jeder ausmalen, ob man sich als privater oder geschäftlicher Mensch in irgendeiner Weise eine Meinung noch leisten kann. Die Antwort lautet natürlich nein. Von daher muss man sich jetzt darüber unterhalten, solange man mit dem Geldsystem eines Staates im Business ist, was der Staat kontrolliert, kann man nie wirklich frei sein. Man kann vielleicht unabhängige Server haben, man kann freie Technologie benutzen, aber solange man eben am Geldtropf derer hängt, die das Geld ausgeben und auch entgegennehmen, ist man nicht wirklich frei. Und ich glaube, deswegen sollten wir uns heute hier zu dritt darüber unterhalten, gibt es denn eigentlich Möglichkeiten, dieses System zu verlassen, aber nicht komplett im Auszulanden, sondern eine neue Welt aufzumachen? Und sollte dieses Geldsystem vielleicht nicht weit mehr sein als nur Geld, sondern vielleicht eine Möglichkeit, ein sehr viel mehr selbstbestimmtes Leben zu gestalten? Das klingt relativ einfach. Trotzdem, da sind wir natürlich auch beim Thema Bitcoin. Ist es so, den Bitcoin gibt es ja schon ein paar Tage. Wer versucht, mit dem Bitcoin zu bezahlen, stellt fest, da gibt es eine sehr eingeschworene Nerdgemeinde, die nimmt den gerne. Aber wenn ich jetzt mal meinen Bosch-Dienst bezahlen möchte beim ADAC oder aber auch meine Gebühren beim CDF, die ich bezahlen muss, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Und was kann man eigentlich machen, um das zu überwinden? Wir haben ja hier dieses Henne-Ei-Problem. Die einen sagen, ähnlich wie beim Elektroauto, gäbe es mehr Lader, hätte ich ein Elektroauto. Und die Hersteller sagen, gäbe es mehr Lader, würden wir mehr verkaufen. Das ist die Frage, die wir heute diskutieren wollen. Wohl wissend, dass wir das Thema nicht bis zu Ende bringen werden. Aber ich glaube, wir befinden uns jetzt in einem Prozess, denn wir spüren alle, dass das immer enger wird. Du musst nämlich gar nicht politisch aktiv sein. Es reicht, wenn du als Trucker auf der falschen Demo warst oder als Bauer zu laut geworden bist, dann bläst dir dieser Wind eben auch entgegen. Und wir haben im Moment im deutschsprachigen Raum eine regelrechte Kündigungswelle, was Banken angeht. Und aktuell ist es nun mal so, in einem kapitalistischen System brauchst du ein Bankkonto, um überleben zu können, und von daher sind wir alle erpressbar. Deswegen vielen Dank für die Zeit, die wir jetzt hier gleich miteinander verbringen werden. Spock und Dennis, hallo. Hallo, Kevan. Ja, moin. Hallo, Dennis. Moin. Hallo, moin. Dennis. Dennis und Spock, ihr kennt euch schon länger, ich kenne euch auch schon länger. Dennis kenne ich jetzt nur online. Ihr seid ja, was das Thema Geld und Bitcoin angeht, schon etwas versierter, sollte aber heute nicht nur um Bitcoin gehen. Ich stelle mal die Frage in den Raum an euch beide. Das, was ich hier gerade skizziert habe, ist das paranoid, oder würdet ihr bestätigen, ja, die Räume, wo man diskutieren kann, werden enger, und wenn man zu lautstark auftritt, hat das Konsequenzen? Bilde ich mir das ein oder empfindet ihr das auch so? Magst du zuerst, Spock, oder soll ich was sagen? Ja, ich kann ja mal anfangen und sagen, dass das für mich tatsächlich zwei Seiten hat. Nämlich zum einen tatsächlich diesen realen Raum, dass das so ist. Wir erleben das, dass die Konten gekündigt werden. Ich habe auch ja zum Teil mit Manova zu tun. Da gab es ja auch vor ein paar Tagen ein schönes Interview mit der Herausgeberin Jana Pfliegersdorfer von Manova bei Walter van Rossum, der eben auch mal da gefragt hat, was denn bei Manova los war. Denen ist eben auch ein Konto gekündigt worden. Ich glaube auch nicht zum ersten Mal. Also ja, diese Dinge passieren. Aber mein Ansatz ist ja eben auch noch immer ein anderer, nämlich der sagt, dass Dinge umso mehr passieren, je mehr man sich drauf konzentriert. Wenn man also versucht, im Guten zu bleiben, dann habe ich durchaus den Eindruck, dass man damit einen Einfluss auf seine eigene Realität haben kann. Das will ich ganz am Anfang mal sagen, damit wir da auf jeden Fall später nochmal drauf kommen. Ja, ich würde sagen, da kann man ideal dran anknüpfen, weil das war im Grunde genommen auch einer der wichtigen Punkte für mich, tiefer in dieses Thema Bitcoin reinzuschauen, also darüber einfach auch ein praktisches Handle zu haben, um in die Selbstermächtigung zu gehen. Und wenn wir da eben nachher nochmal drauf eingehen wollen, dann spare ich mir den Punkt nochmal. Aber ihr habt jetzt beide eingangs auch diesen Punkt erwähnt, dass sowohl der digitale Euro kommen soll, als auch man momentan die Einschränkungen in der Meinungsfreiheit dann eben spätestens merkt, wenn einem das Bankkonto gekündigt wird. Und ich würde mal sagen, auch die
Zentralbank arbeitet daran, diesen ganzen Prozess ja einfacher zu machen, ne? Weil dann kriegt man den Anruf vielleicht nicht mehr von seiner Geschäftsbank, sondern dann erfährt man nur noch von dieser einen Stelle, nämlich der Zentralbank, dass das Konto weg ist. Und darüber hinaus gibt es noch alle möglichen anderen Perversitäten, die mit so digitalem Geld einhergehen. Und man darf aber beim Thema digitales Geld nicht den Fehler machen, das alles über einen Kamm zu scheren, weil ich würde sagen, auch das gibt es in gut beziehungsweise böse. Und das, was uns in Form von CBDCs droht, das ist halt die Ausprägung mit eben sowas, dass einem das Konto zentral abgeschaltet wird oder das Geld mit einem Ablaufdatum versehen wird, wie auch immer. Und das gibt es aber genauso auch in freiheitlich und gut, nämlich in Form von Bitcoin. Und das wäre so die These, die ich in den Raum stellen würde, dass das eben ja in Sachen zukünftigem Geldsystem eine der Optionen ist, wo wir das Thema Geld, eines der wichtigsten Instrumente, was wir haben, um gesellschaftlich zu interagieren, wieder aus den Händen derer nehmen können, die uns befehlen wollen, wie das zu funktionieren hat oder auch wie wir dann zu funktionieren haben und das eben auf dezentrale Art und Weise zu lösen. Das klingt gut. Ich höre ja den Eliten sehr gut zu, weil das Schöne bei denen ist ja, dass die ja gar kein Blatt vor den Mund nehmen. Man muss also gar keine Verschwörungstheorien irgendwie entwickeln, sondern muss sie auf ihren eigenen Events besuchen oder ihre eigenen Briefe lesen oder die Gazetten, die sie an ihre eigene Gruppe herausgeben. Da steht ja schwarz auf weiß, wohin die Richtung geht. Man plant ja die 15-Minuten-Städte. Das kann man in Hamburg als eine der Teststädte schon sehr gut sehen, wohin das geht. In Berlin sehen wir das auch. Also glaube ich, sind 20 Städte im Moment, die da im Fokus sind. Und wenn ich an ihrer Stelle wäre und möchte, dass Menschen sich nicht mehr groß bewegen, warum auch immer, vielleicht damit ich die Restwelt für mich habe, da würde ich mir folgendes überlegen, ich würde ein digitales Geld vielleicht sogar getrackt so einführen, dass es in den unterschiedlichen Stadtteilen weniger wert wird. Das heißt, sobald ich mich aus meinem Stadtteil herausbewege, unterliegt es einer natürlichen Inflation, sodass mich niemand zwingt, meinen Stadtteil zu verlassen. Nur wenn dann eben, was ich über 15 Kilometer mein Geld nur noch die Hälfte wert ist, dann bleibe ich in meinem Stadtteil. Und ich würde dafür sorgen, dass ich das Geld nicht sparen kann, das, was ich am Monatsende nicht ausgegeben habe, dass das verfällt, sodass ich eben auch nicht sagen kann, ich bereite mich auf irgendeine Art von Ausreise vor. Wenn ich jetzt mal so bösartig denke, und ich glaube, es gibt eine Menge Leute, die sagen, ja, das ist gar nicht bösartig, das geschieht nur zu eurem Schutz, denn man muss euch ein bisschen hegen und pflegen, weil ihr den Planeten kaputt macht. Da steckt ja immer diese Agenda dahinter, diese große Gruppe von Schafen, wenn man denen keine Gesetze beirrt, dann würden die sich alle in den Abgrund stürzen. Deswegen passiert das nur zum Guten. Wenn ich da raus möchte, weil ich mich nicht bevormunden lasse und weil ich auch glaube, dass diese Art von wir kümmern uns um euch, das ist ziemlich hinterhältig und auch verlogen und hat keinen humanistischen Hintergrund, sondern eher ein, dass man uns loswerden will in der Industrierevolution 4.0. Wenn ich also das erkenne für mich und ich glaube, ich erkenne das, dann suche ich natürlich eine Alternative, wie ich mich in einer Parallelwelt, weil ich glaube, das werden nur sehr wenige Leute mitgehen, wie ich mich in einer Parallelwelt mit Menschen vernetze. Ich glaube, das sehr wichtig sein wird neben allem Geld. Sie werden Beziehungen sein, dass man sich in den Enklaven zurückzieht, wo man Beziehungen hat, weil auch ein digitales Geld funktioniert ja nur mit Strom. Und wenn man nur das Geld hat, aber sich sonst nicht leiden kann im Outback, dann bringt einem das Geld auch nichts. Also man sollte schon sich überlegen, wenn man irgendwo hingeht, dass die Menschen, die dort sind, dass man die mag, weil am Ende zahlt man eben auch, wenn man von Zahlen sprechen kann, mit seiner Art und wie man drauf ist. Aber ich glaube, dass wir uns darauf vorbereiten müssen und vielleicht nicht nur darüber sprechen, was kommen könnte, sondern weil es immer so abstrakt ist, Geld und Bitcoins und Krypto sind sowieso immer sehr abstrakt, sondern was haben wir denn eigentlich? Fände ich super, wenn wir darüber mal reden würden. Was haben wir? Und warum ist es so, dass, obwohl wir vielleicht viele Möglichkeiten haben, das von den breiten Massen doch nicht so richtig angenommen wird? Womit hat es zu tun? Und was kann man machen, damit man das ein bisschen verändert? Das würde mich interessieren. Ich bin kein Bitcoin-Profi. Ich weiß nur, dass ich seit vielen Jahren die Möglichkeit biete, meine Arbeit mit Bitcoin zu unterstützen. Und trotzdem ist das eher so wie so ein Spurenelement. Die Leute gehen dann trotzdem klassisch zur Bank, ja, oder schicken mal einen Brief mit Bargeld eher drin. Aber dass jemand Bitcoin überweist, das hat stattgefunden. Und das waren alles Nerds. Das waren alles Nerds, die schon vorher im Bitcoin waren, die das total schick fanden. Aber es ist weit davon entfernt, dass man sagen kann, naja, das machen ganz viele Leute. Sondern wenn ich irgendjemand auf der Straße frage, Bitcoin und ob er eine Wallet auf seinem Smartphone oder so hat, dann guckt er mich in der Regel an mit großen Augen. Ich könnte auch sagen, waren Sie schon auf dem Mars? Es geht etwa in die Richtung. Ja, gut. Also ich habe da einen recht klaren Take zu. Und du sagtest ja eben schon, dass
dieses Thema Geld irgendwie sehr abstrakt ist. Das war es für mich die längste Zeit meines Lebens auch. Also ich habe mit ungefähr 35 zu Bitcoin gefunden. Und das war für mich dann auch praktisch eben selber der Einstieg, mich mit dem Thema Geld näher zu beschäftigen, weil vorher war Geld in Teilen für mich, würde ich sagen, auch was Böses. Ich war da noch sehr anders drauf, als ich es heute bin, was viele Dinge angeht. Und da muss ich sagen, fühlte ich mich quasi in der Mitte meines Lebens in der absoluten Naivität ertappt, weil wenn man mal anfängt, sich mit dem Thema Geld zu beschäftigen, merkt man, dass es etwas ist, was wir uns ja also für so alltäglich und selbstverständlich nehmen, dass wir da irgendwie ja bislang gar nicht näher reingucken. Und wenn man das dann tut, dann findet man ganz, ganz viele Dinge. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ich würde sagen, dieser Punkt, warum vielleicht auch viele Leute gar nicht bei dir mit Bitcoin zahlen oder auf die Idee kommen, ist halt, dass sie an sich erstmal dieses Thema Geld noch nicht verstanden haben. Und ich gehe mittlerweile in diese ganzen Diskussionen eher so rein, dass ich versuche, den Leuten erstmal aufzuzeigen, dass sie, obwohl sie vielleicht meinen, Geld verstanden zu haben, das überhaupt nicht getan haben. Das Beispiel habe ich ja eben mit mir selber auch gebracht. Und wenn man dann sensibilisiert hat dafür, dass es da halt weitaus mehr zu sehen gibt, dann kann man eben auch die ganzen Probleme, die damit einhergehen, mit unserem aktuellen Geldsystem aufzeigen. Und dann erst später macht es Sinn, halt Bitcoin als die Lösung zu präsentieren, weil sonst ist Bitcoin für viele halt noch abstrakter als das Thema Geld. Und im Grunde genommen wirkt es dann wie eine Lösung für ein Problem, was sie nicht mal verstehen. Dazu kommt natürlich, dass Bitcoin eher auch eine vollkommen neue Sache ist für viele Leute, also sozusagen Neuland, wie Frau Merkel das ja immer gesagt hat, was Internet betrifft. Also wir sind tatsächlich geldgeschichtlich gesehen bei Bitcoin natürlich ganz am Anfang. Also im Prinzip ist das ein zartes Pflänzchen, weil das gibt's jetzt seit 2009, richtig? Und damit ist das natürlich noch nicht annähernd so lange auf dem Markt wie schon der Euro nicht. Und aber wenn wir anfangen von Gold zu reden, dann natürlich schon lange nicht. Dann ist es eben auch noch digital und hat was mit dem Internet zu tun. Dazu kommt, dass Presse existiert, die auch nicht versteht, worum es geht und da also eigentlich zu 90% immer ganz viel Unsinn geschrieben wird. Also das wird zur Terrorfinanzierung benutzt und zum Drogenkaufen. Und das machen sowieso nur Verschwörungstheoretiker, was natürlich alles kompletter Unsinn ist. Aber das muss man natürlich auch erstmal reinkriegen. Das ist ja nicht anders, als wenn man jetzt das erste Mal ein Artikel über 9/11 in der FAZ lancieren möchte. Da hat man auch erstmal seine Schwierigkeiten. Das heißt, die Leute da draußen, für die ist das einfach vollkommen neu und auch unverständlich, wenn man nicht irgendeinen Zugang dazu bekommt. Und da gebe ich Dennis komplett recht, denn wenn ich an mich denke, dann ist es auch genauso, nur weil ich seit vielen, vielen Jahren, nicht zuletzt auch durch deine Arbeit, Kevin, Interviews mit Bernd Senf schon vor 10 Jahren oder auch Georg Zoche oder Markus Krall, also all die ganzen Leute, die eben mal über Geld auch gesprochen haben und das mal so ein bisschen durchleuchtet haben. Nur deswegen war ich dann für die Argumente, die Dennis in unserer Sendung gebracht hat, überhaupt zugänglich. Nur dadurch konnte ich verstehen, wovon der überhaupt redet. Und insofern stimmt das ganz genau, was Dennis da erzählt. Es fehlt an Grundbildung über Geld. Es reicht nicht aus, festzustellen, oh, ich habe immer zu wenig. Man muss sich mal überlegen, warum. Zum Beispiel, also als ich dann in meiner ersten Bitcoin-Phase quasi versucht habe, zu missionieren und so und beispielsweise meinen Eltern das näher bringen wollte, da hieß es dann immer, ja, aber das ist zu technisch, das kapieren wir überhaupt nicht und so. Und dann kann man den Leuten ja die Frage stellen, okay, aber kannst du mir denn den Euro erklären, wie der funktioniert, nach was für Regeln das funktioniert? Und das können sie halt auch nicht, ne? Ähnlich wie du vielleicht Auto fährst und nicht wissen musst, wie so ein Motor auseinanderzunehmen ist. Aber man kann halt gewisse Charakteristiken schon mal einfach grundsätzlich auseinandernehmen und sagen, ein dezentrales Geld hat ganz andere Eigenschaften und nicht die Probleme von beispielsweise eben so zentralem Geld. Und ich glaube beispielsweise auch, dass diese Problemstellungen,
oder das, was wir als Problemstellung sehen mit dem digitalen Euro, das wird viele Leute nochmal dafür sensibilisieren, auch die Augen aufzumachen und näher hinzusehen, weil sie dann eben natürlich auch mit diesen ganzen, ja, Problemen, die es für ihr praktisches Leben einfach dann bedeutet, das werden sie spüren. Ne? Und oftmals, Dennis, ein Kollege von mir, Ernst Wolf, der eine eigene Rubrik hat, nämlich Wolf of Wall Street, angelehnt an den Film, da geht es ja auch um Geld, hat ja am Ende seines Formats immer den Spruch, ist die Zeit wird reif für ein demokratisches Geldsystem. Würdest du sagen, dass der Bitcoin ein demokratisches Geldsystem ist? Und wenn ja, warum? Jetzt kann man sich vielleicht wieder auch aktuell die Frage stellen, was ist denn Demokratie überhaupt? Aber grundsätzlich, wenn wir mal von so einem Verständnis ausgehen, dass es quasi graswurzelmäßig von unten bestimmt wird, wie das Geldsystem funktioniert, dann würde ich sagen, dann gibt es ja nichts Antidemokratischeres als das zentralistische Fiat-Geld, was wir haben. Ne? Weil da haben wir eben dann die Zentralbanken, die darüber bestimmen, wie viel Geld in den Umlauf gebracht wird, was damit passiert, wie in Zukunft vielleicht dann auch so ein Ablaufdatum aussieht und was weiß ich nicht was. Und bei Bitcoin ist es halt eben so, dass die Regeln von denen bestimmt werden, die an diesem System teilnehmen, beziehungsweise auch denen, die Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren. Ne? Und da kann dir keiner reingrätschen. Das war ja auch die der große Punkt von Satoshi Nakamoto, dem Erfinder von Bitcoin, wirklich ein Peer-to-Peer elektronisches Geld zu schaffen. Ne? Also etwas, was ohne Drittpartei, die dazwischen interagiert, wie zum Beispiel eine Bank oder Zentralbank, wirklich zwischen den Leuten stattfinden kann. Und in dem Sinne würde ich sagen, ist es schon per Definition oder von der Grundarchitektur ein wesentlich demokratischeres Geld als das, was wir aktuell haben. Und ich würde auch die These in den Raum stellen, dass das, was wir aktuell haben, nie ein demokratisches Geld war. Also Geld ist nie gedacht worden, demokratisch zu sein, sondern es gibt da ein Gefälle von denen, die bestimmen, dass du es nehmen musst, um damit dann die Steuern zu bezahlen, an denen, der das Geld ausgibt. Das ist ja der Grundgedanke dahinter. Wenn man sich mit Geld beschäftigen möchte, gibt es viele schlaue Bücher, die man dazu lesen kann. Ich errate auch zu einem Buch von Steven Salenga, ist ziemlich schwierig zu bekommen, aber sich damit zu beschäftigen. Oder ganz praktisch, das habe ich ja damals schon auch getan, neben den ganzen vielen Gesprächen. Ich war in Wörgl und habe mir das Wunder von Wörgl angeguckt. Da hat ja in den 30er Jahren ein Bürgermeister gesagt, okay, ich gebe mein eigenes Geld aus. Er hat es natürlich nicht Geld genannt, sonst wären sofort die Panzer gekommen, sondern er nannte es einen Wertgutschein. Damals war Wörgl ist ein kleiner Ort in Tirol, war natürlich wie überall in Europa und auch in den Vereinigten Staaten, war eben die große Weltwirtschaftskrise, 29 Jahre, und es war im Jahre 32. Und als er diesen Wertgutschein ausgab, hat er etwas damit zu erfunden, was er von Silvio Gesell sich abgeschaut hat. Er hat nämlich gesagt, okay, wir haben ein Problem, nicht, dass es zu wenig Geld gibt, sondern dass es sich lohnt, Geld zu horten, weil Geld, wie anders als alles andere auf dem Planeten, nicht rostet, es geht nicht kaputt. Man kann es also irgendwo bei sich parken und sparen. Das heißt, die einen haben ziemlich viel Geld und die anderen haben sehr viel weniger. Und was kann ich tun, damit sich das nicht mehr lohnt, dieses Geld zu horten? Und dann habe ich gesagt, ja, wir können es so machen, dieser Wertgutschein verliert am Ende des Monats seine Gültigkeit, es sei denn, man kauft eine Wertmarke, muss also Geld ausgeben, um diesen Wertgutschein im Umlauf zu halten, sodass jeder, der so einen Wertgutschein hatte, den nicht haben wollte, sondern hat sofort beim nächsten etwas in Auftrag gegeben und gekauft. So, und damit explodierte das, was vorher nicht da war. Es gab die Obdachlosigkeit verschwand und alle waren plötzlich in Vollbeschäftigung. Sehr viele Menschen sind nach Wörgl gezogen. Sehr viele Bürgermeister auch aus benachbarten Ländern, nicht nur Frankreich, sondern auch aus Chicago sind gekommen. Und gesagt, das ist ja interessant, überall gibt es Menschen mit diesen Schildern, suche Arbeit, nehme alles und bei euch floriert das. Die haben am Ende sogar Skischanzen gebaut, so gut ist das gelaufen. Und dann schritten die Banker in Wien ein, sagten, das ist für alle ein ziemlich gutes Geschäft, nur für uns eben nicht, und haben das beendet. Und kurz danach ist Österreich, hat den Anschluss an Deutschland gewagt, und was danach passiert ist, ist da. Das heißt, man kann auch sagen, Geld wird ja auch benutzt, um Kriege zu machen. Gibt ja diesen schönen Spruch, jeder Krieg ist auch ein Bankenkrieg. Von daher ist ein Geld, was sich die Bürger selber geben und mit dem sie selber bestimmen können, wie viel sie davon haben, schon sehr viel demokratischer. Aber jetzt mal, ich versetze mich jetzt mal in die Lage meiner Mutter, die mit Geld sofern umgehen konnte, dass sie nie überschuldet gelebt hat. Aber der möchte ich jetzt mal erklären, was Bitcoin sind. Kannst du das in knappen Worten, Dennis, zusammenfassen? Was sind denn Bitcoin? Was ist das für ein Geld, das meine Mutter sagt, das interessiert mich? Wie ist es entstanden überhaupt? Entstanden, also Spock hat ja eben schon gesagt, 2009, das ist quasi so der offizielle Start der sogenannten Bitcoin-Blockchain. Was aber oft oder
Was nicht vergessen werden darf, ist, dass im Grunde genommen diesem ganzen Thema digitalem Geld halt eine Historie von 40 bis 50 Jahre wissenschaftlicher und praktischer Arbeit auch vorangeht. Ne? Also Bitcoin ist nicht das erste digitale Geldsystem. Es gab halt vorher auch schon alle möglichen anderen Ansätze, die aber jeweils gescheitert sind, weil sie zum Beispiel sehr zentralistisch aufgebaut waren. Ne? Es gab, müssen wir vielleicht auch nicht näher reingehen, aber Bitcoin ist quasi so die Kulmination dessen, was sich halt aus diesem Prozess rausgebildet hat und wo wir jetzt quasi seit 15 Jahren, sage ich mal, erste Gehversuche machen, wie man so etwas praktisch spielen kann. Und ich würde auch die These in den Raum stellen, selbst wenn das quasi für unsere Mütter noch nichts ist, was wir praktisch nutzen können, Spock kann mir da gleich widersprechen, ist es dennoch aber was zumindest für uns erstmal jetzt als mögliche Alternative da ist, um zum Beispiel diesen ganzen dystopischen Dingen, die an uns ansonsten wahrscheinlich blühen, wenn wir die Schaufel nicht selber in die Hand nehmen, dem halt entgegenzuwirken. Und das war für mich beispielsweise auch ein Grund, vor gut 4 Jahren zu sagen, das, was ich bisher gemacht habe, nämlich Kundenarbeit, auch schon selbstständig und so, das verlasse ich alles. Und ich habe das damals als Experiment gestartet. Mittlerweile läuft das jetzt seit 4 Jahren für mich ganz gut. Ich bin komplett in den Bitcoin-Bereich beziehungsweise Open Source gegangen und werde seit 4 Jahren auch nur noch für meine Arbeit in Bitcoin bezahlt von unterschiedlichsten Auftraggebern. Und klar, auch das ist etwas, was aktuell noch nicht jeder machen kann. Nichtsdestotrotz sehen wir auch außerhalb dem Feld der Softwareentwicklung immer mehr Leute aufkommen, die sagen, ich habe es satt, in Geld bezahlt zu werden, was zentral kontrolliert und entwertet wird. Und ich möchte zumindest einen Teil meiner Arbeitskraft jetzt nur noch in gutem Geld vergütet kriegen. Und ich glaube, das ist der Weg, wie wir es schaffen, halt dieses System noch mehr zu erproben, noch mehr auch selber herauszufinden, wo sind die Dinge, die wir einfach noch weiter anpassen und verbessern müssen, um das eben auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene zum Fliegen zu bringen. Und dieser Prozess gefällt mir auch insofern ganz gut, weil es eben dann tatsächlich so ein Graswurzel-Movement ist, ne? Und etwas ist, was nicht irgendwie top-down verordnet wird, wo uns gesagt wird, hier, Bitcoin ist jetzt das Zahlungsmittel, sondern wo jeder sich auf individueller Ebene, einfach weil er dieses System besser verstehen möchte oder verstanden hat, sagt, das ist jetzt das Geld der Wahl, was ich akzeptiere. Und insofern ist das halt dieses Bottom-up-Movement. Dennis, ich bleibe jetzt an dieser Stelle mal der hartnäckige Reporter, der natürlich sofort erkennt, dass du dich schon etwas länger damit beschäftigst, aber ich habe dir vielen anderen Interviews zugehört und ich weiß natürlich auch, dass von dir die Aussage stammt, Bitcoin und alles andere ist Shitcoins, sagst du auch zum Euro, weil dieses Geld eben inflationär, da kann die entsprechende Zentralbank an der Geldschraube drehen, mal mehr, mal weniger Geld schaffen und so den Wert des Geldes dahingehend korrigiert sei. Du hast zwar noch Geld, aber dafür ist die Milch doppelt so teuer, also ist es nur noch die Hälfte wert. Ich möchte deswegen mal ganz konkret nachfragen, weil wenn meine Mutter es versteht, versteht es eben nicht nur meine Mutter, sondern sehr viele Menschen, die deutlich jünger sind als meine Mutter und ich glaube, die nicken oft und haben es dann doch nicht richtig verstanden. Deswegen frage ich mal nach. Also der Bitcoin ist ja entstanden auch mit der Bankenkrise, die in Wirklichkeit ja eine Bankerkrise war. Wird immer vergessen, das waren keine Immobilien, die da Scheiße gebaut haben, sondern es waren menschliche Entscheidungen. Und da war wohl eine Gruppe oder eine Person, so genau weiß man es ja nicht, ziemlich sauer, hat gesagt, okay, hat wahrscheinlich auch viel Geld verloren damals. Ich habe ja keine Lust mehr, dass irgendwelche Menschen rumpfuschen und meine Einnahmen sind flöten oder meine Altersversorgung. Ich möchte ein Geldsystem schaffen, was diesem Verfall nicht unterliegt, was wertstabiler ist. Und ich glaube, er hat sich da an Gold orientiert, weil der Bitcoin ist ja ähnlich wie Gold. Den kann man ja nicht unendlich schürfen, wie Sie auch selber sagen. Daher auch diese Metapher zum Gold, sondern da ist sehr viel Aufwand da. Und irgendwann, ich glaube 2040, wird der letzte Bitcoin geschürft sein und es gibt dann nur 21 Millionen und es werden nicht mehr und nicht weniger. Und damit haben wir eine gewisse Wertstabilität, um es mal jetzt ganz grob zusammenzufassen. Aber kannst du es mal so jemandem erklären, der noch nie irgendetwas von Bitcoin gehört hat? Wann entstand das genau und wie funktioniert das mit diesem Schürfen? Und warum 2040 wird der letzte Bitcoin da sein und warum 21 Millionen und nicht 121 Millionen? Wie funktioniert das überhaupt? Ja, okay. 21,40. Genau. Fangen wir mal vorne an. Also 2009 beziehungsweise Anfang 2010 ging die sogenannte Blockchain, also das quasi das technische Fundament, auf dem das alles basiert, ging das online. Und die Blockchain funktioniert so, dass ein System, dem sich jeder anschließen kann und quasi über Stromverbrauch
Ich verwende jetzt mal eben wieder diese oft gängige Metapher, ein Rechenrätsel löst und dann halt versucht, den nächsten Block zu finden. So ein Block ist so aufgebaut, da passen irgendwie gut 2000 oder 3000 Transaktionen rein. Und das ist halt das, wo wir uns das Geld hin und her schicken. Ich will mal kurz meine Rolle als Advocatus Diaboli nutzen, die ihr schon kennt. Vielleicht sollten wir kurz, also um das mal ganz am Anfang anzufangen, sagen, die Blockchain ist ein Kassenbuch. Das ist durchaus, glaube ich, eine gute Methode, ein ja. Wirklich wichtiger Punkt, weil unter Blockchain kann sich erstmal keiner was vorstellen, der es nicht schon weiß, aber ein Kassenbuch kennt jeder. Ja. In diesem Kassenbuch wird einfach aufgeschrieben, wer wem Geld schickt. Und da das digital ist und auf eine bestimmte Art und Weise unfälschbar ist, wird sich daran auch nie was ändern. Man kann also nicht nachträglich irgendwas daran ändern, was vor 2 Wochen oder vor 2 Stunden oder vor 20 Minuten passiert ist. Das bleibt ein für alle Mal immer fest. Wenn ich irgendjemandem Geld schicke, dann ist das da drin vermerkt. Und wenn der mir Geld schickt, dann ist das da drin auch vermerkt. Nur, dass da drin nicht steht, dass ich es bin oder irgendwer anders, sondern es ist pseudonym. Es wird letztlich nur eine Adresse aufgeführt und von dieser Adresse ist nicht notwendigerweise bekannt, wem sie gehört. Aber würdest du sagen, Spock, dass ich das vergleichen kann mit Zeit? Man würde sagen, unser Geldsystem sind 24 Stunden und die teilen wir auf in Sekunden oder Untersekunden. Und wenn die 24 Stunden erfüllt sind, dann ist das fertig, dieses Experiment. Und jetzt kann man nicht mittendrin, wenn man schon 3 Stunden verbraucht hat, sagen, vorne immer eine halbe Stunde raus, das wird ja jeder merken. Kann man diese Metapher benutzen? Ist das wie die 24 Stunden, wo man sagen kann, ist auch eine Art Kassenbuch, eine Endlichkeit und das baut aufeinander auf, weil man kann nicht einfach eine Stunde weglassen, dann wäre jetzt keine 24 Stunden. Kann man das so sagen? Also ich würde sagen, wenn ich daran denke, dass immer von Speicherung der Lebensleistung gesprochen wird, dann würde ich fast sagen, das ist eigentlich ein guter Vergleich. Was sagst du, Dennis? Ja, es kommt halt darauf an, welchen Aspekt man sich anguckt. Ne? Ich habe jetzt gerade versucht, so den technischen Teil möglichst zu erklären. Erfahrungsgemäß funktioniert das auf dem Audiowege immer schlecht. Das haben wir ja damals in der After Dark-Sendung auch gesehen. Ach so, weil wir keine Folien hatten, oder meinst du? Ja, also aber das macht die Sache ein bisschen komplizierter, vielleicht für uns, aber wenn wir es schaffen, dann verstehen die Leute es vielleicht. Das ist eigentlich cool. Ich versuche da nochmal so ein bisschen dran anzuknüpfen, ja. mit quasi auch diesem Ding, dass alle 10 Minuten probabilistisch ein Bitcoin-Block entsteht. Ne? Und das ist halt so ein Block, der fasst, wie gesagt, um die 3000 Transaktionen. Und so wird dieses Kassenbuch unveränderlich fortgeführt von den sogenannten Minern. Und die bekommen für so einen Block eine sogenannte Belohnung. Und auf diese 21 Millionen Bitcoin, die es am Ende dann geben wird, kommt man über einen Algorithmus, der diese Belohnung alle 4 Jahre verknappt und quasi halbiert alle 4 Jahre. Witzigerweise ist jetzt gerade nächstes Wochenende, also ungefähr wahrscheinlich am 20. April, ist der Anbruch der 5. Halving-Epoche. Und das ist der Zeitpunkt, wo wir dann quasi von einer Belohnung, die aktuell 6,25 Bitcoin entspricht, auf eine Belohnung von 3,125 Bitcoin runtergehen. Und dadurch, dass dieser Mechanismus alle 4 Jahre greift, verknappt sich diese Geldmenge von Bitcoin quasi in dem Algorithmus ablesbar, so dass am Ende von 21,40 dann der letzte dieser 21 Millionen Bitcoins gemeint sein wird. Und die Belohnung ist die Geldschöpfung bei Bitcoin. Genau, das ist quasi die Geldpolitik in Code gegossen, die es bei Bitcoin gibt und die für alle transparent einsehbar ist und die einfach auch unumstößlich vorhanden ist, solange sich nicht die Leute, die in diesem System schon teilnehmen, dafür entschließen, diese Geldpolitik zu ändern. Und um das zu ändern, müsste es halt ein Einverständnis aller daran Teilnehmenden geben. Und wer hätte denn ein Interesse daran, das jetzt auszuweiten? Ne? Also insofern kann man auch sagen, die Geldpolitik von Bitcoin ist sehr transparent und ja, für alle offen. Jeder weiß, worauf er sich einlässt, wenn er diesem System beitritt. Und ja, diese Regeln sind halt da und validierbar. Wenn man jemand ist, der über viele Bitcoins verfügt, da gibt es ja den einen oder anderen, der über große Anteile da verfügt, hat er dann mehr Macht als, also wie im klassischen Geldsystem, wer mehr Bitcoins hat, hat er mehr Macht auf das System oder spielt das keine Rolle?
Spock, magst du antworten, oder? Das ist ja eine oft gestellte Frage. Ich würde immer schnell sagen, nein. Natürlich gibt es Szenarien, die man sich vorstellen kann, wenn jetzt eben so jemand, der viele hat, auf einmal viele davon verkauft, dann geht der Preis runter. Insofern kann man schon sagen, dass er Einfluss hat. Aber er hat insofern keine Macht darüber, weil er eben dennoch die Regeln nicht ändern kann. Also man kann eventuell damit den Preis manipulieren. Wie mit jedem anderen Asset auch, wenn man viel Gold hat und es auf einmal auf den Markt schmeißt, dann wird es auch billiger. Aber man kann nicht die Regeln des Systems verändern, egal wie viel man hat. Das ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, im Großen und Ganzen auch der Unterschied zu allen anderen Kryptowährungen, wo eben nicht dieses Prinzip Proof of Work arbeitet, wo eben Arbeit investiert werden muss, um die Geldschöpfung überhaupt vorzunehmen. Aber ich möchte nochmal zurück zu diesem Schürfen. Ich stelle es immer mal so vor, also wenn man heute schon wüsste, wie viel Gold es insgesamt auf diesem Planeten gibt, dann wird man sagen, es ist geschafft, 2140, das ist ja noch ein bisschen hin, die letzte Unze Gold aus der Erde herauszuholen, und mehr gibt es eben nicht, und damit muss die Menschheit dann auskommen. Wenn man sagt, wer hätte Interesse daran, das irgendwie zu ändern, außer die teilnehmen, bis dahin werden ja sehr viele schon tot sein, die teilgenommen haben. Hat das irgendeine Veränderung, was die Macht angeht? Also ich habe ja eben schon mal diesen Mechanismus angesprochen, dass alle 10 Minuten so ein neuer Block entsteht. Und analog zu Gold könnte man jetzt sagen, okay, wenn der Preis steigt, dann haben umso mehr Leute natürlich ein Interesse, neue Goldminen aufzumachen. Bei Bitcoin ist allerdings im Programmcode ein Anpassungsmechanismus drin, der diese Analogie bricht. Also da ist es jetzt nicht so, nur weil plötzlich der Bitcoin-Preis steigt und ganz viele Leute sich dazu entscheiden, jetzt auch Bitcoin zu meinen, dass sich diese, dass mehr rausgeholt werden kann. Weil alle 2 Wochen wird quasi geguckt, wie viele Blöcke wurden in den letzten 2 Wochen gefunden. Und wenn das mehr waren als eben halt diesen Anzahl Blöcken, die da gefunden werden sollen innerhalb dieser 10-Minuten-Grenze, wenn das mehr ist, dann wird die sogenannte Schwierigkeit angepasst. Und das ist halt auch so ein Konzept, wo dieses, ich sag mal wieder, Rechenrätsel quasi schwieriger wird, so dass sich dieses Verhältnis von Zeit zu Block halt immer auf diese 10 Minuten nivelliert, ne? Das heißt, die Fördergeschwindigkeit, nenne ich das mal, um beim Bergbau zu bleiben. Ja. Rauskommt, die Fördergeschwindigkeit wird angepasst. Wenn jetzt einer mit sehr viel größeren Lastern und Baggern kommt, dann sorgt man dafür, dass sie langsamer laufen. Genau. Der kriegt einfach ein Gewicht hinten angehängt und dann kann er nicht mehr so schnell fahren. Genau. Ja, so ungefähr ist das, genau. Das heißt, da sind wir auch gleich bei diesem Argument, was oft oder bei der Frage, die oft gestellt wird, auch so, ja, aber wenn die Quantencomputer kommen, dann stellen die ja alles in den Schatten. Nee, dann wird einfach die Schwierigkeit so erhöht, dass auch die ordentlich lange zu tun haben. Mhm. Gut. Gibt es denn Informationen darüber, weil das funktioniert ja alles mit Strom, und im Moment ist das ja zum Teil auch Strom, der billig aus Kasachstan kommt, weil da Kohle gefördert wird, bzw. vom Staat subventioniert wird. Weiß man am Ende, wie viel Strom verbraucht sein wird, um den letzten Bitcoin gefördert zu haben? Gibt es da irgendeine Information dazu? Nee, das ist aber tatsächlich auch ein sehr, sehr interessanter Punkt, weil viele da halt immer denken so, okay, es gab ja damals auch schon relativ früh diese These, Bitcoin wird die Oceans boilen, also dass die Ozeane zum Kochen bringen, weil sich dann alle, weil sie Geld verdienen wollen, ins Bitcoin-Mining stürzen, und das verbraucht so viel Elektrizität. Ich glaube, das WEF hatte damals auch schon irgendwie einen Artikel raus, dass, keine Ahnung, 2016 oder sowas hätte Bitcoin schon den Stromverbrauch der halben Erde sich einverleibt. Und dazu kommt es halt eben nicht, wegen zum Beispiel auch diesem Anpassungsmechanismus, den ich gerade beschrieben habe, ne? Was war jetzt eigentlich konkret nochmal eben die Frage? Ich habe schon wieder den Faden verloren, sorry. Also meine Frage, ich versuche jetzt mal Folgendes vorzustellen, um es aus dem Abstrakten rauszuholen. Stellen wir uns mal vor, wir wären schon im Jahre 2140 und der letzte Bitcoin, der wäre geschürft. Es gibt also insgesamt 21 Millionen Bitcoins, die dann natürlich schon, wie das heute ist, eben unterteilt sind in eine Unterwährung nach dem Motto, hör zu, wir haben jetzt keine 10.000er-Scheine mehr, weil die Preise durch die Decke gegangen sind. Wir brauchen eben kleinere Einheiten, mit denen wir auch ein Eis kaufen können. Könnte das irgendjemand abschalten? Weil es gibt ja Leute, die sagen, hör zu, ein unabhängiges Geldsystem, also ein Geldsystem, was demokratischer ist, das ist eigentlich nicht in unserem Sinne, weil dann verlieren wir ja Macht. Also gäbe es die Möglichkeit, dieser Leute sagen, hör zu, wir sorgen dafür, dass das gar nicht funktioniert. Könnte das irgendjemand?
Und wenn ja, wie? Ja, das ist eine gute Frage. Und ich würde sagen, da sind die Bitcoiner quasi diejenigen, die sich das aus eigenem Interesse natürlich schon zur Genüge selbst gefragt haben. Für mich persönlich ist es nichts Technisches, was da passieren könnte. Also oftmals wird ja so dieses Szenario angebracht, keine Ahnung, Blackout, der Strom fällt aus und sowas. Ich will das auch gar nicht vom Tisch wischen. Das wäre natürlich tatsächlich eine ernsthafte Bedrohung. Ich glaube nur, an der Stelle hätten wir noch ganz andere Probleme, ne? Also zum Beispiel auch, wenn uns alleine das Internet, was ja auch durchaus technische Grundlage für Bitcoin auf einer anderen Ebene ist, flöten gehen würde, dann ja, glaube ich, hätten wir gesellschaftlich auch mit anderen Themen zu kämpfen. Long story short, für mich ist so der tatsächlich praktikabelste Einfallsvektor mittlerweile auf sozialer Ebene, beziehungsweise auch gesellschaftlich. Also diesem ganzen Thema all das beizumischen, was wir vorhin auch schon hatten, also das ist Geld für Drogen, Drogendealer, für Waffenlieferer und was weiß ich nicht, was alles, ne? Und da vielleicht auch so eine Ächtung herbeizuführen, weil zum Beispiel ein Versuch, den ich mittlerweile auch durchaus als gescheitert ansehen würde, ist, dem Ganzen auf regulatorischer Ebene beizukommen. Also klar kann man da auch durchaus noch mehr machen in Sachen Steuern und was weiß ich nicht was. Aber grundsätzlich, beispielsweise durch diese jüngsten Entwicklungen, die es auch in den USA gab, mit dem, wie die SEC auch dazu gezwungen wurde, dieses Thema neu zu bewerten und jetzt auch die ETFs beispielsweise zu genehmigen, glaube ich, ist grundsätzlich so eine Art globales Bitcoin-Verbot vom Tisch. Also das werden wir, denke ich, nicht mehr sehen. Und es wurde ja auch teilweise auch schon auf Landesebene probiert. Also ich weiß nicht, wie oft China beispielsweise versucht hat, das Thema auszurotten. Sie haben es nie ganz geschafft und haben dann letztendlich auch klein beigegeben, weil sie ja einfach auch selber diese Dynamik sehen, wo jeder Versuch, das auszurotten, der schief geht, das ganze Thema einfach nur noch stärker macht. Ne? Und ich glaube, mittlerweile haben genügend Staaten auch diese Dynamik verstanden und ersparen sich die Blöße, weil sie halt von sich aus dieses Thema auch nicht noch interessanter machen wollen, als ja, sie es beispielsweise eh schon durch eben die Geldentwertung tun. Ja, ja. Nigeria hat es ja auch versucht. Nigeria hat ja auch eine CBDC eingeführt, tatsächlich ist eines der ersten Länder. Und dann haben die, haben sie auch Bitcoin verboten, was zur Folge hat, dass diese offizielle CBDC-Wallet einfach, also kaum jemand überhaupt benutzt hat, aber sie sind irgendwie alle in Bitcoin gegangen. Und das, ich meine, ich weiß nicht, also auch meine Vorstellung für Nigeria ist allenfalls anekdotisch. Aber man hat jetzt nicht so den Eindruck, dass das halt das absolut hochtechnisierteste Land der Welt ist. Aber die Leute haben es einfach, weil es nötig wurde, dann sehr schnell verstanden. Paraguay beispielsweise ist auch ein ganz gutes aktuelles Beispiel dafür, weil die haben jüngst quasi auch so einen Gesetzesentwurf erlassen, nachdem sie quasi das Bitcoin-Mining verbieten wollen. Und mittlerweile ist es so, dass sie es quasi ganz anders sehen, zumindest steht es da aktuell potenziell im Raum. Und zwar ist es so, dass Paraguay sehr, sehr viel überschüssige Energie hat und die aktuell zu quasi Schleuderpreisen an die Nachbarländer weitergibt. Und denen ist jetzt halt mittlerweile auch aufgefallen, dass eine viel bessere Verwertung dafür wäre, auch um die eigenen Interessen zu stärken, wenn sie anfangen, halt mit dieser überschüssigen Energie Bitcoin zu meinen, weil sie dann quasi die Energie im Land halten und selber einen höheren Benefit davon haben, ne? Also auch solche Dynamiken gibt es. Also ich glaube, sagen zu können, wenn es die Möglichkeit gäbe, den Bitcoin platt zu machen, weil er die Interessen eines globalen Geldsystems, was ich im Moment, also der Leitwährung Dollar ist, weil es dem zu gehen, hätte die CA das schon getan, wenn es die Möglichkeit gibt, haben sie nicht hinbekommen, sonst wäre es schon passiert, weil das kann nicht in ihrem Interesse sein, dass es da einen Konkurrent gibt. Aber trotzdem die Frage, wenn der letzte Bitcoin geschürft ist, oder vielleicht kann man es auch heute sagen, wem gehört denn der Bitcoin eigentlich? Der Bitcoin? Ja, der, von wem gehört der? Wem gehört die Währung? Wem gehört sie? Wer bestimmt sie? Wem gehört sie? Weil bei allen anderen ist es so, dass es ein Land gibt, das die Währung ausgibt, die Leitwährung. Und wem gehört das? Kann man das? Die Frage ist doch einfach. Wem gehört der Bitcoin? Wem gehört diese Währung? Der die Regeln aufgestellt hat? Niemanden, ne? Ich sag an der Stelle immer gerne, Bitcoin ist Geld von den Menschen für die Menschen, weil es tatsächlich am Ende auch so funktioniert. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass das Ganze als Bottom-up-Bewegung funktioniert und sich Leute auf individueller Ebene dafür entscheiden, Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Und das ist eigentlich letztendlich auch das Charmante. Also Bitcoin, bei dem, wo es rauskommt, kann es nur dabei rauskommen, dass es
auf Freiwilligkeit basiert, weil der Weg dahin nur darüber funktioniert, dass Leute sich freiwillig und ohne Zwang dafür entscheiden, Bitcoin zu akzeptieren, ne? Weil es eben halt keinen Emittenten gibt, der einen dazu zwingt, dieses Geld zu benutzen, kann auch niemand einem das aufoktroyieren. Ganz im Gegenteil, also alle quasi staatlichen Institutionen, die die Macht dazu hätten, hast du ja gerade selber gesagt, in deren Interesse ist es überhaupt gar nicht, dass wir dieses Geld nutzen. Und insofern kommt jeder, der eben diesem System beitritt, über Freiwilligkeit hinzu. Okay. Die Antwort wollte ich vorhin schon geben, als du gefragt hast, nämlich, also ist es ein demokratisches Geldsystem, also ne, was Ernst Wolf ja immer am Ende sagt. Und ich würde sagen, ja, genau das wollte ich sagen. From the people, for the people. Also insofern, ich glaube, also demokratischer kann ich es mir auf jeden Fall kaum vorstellen. Also du musst es nicht benutzen, du kannst es benutzen. Es gibt eben nicht den einen oder das Gremium, was plötzlich sagen kann, wir ändern das. Also es könnte nicht passieren, dass mittendrin das heißt, okay, wir machen jetzt doch nicht 21 Millionen, wir machen 42 Millionen. Oder wäre das doch möglich, wenn man die richtigen zusammenbringt? Also theoretisch wäre es möglich, weil man diese Regeln natürlich ändern kann. Aber das Problem dabei ist, dass alle, die am Bitcoin-System teilnehmen, dann zustimmen müssten. Und das tut natürlich keiner, weil er ja, wenn wir jetzt irgendwie, ne, dann, wenn wir zustimmen würden, dass wir unser Geld verdoppeln, dann ist es ja nur noch halb so viel wert. Also die ganz einfache Rechnung. Wer würde da zustimmen? Lass uns den Punkt, weil auch wenn er technisch ist, vielleicht auch kurz aufbringen, weil ich weiß auch noch, Spock, das war einer der Punkte, über den wir uns auch unterhalten haben damals. Leute, wenn sie irgendwie von Software hören, dann denken sie, dass funktioniert so, dass es dann quasi ein Update gibt, das wird bei Ihnen eingespielt und dann läuft das. Bitcoin funktioniert aber nicht so nach diesen Regeln, weil Bitcoin quasi da nach dem Pull-Prinzip funktioniert. Also wenn ich sage, ein Individuum tritt diesem System bei oder nutzt es, dann bedeutet das im besten Fall auch, dass dieses Individuum sich darüber klar ist, welche Softwareversion, also welche Version des Geldsystems sie denn benutzt. Und da ist es nicht so, dass wenn ein neues Bitcoin-Update rauskommt, das auf jedem Handy eingespielt wird oder so, sage ich mal jetzt, um es einfach zu halten, sondern die Leute entscheiden sich dafür, was für eine Version sie einspielen oder wie sie vielleicht auch Regeländerungen widersprechen, wenn sie das halt nicht nutzen, ne? Das ist zum Beispiel auch so ein Aspekt, wo es schon unterschiedlichste Forks gegeben hat, wo dann auch beispielsweise diese ganzen Shitcoins quasi abgezweigt sind von Bitcoin, weil... Erkläre Forks. Ja, Fork ist im Grunde genommen immer so eine Regeländerung, wenn sich Leute in der Vergangenheit nicht darüber einig waren, wie die Zukunft dieses Geldsystems denn funktionieren soll. Dann wurden konkurrierende Versionen erstellt und die Leute haben sich letztendlich mit dem, was sie als richtig erachten, dafür entschieden, diese oder jene Version laufen zu lassen, ne? Also dieses oder jenes Geld zu akzeptieren. Und deshalb gibt es beispielsweise auch mehrere Versionen von Bitcoin da draußen. Der bekannteste Fork ist Bitcoin Cash. Und ja, da ist es halt eben so, dass sich die Mehrheit der Leute für das, was wir heute als Bitcoin bezeichnen, entschieden haben. Und so. Das ist das Originale, richtig? Genau. Ja, genau. Das ist original. Das heißt, es gibt eine Version, das ist eben dieser Bitcoin, den kann ich nutzen. Aber lass uns mal ganz praktisch werden, für jemanden sagt, okay, interessiert mich. Ist alles irgendwie so abstrakt, aber interessiert mich. Okay. Du sagst, Dennis, für mich ist das nicht mehr abstrakt, weil ich lasse meine Arbeit in Bitcoin bezahlen. Das ist super. Und ich habe auch gehört davon, ich habe es selbst noch nicht benutzt, aber ich habe davon gehört, dass man die ein oder andere Bezahlkarte sich holen kann und damit kann man dann sogar bei Aldi einkaufen. Aber ich kann damit nicht meine GEZ-Gebühren bezahlen oder ich muss. Ja, vielleicht, gut, ihr wisst, was ich sagen möchte. Ich möchte jetzt ins Bitcoin-Geschäft mit einsteigen. Also ich würde gerne in Zukunft auch mit Bitcoin bezahlen. Was muss ich jetzt machen? Ich habe gar keine Ahnung, ich habe nur ein Smartphone. Was muss ich jetzt machen? Also im einfachsten Fall brauchst du quasi das, was als Wallet bezeichnet wird. Das ist quasi auch ein Stück Software, was letztendlich nichts anderes ist als so ein Schlüsselbund, sage ich immer gerne. Ne? Also Wallet, das klingt so nach Portemonnaie und da ist das Geld dann drin. Aber so funktioniert das mit der Blockchain nicht. Weil eigentlich hast du quasi einen Schlüssel, den privaten Schlüssel, den darfst nur du kennen. Den gibst du auch am besten an niemanden weiter, weil ansonsten hätte diese Person halt auch Zugriff auf dieses Geld. Ne? Und mit diesem Schlüssel kannst du sogenannte Adressen generieren. Das ist das, was Bock vorhin meinte. Und das ist letztendlich das, was in diesem Kassenbuch eingetragen ist.
Und so eine Wallet-Software, die checkt dann letztendlich, was für einen Schlüssel habe ich, was für Adressen gehören dazu, welches Geld gehört mir, um es mal simpel auszudrücken. Und das bekomme ich im App-Shop. Das bekomme ich im App-Shop. So eine Wallet. Genau, entweder als Software oder als Hardware gibt es das auch. Ne? Das ist quasi so die Variante, die oftmals Leuten empfohlen wird, die größere Geldbeträge anlegen wollen, sage ich mal, weil das Wichtige ist auch, dass du so ein Gerät eigentlich nicht an deinem Computer angestöpselt haben willst. Ne? Also das willst du losgelöst vom Internet haben, einfach weil du diesem ganzen Kram misstraust. Ne? Und von daher ist das eigentlich das, was du haben willst, um diesem System selbst souverän beizutreten. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, kaufen. Genau, das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, auch euch höre ich ja immer zu, sieht das eben so aus, wenn ich Bitcoin nutze, bin ich eben mehr als nur jemand, der Bitcoin benutzt. Ich bin nicht nur Teil des Systems, ich bin auch mein eigener Banker. Richtig. Das heißt, du hast deine Verantwortung für dein Geld selber. Du kannst nicht, es gibt keine Service-Nummer, die sagt, hallo Firma, ich hätte gerne den Bitcoin-CEO und die Serviceabteilung, wenn du einen Fehler gemacht hast. Das heißt, da liegt genau dieser Punkt der Selbstermächtigung, dass man auch verstehen muss, dass man jetzt für seine Lebensleistung, die in Geld abgebildet ist oder in Geld wert, selber Verantwortung trägt. Und das ist tatsächlich das ist eben ein ganz anderer Schritt, als irgendwie zu sagen, ja, wo muss ich denn jetzt, in welchen App Store muss ich denn jetzt gehen oder welches Passwort muss ich eingeben? Das ist tatsächlich etwas, was das gesamte Mindset verändert. Aber jetzt ich glaube, wir haben eine gute Zeit dafür, weil in den letzten 4 Jahren hat sich bei vielen Leuten das Mindset geändert. Ich muss das mal so sagen, wir haben ja, und viele von uns Medienschaffenden haben ja inzwischen auch ihren eigenen Server, wo die Videos und Podcasts erscheinen oder ihre Bilder erscheinen, ihre Texte erscheinen und geht nicht mehr zu den klassischen Silicon Valley Medien, weil man da nicht ganz sicher ist, ob das morgen noch erreichbar ist. Und so kann man sagen, man kann am Bitcoin nur als Banker teilnehmen. Man muss Banker schon werden, man muss für sich Banker werden. Und wenn man das jetzt hört, denke ich, ach, dann kann mich ja gar keiner mehr rausschmeißen. Nee. Ich könnte mich nur selbst rausschmeißen, indem ich nicht mehr mitmache. Aber solange ich als Banker selbst teilnehme, bin ich autark, kann man es so sagen? Das ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger und guter Punkt bei der ganzen Nummer, weil ich auch sagen würde, das ist das, wo gerade eben, weil es so konträr zu dem ist, wie viele Dinge aktuell laufen, ich bisher auch die meisten Leute habe dran wachsen sehen. Also man hat ja immer diesen Eindruck, selbst wenn man das jetzt hier hört, wo wir es versuchen, für ein breites, nicht technisches Publikum aufzubereiten, dass das nach wie vor einfach ein sehr, sehr technisches Ding ist. Und wenn ich sage, ich habe daran Leute wachsen sehen, dann ist das von bis. Ne? Also jung, alt, männlich, weiblich, Leute, die Softwareentwickler sind, aber auch Leute, die halt von Technik die sagen, ich habe 2 linke Hände. Und das ist eigentlich das Schöne daran, dass sie über Bitcoin auf dieses Thema Selbstsouveränität gestoßen werden, weil Bitcoin überlässt einem das nicht. Ne? Also es gibt da, wie Spock gesagt hat, keine Service-Nummer bei der Sparkasse, die man dann anrufen kann. Und ich würde auch sagen, Leute, die Bitcoin auf einer Börse halten, die haben halt keine Bitcoins. Ne? Die haben eine Schuldverschreibung der Börse, aber sie haben halt selber noch nicht ihre Bitcoins. Und sobald sie das dann eben machen, merken sie natürlich auch, okay, da kommt natürlich jetzt sehr viel, sage ich mal, auch Macht mit daher, weil wir eben keine Bank mehr brauchen. Also ich weiß noch selber, wie magisch ich es damals selber empfand, von einer Wallet auf die andere was zu schicken und mir darüber Gedanken zu machen, hey, das hätte jetzt, selbst wenn das gewollt wäre, niemand verbieten können. Also niemand hätte mir das untersagen können, dass ich das mache. Und auf der anderen Seite kommt damit natürlich aber auch die Verantwortung daher, ich muss mir jetzt Gedanken darüber machen, wie bin ich denn überhaupt meine eigene Bank? Ne? Also was passiert denn, wenn ich jetzt diesen Schlüssel verliere, diese 24 Wörter vergesse oder so? Ne? Also auch das sind halt Dinge, mit denen muss man sich eben auseinandersetzen. Und darüber, dass man das dann eben tut, sich damit auseinandersetzt, lernt und sowas, geht man in die Eigenermächtigung. Man merkt so, okay, wenn ich jetzt hier gewillt bin, diese Dinge auf mich zu nehmen, da diese Schritte zu machen, dann werde ich dafür belohnt. Und ich glaube, das ist etwas, wie gesagt, wo ich persönlich auch viele Leute habe wachsen sehen bei diesem Thema, wo man sonst überhaupt nicht als sexy oder cool vermutet hätte. Also diese Eigenermächtigung, die dahinter steckt, ist für mich ein ganz großer Teil auch dieses Thema,
ja, jetzt so nach draußen zu transportieren und das Leuten näher zu bringen, einfach weil ich schon mannigfaltig Beispiele gesehen habe, wie ja Leute zu sich selber gefunden haben. Das klingt immer total irgendwie overblown und blöd, aber letztendlich ist es so. Und Spock kann das vielleicht jetzt auch mittlerweile aus eigener Erfahrung bestätigen. Also ich kann eins bestätigen, nämlich, wir haben es vorhin schon kurz angerissen, Dennis, du hast auch gesagt, irgendwie, ja, zu Geld hast du eigentlich nicht so ein Verhältnis und fandst du auch eher doof und hat man abgelehnt. Das liegt natürlich immer daran, Geld findet man immer dann doof, wenn man nicht genug hat. So, und auch irgendwie struggelt und sieht, was mit Geld irgendwie, dass die Regierung davon dann lieber Panzer kauft, anstelle irgendwie die Klos in der Schule zu erneuern und so. Und das findet man alles doof und hat genügend Gründe dazu. Und man ist ja als junger Mensch meistens auch, also man kommt ja meistens als junger Mensch immer von der linken Herangehensweise und lehnt dann Banker und Geldsystem sowieso ab, aber im Prinzip ohne davon Ahnung zu haben. Das sorgt auch dafür, dass man, also zumindest war es bei mir so, dass man auch immer so so eine resignierte Grundstimmung hat und sagt, ja, das, ja, klar, Bill Gates, natürlich irgendwie kauft er die WHO, und ich, was mache ich irgendwie, ja, habe ich irgendwie am Ende des Monats noch genug zu fressen, weiß ich nicht, geht, oder muss ich doch wieder zu Aldi anstellen in Biomarkt oder was auch immer, und Bitcoin ändert das. Bitcoin ändert dieses Mindset und sagt, ich bin gar nicht mehr davon abhängig. Ich bin nur noch von mir selber abhängig und von meinen eigenen Entscheidungen. Brauche ich unbedingt ein neues iPhone für 1.300 Euro? Oder gehe ich jetzt los und kaufe mir für 20 Euro einen Akku und pack 1.280 Euro in Bitcoin? Das ist zum Beispiel eine Überlegung. Also der Witz ist, warum mache ich das? Also, oder warum sollte ich das? Naja, weil es, sobald es dem Fiat-System entzogen ist, nicht mehr, also es kann mir nicht mehr weginflationiert werden. Der Staat kann mir den Wert dieser Lebensleistung nicht mehr wegdrucken. Das ist der interessante Punkt. Und das, also das macht irgendwann was im Kopf. Das ist so wie, keine Ahnung, als ob du eine Überdosis Vitamine gefressen hast und so ein euphorisches Hoch kriegst. Also so fühlt sich das manchmal an. Spock, ich bin ja der Mann der Metaphern. Ich möchte es vielleicht mal so ausdrücken. Also wenn wir heutzutage als Medienschaffende, die wir uns selbst zu Medienschaffenden gemacht haben, entweder weil wir Profis sind oder geworden sind, dann sagen wir ja auch, jetzt muss ich mal irgendein ZDF-Aufnahmeteam anrufen, ob die meine Botschaft filmen und dann einen Sendeplatz einräumen. Wissen wir, passiert nicht, sondern uns reicht ein Telefon mit Kamerafunktion, was heute jedes hat. Und wenn ich dann noch einen kleinen eigenen Server habe, dann kann ich entscheiden, wann ich etwas mache und schicke das auf diesen Server und zum Bitcoin vielleicht selber. Vielleicht kann man sich das so vorstellen, wenn ich meine eigene Bank bin, da habe ich einen Safe, wo mein Geld geparkt ist, was ich nicht immer mit mir rumschleppe. Und das ist dieser Hardstick, also wie so ein Stick, der sieht aus wie ein USB-Stick, nennen wir ihn einfach Stick. Und da sind meine ersparten Sachen drauf und das schleppe ich nicht den ganzen Tag mit mir rum, weil wenn da andere 5 Bitcoin drauf sind, davon kann man schon essen gehen, das würde ich nicht verlieren wollen. Wenn ich es aber verlieren sollte, habe ich einen Schlüssel, der aus Wörtern besteht, die ich irgendwo natürlich getrennt davon aufbewahrt habe, sodass selbst wenn ich den Stick verlieren sollte und ich habe die Wörter, irgendwo kann ich irgendwo anders hingehen, mir einen neuen Stick kaufen und kann den mit den neuen Wörtern wieder aktivieren. Das heißt, ich kann mein Geld wiederherstellen. Mit den alten Wörtern. Mit den alten Wörtern. Wenn ich beides verlieren sollte, habe ich Pech gehabt, aber das ist, glaube ich, so, wie wenn ich das Schließfach nicht mich erinnern kann, in welcher Bank ich mein Schlüssel habe, der Schlüssel ist auch weg, dann wird es schwierig, natürlich total ein Gedächtnisverlust. Gut, und die andere Geschichte ist eben, dass ich dann eben sage, okay, kleinere Summen, die ich eben so brauche, kann ich von diesem Stick auf meine Wallet ziehen, die ist digital auf meinem Telefon und damit kann ich eben von einem Gerät zum anderen bezahlen. So habe ich es auch verstanden und wenn das mehr Leute benutzen würden, dann wäre das auch nichts Abstraktes mehr, so wie man eben auch heute sagt, sag mal, du guckst du noch ARD und alle gucken irgendwie YouTube oder YouTube-ähnliches Material, das konnte man sich zwar nicht vorstellen, aber ich weiß nicht, wann ich zuletzt, ich habe gar keinen Fernseher mehr, aber wann ich zuletzt einen angemacht habe, um mich dort zu informieren, das hat für mich mit informieren überhaupt nichts mehr zu tun. Das haben wir angenommen, nur dass das eben auch von außen angeboten wurde, da kam Silicon Valley und hat dann als Angebot gemacht, genau wie eine Bank. Und wenn man aber dann nicht nach deren Regel gespielt hat, wurde einem der Kanal gekündigt und zwar ohne große Erklärung. Was du gerade gesagt hast, vielleicht für alle, die neu dabei sind, auch wichtig.
wenn man sein Geld auf die Bank trägt, dann wird ja das, oder sein Geld dorthin, man braucht ja heute ein Konto, um Geld empfangen zu können. Keiner kriegt noch eine Lohntüte, daher der Name, wo Cash drin war. Dann ist das ja Girogeld und dieses Girogeld wissen ja viele nicht, gehört ja gar nicht dir, es gehört der Bank. Und im Kleingedruckten, was keiner liest, steht auch drin, dass wenn die Bank es verlieren sollte, weil die Bank pleite geht, dann hast du Pech gehabt. Und ich kann nur sagen, wissen auch nicht so viele Leute, die Frau Merkel hatte gesagt, die Konten oder so, damals Krise sind sicher. Und hier das Konto bis 100.000 Euro ist sicher, das stimmt nicht. Der Staat hält für jede 100.000 Euro tatsächlich nur 8 Euro vor. Das kannst du total vergessen. Das heißt, du kannst nur darauf wetten, hoffentlich machen die alles richtig. Und wenn nicht, dann geht es dir so wie damals in Griechen. Die saßen am Geldautomat und bekamen da 50 Euro pro Tag. Aus die Maus. An wen kann sich da wenden? Da ist niemand mehr erreichbar. Also dieses Weginflationieren tut uns furchtbar leid. Ihre Ersparnisse sind weg, ja, ihre Aktien wurden bereinigt. Das gibt's alles in Bitcoin nicht, weil darauf hat nicht eine Zentralgewalt, kein Staat, niemand Zugriff. Das heißt, selbst wenn das gesamte Geldsystem abgeschmiert ist und es gibt genügend Leute mit Bitcoin, die sich darauf verständigen, dass das wertstabil ist, können die weiterhin mit diesen Bitcoins Geschäfte machen, wenn sie sie tauschen und sie Leute finden, die diese Bitcoins nehmen, um dagegen eine Ware auszuhändigen. Und da würde ich jetzt gerne mal dabei, Dennis, sein. Du bekommst von deinen Auftraggebern, du bist freier Mensch, der mit Software zu tun hat, natürlich Bitcoin, weil das, die sind sehr affin. So, aber angenommen, ich mache das jetzt auch, ich kriege nicht so viele Bitcoins, ich gebe Bitcoins aber eben aus. Ja, viele sehen das ja als Spekulationsobjekt, das sollte es nicht sein, sondern ich habe irgendwann verstanden, in den Bitcoin zu gehen bedeutet darin zu bleiben. Und nicht das zu verkaufen, um dann später Euros mir davon den Lambo oder so zu kaufen. Für mich wäre es eh kein Lambo, sondern ein Motorrad. Aber zurück, angenommen, ich habe jetzt diese Bitcoins und ich würde sie gerne einsetzen. Wie mache ich das ganz praktisch, wenn es da draußen, sage ich mal, schon 50 Läden gäbe, wo ich sagen kann, den täglichen Bedarf kann ich damit decken? Wie mache ich das konkret? Wie geht das? Ja, also vielleicht um nochmal so ein Stück von diesem Traumszenario, wo das schon überall unterstützt wird und die Händler das auch gerne haben wollen, weil sie es verstanden haben, um da nochmal so ein Stück weit abzurücken. Das, was praktisch heutzutage schon geht und was viele machen, ist quasi sich über Gutscheinkarten dort zu behelfen, wo Bitcoin quasi noch nicht als Zahlungsmittel akzeptiert wird. Da gibt es Services wie zum Beispiel Bitrefill, bei denen du für Bitcoin Gutscheinkarten für ein Rewe oder was weiß ich nicht was. Also da ist das Angebot wirklich riesengroß für ein Ikea und so kaufen kannst und dann quasi mit den eingetauschten Bitcoins einen Euro-Spaß-Coupon erworben hast und mit dem dann einkaufen gehen kannst. So, okay. Und das funktioniert auch heute schon. Beispielsweise, ich kann ja leider meine Steuern auch nicht mit Bitcoin bezahlen. Mit unserem Projekt 21, da geht das, weil da sitzen wir in Schweiz im Kanton Zug und die haben schon verstanden, dass Bitcoin besseres Geld ist und da lassen die uns auch unsere Steuern mit Bitcoin zahlen. Hier in Deutschland geht das leider noch nicht und insofern bin ich dann teilweise eben auch darauf angewiesen, welches von diesem Geld, was ich eingenommen habe, was ich für Steuern, Krankenversicherung etc. benutzen muss, wieder über eine Börse zurückzutauschen. Aber das ist halt so, ne? Das würde ich jetzt sagen, ist in so einer Übergangsphase. Jetzt machen wir mal dieses Traumszenario auf, von dem du gesprochen hast, wo wir durchaus, würde ich sagen, auch in, keine Ahnung, 10 Jahren vielleicht sein könnten, dass man in Bars, Kiosken, wo auch immer mit Bitcoin zahlen kann. Da gehe ich dann halt mit meinem Handy hin. Der Kioskbetreiber meinetwegen sagt, hier, Dennis, der hat 2 Flaschen Wasser und was weiß ich nicht was gekauft, tippt da 10 Euro beispielsweise noch meinetwegen auch als Äquivalent in sein Zahlungsterminal rein. Das wird umgerechnet in Bitcoin. Ich lege meine Bezahlkarte da drauf. Das ist auch was tatsächlich heute schon gehen würde. Abseits, also das Problem ist einfach nur, die Kioskbetreiber und Barbetreiber unterstützen es halt noch nicht, ne? Weil. Aber die Systeme existieren. Die Systeme existieren. Genau. Also auf technischer Ebene funktioniert das alles. Wir haben das auf mehreren Konferenzen genauso schon durchgespielt. Und grundsätzlich geht es jetzt eigentlich vielmehr darum, dieses Thema ins Bewusstsein der Leute zu bringen. Und da würde ich gerne auch noch ein anderes Thema aufgreifen, was du eben auch schon kurz angebracht hast. Also wir hören ja momentan seit 3 Jahren total viel von Inflation. Und vorher war das immer nie so Thema, beziehungsweise da war das auch immer so Verschwörungstheorie, der Teufel wird an die Wand gemalt und so. Und mittlerweile erleben die Leute das in ihrem Alltag. Und ich glaube, so doof das auch ist und so schwer wir hier oder andere Leute irgendwo vielleicht auch in auf anderen Kontinenten noch wesentlich heftiger davon betroffen sind, umso mehr birgt es halt eben auch die Chance dafür, Leute für dieses Thema zu sensibilisieren. Und wir merken das selber beispielsweise bei 21 auch, wie viele Leute jetzt
darüber anfangen, weil sie am eigenen Leib merken, dass diese Geldentwertung existiert, sich mit diesem Thema Geld auseinandersetzen und zwangsläufig dann eben bei Bitcoin als Alternative landen. Weil nach dem Motto, ich habe zwar noch 10.000 Euro auf meinem Konto und ich habe auch immer gespart, aber leider haben die Preise so angezogen, dass es nur 5.000 Euro sind. Das würde mir bei Bitcoin nicht passieren. Jeder Tag, den man die Euros länger hält, verlieren sie an Wert. Das ist tatsächlich so. Also zum Beispiel meine Eltern, die sind direkt vor Corona war das in Rente gegangen und die waren auch ihr Leben lang selbstständig. Die haben sich immer ihr Geld größtenteils neben dem, also alles was, die haben quasi den Pflichtbeitrag bezahlt, aber alles was darüber hinausging, haben sie halt beiseite gelegt, weil sie selber wussten, die müssen selber vorsorgen. Und die haben in den letzten 4 Jahren brutal vor Augen geführt bekommen, dass das Geld einfach, was sie geplant haben zu allokieren, dass das dramatisch an Wert verlieren kann. Und das muss man ja auch sagen, wir haben das hier schon spürbar mitbekommen, aber wie geht's beispielsweise den Leuten in der Türkei oder, ich meine, keine Ahnung, noch weiter weg Argentinien und so. Also da kannst du es dir halt nicht leisten, davon auszugehen, dass das Geld, was du heute hast, auch in einem Jahr noch so viel wert ist, weil auch den Punkt verstehen viele Leute nicht. Geld ist ja nicht irgendwie der Schein oder den du in der Hand hast oder die Zahl, die du auf dem Konto hast, weil am Ende geht es ja immer um Kaufkraft. Ne? Und wenn die EZB halt auf die Idee kommt, wir fahren jetzt hier nochmal irgendwie ein Pandemie-Rettungsprogramm oder so und weitet die Geldmenge halt eben rapide aus, dann ist das was, was in spätestens 2 Jahren in der breiten Bevölkerung angekommen ist und spürbar ist, ne? Und sich dann halt genauso niederschlägt, wie wir es jetzt gerade gesehen haben. Ich glaube, viele Leute denken ja immer noch, dass die Sachen im Supermarkt teurer werden. Und das ist eben nur eine Seite der Betrachtungsweise. In der Wirklichkeit ist es eben so, dass das Geld weniger wert wird und man deswegen mehr braucht, um dieselbe Gegenleistung zu bekommen wie letztes Jahr. Das ist tatsächlich auch ein guter Punkt. Man könnte jetzt ja sagen, okay, Bitcoin steigt ständig im Preis. Ich gucke da mittlerweile nach 4 Jahren All-In in diesem System ganz anders drauf. Es ist nämlich halt so, dass der Euro ständig an Wert verliert. Genau. Aber ich glaube, man kann es jetzt für jeden, der die letzten 1,5 Jahre erlebt hat, dahin, glaube ich, festmachen und sagen, guck doch einfach mal, was ein Liter Benzin inzwischen an der Tankstelle kostet. So, der ist doch nie mehr unter 1 Euro. So, das heißt, wenn du sagst, ja, ich brauche so viel Geld jeden Monat, um meine Strecke zu fahren. Nee, das brauchst du jetzt das Doppelte, um die Strecke zu fahren. Und wenn du das da ausgegeben hast, dann fehlt das Geld ja an anderer Stelle. Zum Beispiel bei deinem Urlaub und so weiter. Und das würde dir im Bitcoin so nicht passieren. Vielleicht findet da ja ein Umdenken statt, so wie Leute gesagt haben, okay, es gibt eine Alternative zu Microsoft und es gibt vielleicht noch eine Alternative zu Automarke A, B oder C oder Bioladen A, B oder C, weiche ich aus. Aber wann wird denn eurer Meinung nach dieser, wie nennt man das, der Groschen fallen? Das ist ein schönes Beispiel, dass Leute sagen, ich will jetzt raus aus der Nummer. Was muss passieren, dass Leute sagen, gibt es nicht eine andere Alternative, die nicht von einem Staat ausgegeben wird mit seiner ganzen Planwirtschaft, sondern die schon existiert? Was muss noch passieren, bis Leute sagen, okay, ist zwar abstrakt, ich soll mein eigener Banker werden, kenne ich mich ja gar nicht aus, bin ja keine Banklehre gemacht, ich muss mich damit beschäftigen. Weil im Moment ist es ja so, obwohl das alles so ist, hätte der Run auf dem Bitcoin ja schon stärker sein müssen, der ist ein bisschen da, aber ist ja weit von dem entfernt, wie man das erleben konnte, Leute gesagt haben, Strom wird mir zu teuer, ich guck mal, was es an Solarzellen gibt und baue mir das auf mein Dach. Das ist ja, hat ja stärker statt. Stimmt. Was muss denn passieren, dass die Leute sagen, ich glaube, ich muss mich beschäftigen? Was muss da passieren? Also in der Bitcoin-Welt gibt es quasi diesen Begriff Hyper-Bitcoinization. Und das ist für viele quasi so dieser Wendepunkt, wo wir von einer Fiat-basierten Welt in das gelobte Bitcoin-Land übergehen. So, und das stellt sich natürlich oftmals so dar, als wenn es quasi so diesen Stichtag gibt. Aber im Grunde genommen funktioniert es anders. Also ich habe mal gesagt, Hyper-Bitcoinisierung ist das, was jeder mit sich selber ausmacht. Und von daher würde ich sagen, das passiert seit 15 Jahren jeden Tag und es wird auch weiterhin jeden Tag passieren. Es passiert nicht auf genereller gesellschaftlicher Ebene, sondern jeweils auf individueller Ebene. Und ich bin mir sicher, auch durch diesen Podcast wird wieder der ein oder andere entweder zum ersten Mal mit dem Thema in Berührung kommen, im besten Fall vielleicht auch anfangen, sich mal dann darüber näher zu informieren. Oder er wird hier zum 5. Mal davon hören und sagen, boah, also das gibt's jetzt seit 15 Jahren, das ist immer noch nicht tot. Jetzt gucke ich da aber mal näher rein. Und insofern, glaube ich, ist jeder Beitrag, der auf so einer finanziellen Bildungsebene geleistet wird, sehr, sehr wichtig. Und
ja, trägt letztendlich auch Früchte. Also das ist auch das, was wir hören, wenn wir in anderen Shows zu Gast sind. Also ich krieg auch immer wieder zu hören, so, ey, Dennis, ich habe dich mal da und da gehört. Das war für mich quasi so der Einstieg. Und das freut mich auch persönlich, weil das einfach, ja, letztendlich mir auch ein Anliegen ist, den Leuten klarzumachen, was für einen wichtigen Impact das Thema Geld letztendlich nicht nur auf uns persönlich, sondern auch gesamtgesellschaftlich hat. Und von daher ist jeder, der danach ein Buch in die Hand nimmt oder ein YouTube-Video darüber guckt und nicht Anne Will einschaltet oder so, das ist ein Gewinn. Dennis, mein Ziel ist es, ab jetzt für das Thema Bitcoin auf breiter Front Werbung zu machen. Ich glaube, man kann es auch dahingehend vergleichen. Man hat ja auch, als das losging mit den ersten alternativen Medien, gesagt, das ist was Vorübergehendes. Und heute kann man sagen, wer setzt sich denn hin mit der Funkuhr, wie meine Mutter, und so einem Gelbstift und sagt, um 20.15 Uhr kommt X und das darf ich nicht verpassen? Wer informiert sich denn von der modernen Generation irgendwie, indem er nach Hause fährt und ein Endgerät einschaltet? Wir haben ständig unser Smartphone am Start und wir suchen uns die Informationen selber auf den Kanälen, von denen wir gar nicht unbedingt wissen, wem die gehören. Ja, das vielleicht kann ein Nachteil sein, sondern wir suchen uns die Informationen zusammen und stoßen dann international auf Informationen, die es bei unserem Haussender, der uns die letzten 20 Jahre lang das Gehirn gefischt hat, überhaupt gar nicht gibt. Und wir haben nicht das Gefühl, dass da ein Mangel ist. Von daher vielleicht auch damit vergleichen, das ist so wie das Nutzen von alternativen Medien, das ist heute Standardprogramm und Smartphone hat eigentlich jeder, geh an irgendeine U-Bahn-Station und guck dir an, wer dort sitzt, egal welchen Alters, alle schauen in dem Moment auf ihr Smartphone, kannst du sagen, nur die 25-Jährigen und die Oma mit 65 hat das nicht, das ist nicht der Fall, die guckt das auch, ich war neulich in Moskau, auch die 70-Jährigen hatten das iPad, eine super Verbindung und sind im Netz gesurft und wenn sie dann eine Serie geguckt haben, aber sie warten eben nicht, dass das Programm ausgestrahlt wird zu einer besessenen Zeit, und sagen, schade, ich habe es verpasst. Die andere Sache, die ich auch sehr wichtig finde, ist, weil wir im Moment ja auch eine Kündigungswelle haben, und zwar bei allen, die in irgendeiner Weise Kritik üben. Wir sehen ja, dass wir totalitäre Tendenzen oder autoritäre Tendenzen auf diesem Planeten haben. Und wenn Ernst Wolf sagt, es ist Zeit für ein demokratisches Geldsystem, kann man zusammenfassend sagen, solange wir kein demokratisches Geldsystem haben, ist die Demokratie, wie sie eigentlich sein sollte, ziemlich gefährdet. Weil man kann ja jedem, der widerspricht, das Licht ausknipsen und bis er gegängelt wird und dann einfach das macht, was von ihm verlangt wird. Von daher ist ja auch, ich glaube, ich weiß nicht, von wem das Zitat stammt, aber es ist natürlich ein gewandeltes Chomsky-Zitat, ist der Bitcoin natürlich eine finanzielle Selbstverteidigung. Deswegen auch ganz wichtig für Leute, die keinen Bock mehr darauf haben, dass man sie gängelt, ja, oder dass man Kanäle, die sie gerne gesehen haben, muss gar kein eigener sein, dass die plötzlich nicht mehr gibt, wo sie sich immer schlau gemacht haben, sie müssen jetzt immer Harald Lesch gucken und so weiter. Wenn die da keinen Bock darauf haben, können sie eben auch sagen, ich habe keine Lust mehr auf diese Bevormundung, geht mir richtig auf den Sender, das ist, fühlt sich ein bisschen an wie Politbüro und deswegen möchte ich da nicht mehr, weil ich war vielleicht gar nicht so kritisch, aber ich habe keine Lust mehr darauf, dass Leute die Leute kaputt machen, von denen ich Fan bin und die das tun, da bin ich auch kein Fan, aber die haben einfach die Möglichkeit, ich möchte denen die Macht entziehen. Vielleicht nochmal ganz ganz praktisch, also angenommen, jemand hört das jetzt und es ist das Ziel eigentlich, Leute, die sich bisher nicht beschäftigen, sagen, okay, klingt interessant, hat auch ein bisschen dieses Robin Hood Ding da, ey, den möchte ich es mal zeigen. Wenn ich jetzt mich entscheide, okay, ich möchte Teile meines Geldes, was ich habe, auf meinem Konto in Bitcoin anlegen, weil mein Arbeitgeber wird mich erstmal nicht mit Bitcoin bezahlen und dann möchte ich anfangen zu gucken, was ich mit diesen Bitcoin schon kaufen und bezahlen kann, weil ich glaube, ein großer Teil besteht auch darin, du wirst es bestätigen, dass man damit im Alltag zu tun hat, dann macht das auch Spaß und wird praktisch. Wie fange ich an? Also ich sage, okay, ich habe auf meinem Konto ich habe da jetzt 1.000 Euro, die brauche ich im Moment nicht, weil ich kann mir auch kein Auto mehr leisten, ich muss es nicht in Benzin anlegen und das würde ich jetzt gerne in Bitcoin anlegen. 1.000 Euro reichen ja nicht für einen Bitcoin, ist ja ein bisschen teurer geworden. Was kannst du mal so einen Anfängerkurs, was muss ich jetzt machen, um diese 1.000 Euro in eine Unterform des Bitcoin anzulegen? Was muss ich da ganz konkret machen? Was brauche ich dafür? Ja, also erstmal kann ich auch erfahrungsgemäß sagen, dass dieses Wissen, dass es so eine Unterform gibt und man nicht irgendwie 65.000 Euro oder so in die Hand nehmen muss, um einen Bitcoin zu erwerben, um dann an diesem System teilnehmen zu können, das ist schon mal der erste wichtige Punkt. Also das wissen viele auch nicht, dass ein Bitcoin quasi auch in sogenannte Satoshis, nach dem Erfinder benannt, unterteilbar ist. Und das ist quasi so das Cent-Äquivalent zum Euro oder zum Bitcoin dann. Genau, und jetzt gehen viele Leute hin und sagen, gut, dann will ich an diesem System teilnehmen und kaufe mir das auf einer Börse. Und da würde ich sagen, sollte man sich im ersten Moment schon erstmal gut Gedanken drüber machen, ob das der Weg ist, wie man da einsteigen will, weil die Börsen funktionieren so, da
macht man sich richtig nackig, da gibt man den Personalausweis oder Führerschein oder so ab, ne, winkt mit der Karte in die Kamera, und die wollen von einem alle möglichen Daten haben. Und damit ist dann natürlich auch klar, dass das, was Spock vorhin als pseudonymes System bezeichnet hat, da werden diese Adressen dann, die man seitens der Börse bekommt, halt eben an den Klarnamen, an die Identität gekoppelt. Und vielleicht ist das auch nicht das, was man will, wenn man eben selbstsouverän in so einem System unterwegs sein will, weil wer weiß, was da noch alles kommt in Sachen, ja, keine Ahnung. Also die EU plant da ja vieles, das muss ich deinen Hörern nicht erzählen. Und insofern würde ich sagen, ist vielleicht tatsächlich ein ganz guter Weg, sich Gedanken zu machen, wie man denn alternativ an Bitcoins kommen könnte. Also entweder arbeitet man eben dafür, vielleicht kennt man jemanden, von dem man sich in Bitcoin bezahlen lassen kann. Auch das ist sicherlich zugegebenermaßen noch schwierig, aber vielleicht, also wir haben so viele kreative Ansätze gesehen. Zum Beispiel Leute verkaufen Dinge auf den Kleinanzeigen und schreiben rein, ich will in Bitcoin bezahlt werden. Oder halt alles Mögliche, ne? Also ich würde sagen, der beste Einstieg in dieses System ist nicht Bitcoin kaufen, weil das ist das, was wir so aus unserer privilegierten Sicht vielleicht noch machen können, wo wir Bitcoin analog zu Aktien sehen und das kauft man halt und dann hat man das auf der Börse liegen oder so, sondern der beste Einstieg wäre tatsächlich, sich die Frage zu stellen, was kann ich denn an meiner Lebensenergie oder Arbeitskraft anbieten und damit Bitcoin zu verdienen? Und das kann Spock wahrscheinlich auch schon berichten. Es fühlt sich einfach verdammt gut an, für die eigene Arbeit in gutem Geld bezahlt zu werden. Und dieses gute Geld muss man halt nicht kaufen. Also das wäre meine Empfehlung an jeden, sich, bevor man auf einer zentralen Börse sich Bitcoin anschafft, vielleicht tatsächlich mal zu überlegen, was könnte ich denn tun oder mit wem könnte ich auch in Kontakt treten, um Bitcoin halt auf einem anderen Weg zu bekommen. Und wenn man sie dann kaufen will, das kann ich ja auch noch erzählen, seitens 21 haben wir mittlerweile in über 150 deutschsprachigen Städten sogenannte Meetups als Anlaufstelle. Also das findet, ja, wie gesagt, in sehr, sehr vielen Städten mittlerweile monatlich statt. Und da trifft man halt eben viele Leute, die in diesem Thema schon länger drin sind, einem Tipps dafür geben können und ja, vielleicht auch die ersten Satoshis dann gegen Bares verkaufen können. Gegen Bares. Im Idealfall schon. Spock, du bist gemutet. Ich bin gemutet. So, ich würde an der Stelle auf die Frage nochmal anders antworten, nämlich tatsächlich nochmal im Sinne von Mindset. Dennis hat es kurz angerissen. Ich glaube, der Witz ist eben auch tatsächlich, wenn man sich die Frage stellt nach dem demokratischen Geldsystem, die hast du ja eben gestellt, Kayvan, kann man daran schon teilnehmen. Der Witz ist, sich wirklich immer wieder ganz klar zu machen, anders auch als diese Frage von Ernst Wolf formuliert war, es wird Zeit für ein demokratisches Geldsystem, ja. Aber das hört sich immer noch so an wie, ja, jetzt, dann gibt es uns doch bitte. Der Witz ist, mit Bitcoin schon da. Sind wir das demokratische Geldsystem und wir müssen uns nur dafür entscheiden, es endlich zu tun und nicht mehr darauf zu warten, dass es uns jemand gibt. Und insofern passt das ja gut zusammen. Demokratie ist ja, das ist ja eine Hohlschuld. Also, und Selbstermächtigung, das ist alles eine Hohlschuld. Information ist eine Hohlschuld. Und eben nicht, dass ich mich hinstelle und vom ZDF verlange irgendwie, dass sie mir die richtigen Informationen geben. Tun sie nicht. Aber wie Daniele Ganser es formulierte, irgendwie seien sie doch nicht enttäuscht. Stellen sie einfach ab. So. Ja. Und wenn ich heute Nacht irgendwie, wir haben heute den 14. April, heute Nacht sind vom Iran ein paar Raketen Richtung Israel geflogen, als ich das mitbekommen habe. Ich habe es nur mitbekommen, weil der Bitcoin-Kurs runtergegangen ist. Und ich dachte, oh, das ist aber heftig, was ist denn los in der Welt? Da habe ich geguckt und dann mache ich doch aber nicht mehr die Tagesschau-Seite an. Da mache ich gleichzeitig CNN und Russia Today auf. Das ist eine Änderung. Das heißt, ich will teilnehmen an diesem demokratischen Geldsystem. Ja, nee, ich will nicht, dass mir das jemand gibt und ich daran teilnehme, sondern ich bin das selber. Das ist der Witz. Und insofern muss man tatsächlich auch drastischer denken. Dennis hat es eben kurz einmal angerissen. Eventuell muss man mal überlegen, wenn man gerne daran teilnehmen will, vielleicht muss man einfach sein Leben ändern. Vielleicht muss man überlegen, kann ich nicht irgendwo arbeiten, wo ich in Bitcoin bezahlt werde? Muss ich diesen Job, den ich jetzt mache,
weitermachen oder kann ich auch anfangen, mein Leben zu verbessern? Und das ist das, was eben die Bitcoiner auch oft sagen. Bitcoin hat mein Leben gefixt. Diesen Spruch habe ich das erste Mal von Dennis gehört. Wenn man anfängt, in Selbstermächtigung zu denken, dann sieht die Welt anders aus. Und man ist nicht mehr in diesem Empörungsmodus und sagt, ja, Frau Merkel und Herr Lauterbach, und das interessiert mich alles nicht mehr. Ihr wisst ja beide, dass ich immer sage, mein Spruch, den ich irgendwie, oder meine Erkenntnis, die ich in der Pandemie gewonnen habe, war, das betrifft mich nicht. Das ist eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, tatsächlich. Ich würde diesen Punkt tatsächlich unbedingt gerne stressen wollen. Zum einen, weil ich es an mir selbst gespürt habe. Zum anderen, wie gesagt, ich habe so viele Leute an diesem Thema wachsen sehen. Also auch dieses, du hast es eben gerade auch schon gesagt, gebt uns doch ein demokratischeres Geldsystem. Auch das ist wieder eine Forderung, die man in den Raum stellen kann. Und Bitcoin funktioniert halt anders. Es ist Eigenermächtigung und plötzlich siehst du, ich muss das nicht mehr fordern. Ich kann es selbst bewerkstelligen. Ich kann ein Teil dessen werden, was ich sehen will. Und ich glaube, das ist auch für viele wirklich dieser Punkt, wo man merkt, wenn man das selber verstanden hat, dass es auch einen größeren gesellschaftlichen Wandel bewirken kann, insofern, als dass Bitcoin für mich beispielsweise nichts ist, wo man gegen etwas kämpft, sondern plötzlich hat man mal wieder was, wo man quasi neu aufbaut. Also genau. Bitcoin wird ja oftmals so auch quasi als der Gegenspieler zum Fiat-System gesehen. Für mich ist das aber nicht so, dass wir mit Raketen dastehen und das Fiat-System bombardieren, sondern wir sind quasi das Rettungsboot, was friedlich parallel daneben herfährt. Und jeder, der genug davon hat, dass wir uns gegenseitig bekriegen und andere doof finden, der kann halt in dieses Rettungsboot einsteigen und Teil dieser neuen Welt werden, ohne dass er jemand anders zwingt, mitzukommen oder sonst was macht. Ne? Also es funktioniert wirklich auf freiwilliger Basis und ohne Forderungen. Man kann selber einfach sich ermächtigen und loslegen. Und man muss niemanden um Erlaubnis bitten. Okay, Dennis, aber ich möchte jetzt hier mal ganz praktisch werden. Ich meine, wir sind alle, was Selbstermächtigung angeht, keine Anfänger, sondern eher im Bereich Pionier anzusiedeln. Aber ich muss ja jetzt gar nicht bei mir anfangen. Ich stelle eine Dienstleistung zur Verfügung, nämlich Informationsbeschaffung. Stelle ich her mit Leuten, die Kameras halten und Mikrofone aufbauen und schneiden. Und die würde ich gerne auch in Bitcoin bezahlen, aber ich werde ja durch Mikrospenden finanziert. Und wenn diese Mikrospenden in Fiat Money kommen, dann muss ich sie erstmal tauschen. Oder ich gebe eben die Möglichkeit, ihr könnt mich auch in Bitcoins bezahlen. Wenn die Menschen das aber immer noch nicht nutzen, dann kann ich Bitcoins, die ich selbst nicht einnehme, auch nicht weitergeben. Aber ich will jetzt von mir aus gar nicht ausgeben. Ich würde vielleicht noch einen Weg finden. Aber die Frau, die bei Aldi an der Kasse arbeitet, die sagt, sie hat keinen Bock mehr drauf. Die wird auch morgen noch bei Aldi an der Kasse arbeiten, weil mit ihren drei Kindern hat sie nicht so viele Möglichkeiten zu sagen, ach, ich mache jetzt mal was ganz anderes, weil sie kann nur das und sie muss die Summe auf den Tisch legen, weil ihre Miete kostet das und die kann nicht zu ihrem Vermieter sagen, zu ab morgen Bitcoin, weil der nimmt das jetzt gar nicht. Was kann denn so eine Frau machen, die jeden Monat 500 Euro zur Seite legt? Wenn sie das kann und sagen, okay, ich möchte langsam und soft in das Thema einsteigen, weil ich kann das nicht so radikal machen, weil ich habe einfach Kinder im schulpflichtigen Alter. Das muss man ja auch berücksichtigen. Ja. Weil wer stellt schon Leute da wie wir, die einfach der sehr viel freier agieren können? Ich weiß nicht, Dennis, ob du ein Kind hast oder mehrere, bei Spock weiß ich es. Und ich habe auch, ich kann nicht sagen, ach, wir machen morgen alles ganz anders, weil da sagt die Schule, ist ja schön, aber ich kriege das Schulgeld trotzdem in Euro von ihnen. Also wie kann man dem Otto-Normalbürger, der an der Kasse sitzt oder bei Mercedes-Benz Verträge für Mercedes verkaufen muss, wie kann man zu dem sagen, hör zu, hier kannst du privat schon mal einsteigen? Ich würde sagen, an der Stelle sind wir ja noch nicht mal, also nehmen wir mal wirklich die Kassiererin bei Aldi an der Kasse, die vielleicht irgendwie 20 Euro im Monat, wenn es gut läuft, über hat. So, auch die möchte irgendwie sparen, für die Zukunft vorsorgen oder zumindest was für schlechte Zeiten weglegen. Und die könnte beispielsweise praktisch so etwas nutzen wie einen Sparplan, ne? Automatisiert ist vielleicht auch auf dieses ganze Privatsphäre-Thema nicht das Optimum, was man da haben will. Nichtsdestotrotz gibt es mittlerweile sehr, sehr einfache Möglichkeiten, wie zum Beispiel bei Pocket Bitcoin oder so. Den schickt man auf deren Bankkonto Bitcoin, gibt einen Verwendungszweck an, der das Ganze auf die eigene Bitcoin-Adresse matcht. Und dann bekommt man von denen in dem Moment, wo man denen das Geld geschickt hat, das Geld auf seine eigene Bitcoin-Wallet überwiesen. Dann hätte. Aber man kauft das mit Euro. Also sie hat ja 50 Euro übrig im Monat. Die muss sie ja tauschen. Genau.
Man schickt den Euro und bekommt Bitcoin. Also die. Genau, das ist entweder ein Dauerauftrag. Jeden Mittwoch geht der weg und feuert 20 Euro weg. Ja. Das kann man machen. Da gibt's dann noch ein paar andere Sachen zu auf Dauer zu überlegen irgendwie, aber dir fällt das gerade ein. Also heute zum Beispiel, es ist ja Sonntag gerade, ne? Die Banken haben zu. Also ich kann jetzt nicht, aber tatsächlich eben, also im Zuge unseres Gesprächs vorhin habe ich gedacht, ach so, guckst mal, ich probiere jetzt mal was aus. Ich habe vorhin eine Sofortüberweisung gemacht an Pocket. Mhm. Die geht auch Sonntag. Ich habe 2 Minuten später tatsächlich die Meldung bekommen, dass das jetzt in Bitcoin getauscht ist. Und dann wird das bis heute Abend 22 Uhr wird es quasi mir gut geschrieben. Das heißt, in dem Moment, wo ich entscheide, so jetzt habe ich 50 Euro über oder 20 oder 10, kann ich es tauschen. Wobei es dann noch sinnvoll ist, wenn es nur 10 sind, die vielleicht dann doch nochmal irgendwie 1, 2, 3 Monate irgendwie zu sammeln auf dieser Tauschbörse und dann daraus nur eine Transaktion zu machen, anstelle hinterher viele kleinere, aber das ist dann schon fortgeschrittenere. Trotzdem ist es immer besser, einfach alles, was du übrig hast, und wenn es nur 10 Euro sind, also das hilft schon, weil das sind dann trotzdem am Ende des Jahres 100 Euro und dann guckt die Kassiererin da rein, unsere Aldi-Kassiererin, und sieht am Ende des Jahres sind es aber 200 Euro. Mhm. Da freut sie sich auch schon. Und kommt sie, es ist für sie etwas, wo sie sagt, okay, sie steigt um auf eine eigene Währung. Wir können ja, das wäre sehr schön, einfach auch vielleicht die nützlichsten Links, wo die Dinge, die Profis als mit ihrer Erfahrung sagen, damit würde ich einsteigen, das ist fortgeschritten, aber da ist eben kein Müll dabei, weil ich bin sicher, es gibt auch Sachen, wo das, oh Gott, das hätte man lieber lassen sollen, da sind ja auch Fehler gemacht worden, das ist ja vollkommen klar, aber damit kann man mal anfangen. Ja. Aber ich möchte auch auf eine andere Ebene kommen, wenn man es so macht, dann ist das Geld, es gibt ja nichts, was transparenter ist als diese Blockchain, dieses Kassenbuch, weil jeder, der dran teilnimmt, kann reingucken. Also zu behaupten, dass gerade Waffenkäufer und Heroinhändler, dass die ausgerechnet dieses System, wo praktisch für jeden eine Fotokopie im Netz ist, das ist, glaube ich, da muss man ziemlich blöd sein, um darauf reinzufallen. Das heißt, hallo, Licht an und so, natürlich nicht, aber es gibt auch, man muss eins dazu sagen, was du gerade gesagt hast, eine Transaktion in dem Safe des Bitcoins, wo alle drin sind, ist eine langwierige Aktion. Es kann schon eine Weile dauern, bis das alle registriert haben, um zu gucken, ist das auch alles korrekt? Stimmt das am Ende? Müssen alle ihr Go geben? Und es ist eine teure Aktion. Ich glaube, jede Transaktion kostet, glaube ich, 2 Euro. Wenn man also 20 Cent überweisen wollte, wäre es ziemlich teuer. Geht nicht. Deswegen gibt es eine zweite Phase, die nennt sich Layer-Phase. Das mal erklären. Weil wenn man Geld rausnimmt aus diesem Zentrallager, ist es so ähnlich. Man nimmt aus dem Girokonto, nimmt man Bargeld raus und fängt ab dann im Bargeldbereich das Bargeld zu nutzen. Und solange, das ist anonym. Man ist es nicht anonym, dass jemand 500 Euro aus dem Konzept, aus dem Rechner geholt hat, aus der Wand geholt hat. Aber was er in den nächsten Monaten mit diesen 500 Euro gemacht hat, ob er sich einen Reifen gekauft hat, eine Zigaretten oder so, das ist nicht ersichtlich, weil es bar bleibt. Von daher ist das, und es ist schneller, es ist billiger und ist vor allem das, was wir hier eigentlich wollen. Ich möchte nicht, dass der Staat ständig weiß, was ich mit meinem Geld mache, weil da kann er Bewegungsprofile herstellen und kann sich eine Menge Dinge ausrechnen, tatsächlich, mit wem ich so Kontakt habe, für was ich mich so interessiere. Das möchte ich alles nicht. Lasst uns mal darüber reden, wie man, wenn man ein bisschen länger sich damit beschäftigt, sagen kann, im Alltag benutzt man ein System, was anonymer ist, praktischer ist, billiger ist und schneller ist, dieses Layer-System. Erklärt das mal jemand, der so noch gar keine Ahnung davon hat. Gut, okay, also Bitcoin, wie wir bisher darüber gesprochen haben, ist der ganze On-Chain-Teil. Und das bezieht sich darauf, dass es halt auf der Blockchain stattfindet. Und im großen Kassenbuch drin ist. Genau, richtig. Und das bedeutet eben, wie du richtigerweise auch gesagt hast, das können quasi alle einsehen. Und wenn man sich für Geldwäsche interessiert, dann macht man das nicht mit Bitcoin, sondern dann macht man in den USA eine Bank auf und benutzt den US-Dollar dafür. So, aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Man möchte jetzt in Bitcoin nicht abhängig sein von dieser auch 10-Minuten-Begrenzung, die ich vorhin ja auch angesprochen habe. Und mal sind es 5 Minuten, mal sind es 20 Minuten. Und wenn es dann vielleicht doch auch mal eine halbe Stunde dauert, bis der nächste Block gefunden ist, weil das lässt sich eben nicht vorhersagen, ist es doof, wenn man gerade beim Aldi an der Kasse steht oder die Pizza bezahlen will und sagen muss, irgendwie warte noch mal eine halbe Stunde, dann ist das Geld hoffentlich da. Deshalb gibt es auf der Blockchain aufbauend weitere Ebenen, dieses Layer-System, was du gerade nanntest. Und da ist die populärste Variante davon das sogenannte Lightning-Netzwerk. Und das funktioniert so, dass man quasi
mit seinen Bitcoins, ich mache es jetzt mal auch wieder einfach, quasi davon abzweigt in einen sogenannten Zahlungskanal. Und den kennen dann wirklich auch nur noch die Kanalpartner. Also da können Spock und ich so einen Kanal haben. Und da das Ganze als Netzwerk funktioniert, wäre es auch möglich, dass ich keinen direkten Kanal zu dir brauche, sondern du hast vielleicht einen Kanal mit Spock und dann kann ich dir über Spock Geld schicken. Und das funktioniert losgelöst von der Blockchain. Also da gibt es dann auch keinen Eintrag über diese Transaktion drüber. Und das Ganze funktioniert halt auch günstiger, einfach weil ja man da nicht von den Minern mehr abhängig ist. Und du könntest Sekunden schneller. Du könntest mir, oder ihr könnt eben auch sagen dazu, du bezahlst dich besser und gibst mir dann eine Privatadresse an, wo ich das dann rüberschicken kann. Können wir es auch so machen? Genau, richtig. Also das funktioniert dann auch nicht mehr wie die normale Wallet-Adresse, die du mir für so eine On-Chain-Transaktion geben würdest, sondern da generierst du mir quasi eine Rechnung, schickst mir die, meine Wallet weiß die zu interpretieren und schickt dir dann das Geld dafür. Und eine Rechnung generieren ist dann praktischerweise eben auch einfach wieder nur eine Zahlenkette oder aber praktischerweise, wenn man wirklich im Laden irgendwie was kauft oder irgendwie auf einer Konferenz oder sonst wo, dann ist es einfach ein QR-Code, der von einem Reader gescannt wird und von einem anderen gelesen, von einem generiert und vom anderen gelesen wird und dann 3 Sekunden später ist die Zahlung. Du musst dann letztlich nur noch Ja drücken und dann ist die Zahlung auch schon 3 Sekunden später durch und tatsächlich auch bestätigt und beide sehen das auch. Also so schnell geht das. Das ist wirklich krass. Jetzt mal, ich mache ein Foto von diesem QR-Code und schicke den über Signal. Wenn jemand den auf Signal mitliest, dann wüsste ja schon, wer von A nach B was schickt, oder? Kann das jemand auslesen? So könnte man es machen. Mittlerweile gibt es aber beispielsweise auch etwas, das sieht so aus wie eine E-Mail-Adresse, nennt sich in dem Fall dann Lightning-Adresse. Und da könnte ich dann auch, ohne dass du mir eine Rechnung schickst, beispielsweise an deine Lightning-Adresse Geld senden. Ne? Also so funktioniert zum Beispiel mittlerweile auch eine der Spendenoptionen bei Fairtalk. Die haben auch eine Lightning-Adresse, an die man Geld schicken kann. Ja. Das ist also anonymisiert, das heißt, man sieht nicht, von wo das Geld gekommen ist. Richtig, genau. Also der Sender hat sehr gute Privatsphäre und beim Empfänger ist es halt so, dass zumindest offengelegt wird, an welche Node quasi das Geld geschickt wird, ne? Ja, ich frage deswegen, weil wenn man Frau Faeser ernst nimmt, das sollte man ja tun, dass sie gesagt hat, ja, es wird nicht nur so sein, dass irgendwelche subversiven Elemente, die also ihr widersprechen, dass die platt gemacht werden sollen, sondern auch jemand, der so etwas unterstützt oder eine falsche Partei unterstützt oder irgendjemand unterstützt, den sie für gefährlich hält, die sollen auch nicht mehr sicher sein, da muss der starke Staat kommen. Und das ist ja auch so etwas, wo man sagen muss, okay, da hat ja der Orthonormalbürger ja dann schon Angst, dass plötzlich bei jemandem, okay, guten Tag, Sie haben ein Unternehmen unterstützt, das halten Sie vielleicht für was Normales, aber wir haben deklariert, das sind Delegitimierer des Staates und deswegen gehören sie jetzt zu einem Terrorismusnetzwerk. Das ist ja praktisch der Fall, der in Kanada abgelaufen ist, wohl ja. Oft mal quasi so Protestunterstützung, dann Terrorismusfinanzierung genau. Wurde. Ja. Genau, und PayPal die Zahlung gesperrt hat. Ich glaube mal, nach Russland kann man mit PayPal zum Beispiel auch nicht mehr zahlen. Also PayPal ist da relativ früh schon ziemlich weit vorne gewesen, dass sie gesagt haben, ach nö, da. Ich glaube, Querdenken doch damals auch. Ich glaube, Beiwig hat doch auch ganz schnell kein Geld mehr von PayPal bekommen, oder? War das nicht ja, so? Aber das heißt also, das ist ja auch, dass diese Währung ist unabhängig von irgendeinem Staatensystem, wenn ich mich unterstützen lassen möchte oder wenn ich darin bezahlen möchte, kann es mir egal sein, in welchem Land ist. Es muss nur Strom haben. Strom und Internetverbindung, ja. Und Internetverbindung. Da kann ich mir über so ein Leitnetzwerk eine Bezahlung zukommen lassen und mir ist das ganz egal, ob der Staat dagegen ist, ob die in Yuan bezahlen, in türkischen Lira oder irgendwo in Phnom Penh sitzen, ich kriege das. Genau, das ist beispielsweise auch noch so ein Unterschied zwischen On-Chain und Lightning. Also bei On-Chain hast du ja eine Adresse, an die einfach jeder was schicken kann. Da musst du auch quasi keine Rechnung generieren. Bei Lightning ist es so, also technisch funktioniert das so, dass selbst wenn du diese E-Mail-Adresse nutzt oder diese Lightning-Adresse, dann muss dein Knoten, also dein Node, muss eine Rechnung generieren. Und daher ist auch immer quasi diese Verbindung zum Internet notwendig. Ne? Also das ist so ein Ding, das wissen auch viele oft nicht. Aber ja, ist nochmal so ein subtiler Unterschied auch zwischen Lightning und On-Chain. Also nochmal bitte. Um es kurz zu sagen, für Lightning brauchst du zusätzlich zu Strom auch immer eine Internetverbindung. Okay.
Glaubst du, dass das alles Hürden sind, die mit dazu beigetragen haben, dass der Bitcoin immer noch eine Währung ist, die so selten genutzt wird, wenn man sich überlegt, wie viele das klassische Geld benutzen? Ich glaube, es gibt viele Hürden, die auch alle möglichen Hintergründe haben. Wir haben jetzt viel über Technik geredet. Das ist, würde ich sagen, etwas, wo ich beispielsweise auch mit meiner Arbeitsleistung zu beitrage, da das Jahr für Jahr immer besser und auch weiter abstrahiert zu machen, sodass viele Leute auch vieles von der technischen Seite im besten Fall dann später gar nicht mehr wissen müssen. Also ähnlich wie man, habe ich ja vorhin auch gesagt, nicht wissen muss, wie so ein Motor funktioniert, um ein Auto zu fahren. So wird es bei Bitcoin hoffentlich auch sein, dass wir vieles von diesen ganzen Dingen nicht mehr erklären müssen. Ich glaube aber, der größte Teil oder der größte Hemmschuh bei diesem Thema ist, auf der Bildungsseite zu verorten. Also weil ich glaube, das fängt auch nicht mal beim Thema Bitcoin an, sondern hat seine Wurzeln schon darüber, dass wir in der Schule überhaupt nichts über das Thema Geld lernen. Also ich selber habe in der Schule überhaupt nichts vom Thema Geld gehört. Später in der Berufsschule dann mal. Aber ich glaube, in diesem Thema steckt halt so viel drinne, was gesellschaftlich auch überhaupt nicht verhandelt wird. Und da will ich meinetwegen noch nicht mal die Schule in die Pflicht nehmen, sondern dieses Thema wird uns immer als so abstrakt und kompliziert verkauft, und so habe ich es ja selber auch die ersten 35 Jahre meines Lebens erlebt, dass wir einfach auch, uns wird anerzogen, davon Abstand zu nehmen. Und ich glaube, da steckt ein System hinter, weil wenn Leute eben anfangen, sich auf diesem Layer selbst zu ermächtigen, dann wird es schnell gefährlich. Ja, da sind wir bei Ford. Wenn die Leute verstanden, wie Geld funktioniert, hätten wir übermorgen eine Revolution. Das wird nur eine sehr stille. Also ich würde jetzt mal als Start würde ich sagen, ihr könnt mit eurem Bitcoin sagen, was ihr wollt, aber ich kriege ja von euch Steuern und die möchte ich gerne in der Währung, die ich bestimme. Was machst du dann? Na ja, gut, also ich meine... Und ich tausche keine Bitcoin. Nochmal, also... Ich möchte gerne in Steuern bezahlen. Ich möchte meine Steuern von euch haben. Ist mir egal, wie ihr euer Geld verdient. Und eins ist mal sicher, ich tausche keine Bitcoin. Da muss es ja jemand geben, der die Bitcoin dann in die Währung tauscht, die der Staat als Steuern akzeptiert. Genau, aber die gibt es ja. Also das ist meinetwegen dann auch, um es einfach zu halten, die Börse, auf der ich Handelspartner finden kann, die mir für meine Bitcoin, eben weil sie sich davon versprechen, damit besser sparen zu können als mit dem Euro, dann auch wieder auf freiwilliger Basis ihre Euros geben. Ne? Und genauso muss ich es ja auch betreiben. Also ich muss ja auch Steuern und Krankenversicherung zahlen. Da komme ich ja leider auch nicht drum herum. Und da die noch kein gutes Geld haben wollen, muss ich dann eben den Teil von meinem guten Geld in diese Fiat-Spaß-Coupons umtauschen und damit dann eben Krankenversicherung und Staat bezahlen. Das ist aber so ähnlich wie bei Norbert Hering irgendwie, dass der versucht irgendwie die GEZ-Gebühren in Bargeld zu zahlen, was eben auch nicht geht. Ja, genau, aber ich glaube, ehrlich gesagt, und wir sehen das an einigen Staaten in der Welt schon, letztlich werden auch die Staaten nicht darum herumkommen, irgendwann Bitcoin zu akzeptieren, weil sie die ja haben wollen. Die wollen ja letztlich auch irgendwann gutes Geld haben. Also ja, Staat, klar. Aber stellen wir mal so, der Staat, also die dem Staat das Geld geben, weil das Geld, was wir haben, der Dollar ist ja eine Privatwährung, wissen ja auch nicht viele. Da steht zwar irgendwie drauf, es wäre eine staatliche Währung, aber es ist eine Währung, die von privaten Leuten sich erdacht wurde und die können da an der Schraube auch drehen. Aber was ist, wenn der Staat sagt, es wird verboten, dass jemand irgendwie Bitcoin in eine Währung tauscht, die dann kommt, mit der man Steuern bezahlt? Wer das macht, der ist dran. Könnte das verbieten oder Leute ahnden oder kann man das so machen, dass es sich mitbekommt? Geht das? Naja, also probieren kann man vieles. Habe ich vorhin ja mit dem Beispiel China auch erwähnt, wo Bitcoin beispielsweise auch benutzt wird, um Kapitalverkehrskontrollen zu umgehen. Und China ist mehrmals schon damit gescheitert und ich glaube, mittlerweile haben sie es quasi aufgegeben. Also das ist keine, seitens derer noch keine Legitimation für Bitcoin oder keine Ansage, hier benutzt das. Nichtsdestotrotz haben sie es aber halt aufgegeben, weil da eben kein Dreh dran zu kriegen ist. Weil ich glaube auch Staaten, die halt mit ihrer Bürokratie und generell auch diesem Denken in zentralistischen Strukturen einfach überhaupt nicht verstehen, wie dezentrale Systeme funktionieren. Und insofern glaube ich auch, sind wir da quasi wie beim Rennen zwischen Hase und Igel, da sind wir einfach der Igel, ne, der wesentlich besser aufgestellt ist, einfach weil wir viele sind. Und im besten Fall muss das
vielleicht ja noch nicht mal so laufen, dass wir auf lange Sicht dann auch immer den Gegnerstaat haben, sondern dass der Staat auch wieder sich mehr auf seine Kerntätigkeit eigentlich besinnt und ja nicht darauf angewiesen ist, ständig unser Gegner zu sein. Und genau, wir ihn vielleicht auch dahin drängen können, dass er wieder mehr Dienstleister für die Leute wird, einfach weil wir über das Mittel Geld den Kanal dazu haben, einfach klar zu machen, dass wir nicht nach den Regeln spielen wollen, die uns da aufoktroyiert werden. Und am Ende des Tages besteht so ein Staat ja auch nur aus Einzelpersonen, die ja Familie und Freunde haben, und auch die wollen alle irgendwie gut leben, und auch die brauchen Geld, ne? Und im schlimmsten Fall trifft natürlich auch die sowas wie die Inflation sehr hart. Also ich erinnere dann immer gerne an dieses Beispiel, wo ich bin die EZB-Mitarbeiter um einen Inflationsausgleich gebeten haben, den sie nicht zugesprochen bekommen haben. Übrigens. Ja, der Staat möchte das gute Geld letztlich auch irgendwann haben. Das wird vielleicht nicht morgen passieren oder sehr wahrscheinlich nicht, aber es gibt eben Staaten, in denen passiert das schon. Die fangen an, wie Dennis auch erzählt hat, überschüssige Energie in Miner zu stecken. Es gibt Staaten, die heimlich Bitcoin schürfen, von denen wir noch nichts wissen. Das Militär beschäftigt sich damit. Also die kommen selber nicht drum rum, weil letztlich auch ein Staat ja nichts davon hat, dass das Geld immer weniger wert wird. Das haben die auch schon verstanden. Die möchten nur nicht, dass wir das so schnell verstehen. Eindringliches Beispiel ist da ja sowas wie El Salvador, die sich ja vor allem auch für Bitcoin entschieden haben, weil sie ja gar keine eigene Landeswährung hatten und auch unter dem gelitten haben, dass sie quasi dollarisiert waren und somit eben ja nicht von diesem ganzen Gelddrucken der USA profitiert haben, sondern einfach unter der darunter oder daraus resultierenden Inflation gelitten haben, ne? Und die haben sich halt quasi dann auch selbst ermächtigt und gesagt, nee, wir brauchen eine Alternative, weil langfristig wird ansonsten diese Kopplung an ein fremdbestimmtes Geldsystem unser Untergang sein. Und ist euch bekannt, ob es irgendeine Rohstoffbörse gibt, die, wo man sagen kann, Gas, Öl oder was auch immer, Yellow Cake, kann ich in Bitcoin bezahlen? Teilweise meines Wissens nach findet das schon quasi auf bilateraler Ebene zwischen den Staaten statt. Also auch da gibt es analog zu dem, was quasi mit Gold abgewickelt wird oder nicht mehr im US-Dollar abgewickelt wird, gibt es auch solche Geschäfte in Bitcoin. Ein anderes Beispiel, was ich noch anbringen wollte, zu dem, was Spock eben gesagt hat, weil du sagtest, es gibt Staaten, die machen das quasi geheim und wollen nicht, dass andere davon was mitkriegen. Ein Beispiel, was aus einer der Pleiten, ich glaube 2021 oder 2022 war das, resultierte, weil die da dann auch in den Filings auftauchten, war der Staat Bhutan. Also da kam raus, dass die halt auch im Mining-Game drin sind. Und das Schöne, was ich da auch nochmal aufbringen wollte, ähnlich wie ich das quasi vorhin sagte, auf uns Leute im Staat bezogen, dass das so eine Bottom-up-Bewegung ist, ist hier auch eine ähnliche Dynamik auf Länderebene zu sehen. Also die Staaten, die sich als erste dem anschließen werden, sind die, die im aktuellen System halt auch gebeutelt sind, die quasi Anschluss verloren haben, die Kleinen. Und die finden darüber halt einen Weg, in dieses System beizutreten. Und zwangsläufig wird jeder Staat, der dem beitritt, so klein er auch sein mag, wird immer auch etwas sein, was dann wieder Druck auf das Gesamtsystem ausübt, ne? Und für mich der entscheidende Punkt dabei ist vor allem auch, selbst wenn das am Ende nicht die große Wende bewirkt, nehmen wir mal an, es kommt nicht zur Hyperbitcoinisierung, wie auch immer, dann wird Bitcoin zumindest ein wichtiges Ventil sein, um all das, was ansonsten im aktuellen System aus dem Ruder laufen würde, quasi in Schach zu halten. Ne? Weil es natürlich immer auch dieser Ausweg ist. Christine Lagarde hat das tatsächlich mal als den Notausgang bezeichnet. Nur sie hat es halt als Notausgang bezeichnet, der dicht gemacht werden muss. Und ich glaube, da sieht man halt auch schon das Perfide daran, dass alle, die in diesen zentralistischen Strukturen top-down denken, die wollen uns halt diese Türen zumachen und handeln halt nicht in unserem Sinne. Und für uns ist Bitcoin quasi die Möglichkeit, den Notausgang offen zu halten, da den Fuß in der Tür zu haben und wenn es dann halt richtig scheiße läuft, da wieder rauszukommen. Das ist eine ganz einfache Frage, wenn ich sage, okay, man kann mich auch in Bitcoin bezahlen und der Bitcoin hat ja auch eine
Ja, der eine hohe Wellenfunktion, dass der mal ganz viel wert ist, mal ganz wenig wert ist. Also es ist jetzt nicht so, dass das linear, geht zwar linear sehr langfristig nach oben, wenn man überlegt, was der mal wert war und wo er jetzt steht, aber er war auch schon mal viel, viel mehr wert. Und wenn man dann immer in Euro denkt, man hätte ich ja früher verkaufen können, hätte ich heute, klar, so soll man ja nicht mehr denken. Aber der Staat sagt ja heute, okay, da haben Sie Einnahmen und die müssen Sie versteuern. Und wie wird das denn gemacht, wenn der Kurs so schwankt? Also wir hier in Deutschland, das wissen viele oder mögen viele auch immer gar nicht glauben, wir haben hier noch tatsächlich eine sehr, sehr Bitcoin-freundliche Regulierung, ne? Weil wir hier das sogenannte Jahrhaltefrist haben. Und da ist es so, alles, was du länger als ein Jahr gehalten hast, musst du überhaupt nicht versteuern, wenn du unterjährig keine Gewinne veräußerst. Mhm. Na, also das, und meines Wissens nach musst du auch, wenn du beispielsweise was verkauft hast, was du länger als ein Jahr gehalten hast, musst du, du solltest das definitiv dokumentieren, dass wenn du das danach gefragt wirst, dass du es vorlegen kannst, aber du musst es zumindest auch nicht proaktiv dem Finanzamt melden. Okay. Aber trotzdem, wenn du jetzt Einnahmen generierst, also jemand bezahlt dich in Bitcoin, dann sagt der Staat ja, okay, 70% ihrer Einnahmen werden in Bitcoin, kommen ihnen in Bitcoin zu und ich kriege so viel Prozent. Wie bewertet er da den aktuellen Wert des Bitcoin, weil das ja doch schwankt? Wie macht das jemand? Wie macht das ein Finanzamt? Ach ja, kenne ich ja schon. Erzähle ich auch mal gerne, dass das wesentlich einfacher funktioniert, als Leute sich das vorstellen. Weil das funktioniert quasi analog zu Fremdwährungen oder auch Gold. Das habe ich mit meinem Steuerberater alles durchgekaspert. Also jeder, der sich darauf verlässt, dass hier ist keine Steuerberatung, fragt euren eigenen Steuerberater. Aber zumindest meines Wissens nach ist es so, es gibt quasi den Stichtag dessen, wo man die Bitcoins erhalten hat. Da gibt es leider aktuell seitens des Finanzamts noch keine offiziellen Umrechnungstabellen. Die muss man sich quasi selber erstellen. Auch da hätte ich ein System zu, aber das führt zu weit. Nichtsdestotrotz hat Bitcoin für das Finanzamt am Tag X einen Wert Y und der ist dann das, was zur Besteuerung angesetzt wird. Mhm. Okay. Also es funktioniert relativ einfach und wie gesagt, analog zu Fremdwährungen oder auch Gold. Mhm. Wie viel von dem, was du täglich so bezahlen musst, bezahlst du denn tatsächlich in Bitcoin? Gehst du für Bitcoin ins Kino oder tankst du damit oder wie läuft das? Oder ist es eher so was Exotisches bei dem einen oder anderen Nerd? Also ganz ehrlich, sind es 10% oder sind es schon 70%, wo du sagst, das bleibe ich im Bitcoin? Also das ist von bis und natürlich auch, je länger man in diesem Space arbeitet beziehungsweise unterwegs ist, umso mehr Leute lernt man auch kennen, die dann halt eben gerne auch in Bitcoin bezahlt werden wollen. Also ich habe ja eben schon diese Meetups aufgebracht als Möglichkeit, auch vielleicht mal rauszufinden, bei wem man denn alles Bitcoin verdienen könnte. Und bei mir ist es praktischerweise so, ich schaue, dass ich mit Bitcoin bezahlen kann, einfach weil ich auch gerne diese Kreislaufwirtschaft ins Laufen bringen möchte. Und wenn ich jemanden habe, der sich gerne mit Bitcoin bezahlen lassen will, dann ist das für mich immer auch die präferierte Option. Also zum einen hatte ich gerade vor kurzem echt den Fall, ich hatte auch so gut wie gar kein Fiat-Geld mehr und von daher ist es für mich dann einfach auch in so einer Situation das Praktischste, mit Bitcoin zu zahlen, einfach weil ich es dann vorher nicht tauschen muss. Zum anderen ist für mich aber auch ein wichtiger Punkt, behält derjenige die Bitcoins danach oder ist das halt für die quasi einfach so ein Marketing-Ding? Ja. Genau, und weil ich habe ja nichts davon, wenn die danach auch wieder verkaufen. Und beispielsweise durch diese ganzen Meetups gibt es oftmals auch die Möglichkeit, mit den Betreibern, weil man da ja auch schon seit 2 Jahren dann öfter ist, ins Gespräch zu kommen und so. Und es gibt mittlerweile mehrere Restaurants, in denen solche Meetups stattfinden, wo die Betreiber eben dann halt auch, dass da einmal im Monat so ein Meetup stattfindet, das als gute Gelegenheit sehen, um da halt selber dann Bitcoin zu stacken, ne? Also es gibt zum Beispiel dieses Restaurant der Schafstall hier in der Buchholzer Heide oder Lüneburger Heide und da kann man beispielsweise auch regulär mit Bitcoin zahlen, ne? Okay. Mach ich dann auch super gerne. Ich habe neulich gerade meine Solaranlage, das war eine größere Geschichte, habe ich auch in Bitcoin bezahlt, einfach weil ich über die Auseinandersetzung mit dem Thema jemanden gefunden habe und kennengelernt habe, den kenne ich jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen länger, der dann gesagt hat, ja, ich baue dir das aufs Dach und ich nehme da gerne Bitcoin für und da bin sehr happy.
Dennis, auch etwas Proaktives, dass man einfach mal fragt, wenn man irgendwas machen möchte, würden Sie auch Bitcoin nehmen? Man ist möglicherweise erstaunt über eine Antwort. Eigentlich noch nicht, aber ich guck mal, warum nicht eigentlich, dass der sich darum kümmert. Das wäre ja auch cool. Das ist definitiv ein guter Punkt und ja. Das mache ich beispielsweise in Restaurants auch öfter, weil selbst wenn ich weiß, dass die Antwort Nein lautet, ist das für die auch immer quasi ein Indikator dafür, habe ich schon mal gehört, aber habe ich mich noch nie mit auseinandergesetzt. Und vielleicht gibt es ja mal den einen oder anderen, der sagt so, ja, okay, gucke ich mir mal an. Oder neulich waren wir gerade griechisch essen und dort konnte man dann auch nur bar zahlen und einer von den Freunden hatte kein Bargeld dabei. Und dann hat er halt auch scherzhaft gefragt, ob er das auch mit Bitcoin machen kann. Und da war die Thekenkraft auch relativ jung und hat das zunächst verneint, aber kam dann später nochmal an und fragte einfach, ja, wie würde das denn laufen, wenn wir hier mit Bitcoin bezahlt werden wollen würden? Und über sowas ins Gespräch zu kommen, ist halt dann auch quasi ein schwieriger Weg, aber nichtsdestotrotz, man bringt halt Geschäft nach Geschäft dann quasi so ans Laufen. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man durch das Nachfragen auch auf der anderen Seite zeigt, okay, da gibt's einen Markt, der auch eine Bindung macht. Also zum Beispiel, ich trinke seit geraumer Zeit, esse ich kein Fleisch mehr und versuche jede Art von tierischem Eiweiß zu vermeiden und trinke also meinen sündhaft teuren Kaffee aus Italien. Den trinke ich mit Hafermilch. Und inzwischen ist es eben so, dass wenn ich zu einer großen Kraftstofffirma gehe, die mit Rewe ein Deal hat, dass es dort das ganz normal gibt. Da bin ich kein Exote mehr. Da kann ich sagen, ich hätte gerne Kaffee mit Hafermilch, da gucke ich mich nicht in ein Auto, sondern vollkommen klar, machen die. Und damit gehe ich zu dieser Firma und sage, ich tanke dort, weil ich dort dann meinen Kaffee so bekomme, wie ich ihn haben möchte. Das war vor 4 Jahren, hätte ich gesagt, das ist ja jemand für einer. Ja, kommt hier mit dem Motorrad an, dann möchte so einen Kaffee, sagen wir, das passt doch gar nicht zusammen. Und das ist eben heute nicht ganz normal. Ich glaube, dass das etwas ist, weil die Dinge ändern sich. Ich würde gerne noch ein anderes Beispiel anbringen, weil wir Spock hier gerade auch sitzen haben und das ist noch kein halbes Jahr her, da war ich als Gast in der Auf Augenhöhe-Sendung bei euch in Hamburg und da haben wir uns im Nachgang auch über dieses Bitcoin-Thema unterhalten und ich habe Spock erzählt. After Dark war es. Ja. Also für alle, die es noch nicht kennen, das After Dark mit Dennis angucken ist sensationell. Hey, jedenfalls Spock und ich haben uns... Dankeschön. Wir haben uns unterhalten und ich habe Spock gesagt, richtet doch einfach mal für euch so eine Lightning-Adresse ein. Wir reden da im Podcast drüber und du wirst sehen, wie viele Leute euch Geld schicken. Und Spock wollte das nicht glauben. Und das war noch nicht mal raus, dieses Gespräch. Er hatte es einfach nur irgendwo gepostet. Und quasi für Fairtalk fing es an, Geld zu regnen. Von Leuten, die denen einfach quasi, weil sie Fairtalk gut finden, Lightning-Spenden zukommen lassen wollten. Und ich glaube, genauso funktioniert es. Also solange wir das nicht von irgendeiner Seite aus ans Laufen bringen, und deshalb liegt mir dieses Thema Kreislaufwirtschaft auch so am Herzen, ist das halt so ein Henne-Ei-Problem, ne? Und ähnlich wie wir gerade darüber gesprochen haben, dass man einfach vielleicht auch mal danach fragen kann, fängt es vielleicht auch für die einen oder anderen damit an, in dem Fall praktisch Fairtalk, so eine Möglichkeit, in dem Fall halt so eine Lightning-Adresse bereitzustellen und einfach mal zu gucken, wohin denn die Reise führt. Und für Fairtalk hat dieses Projekt, sage ich mal, mittlerweile ja schon auch durchaus im Bereich der alternativen Medien gute Früchte getragen, als dass man beispielsweise mittlerweile auch die Streaming-Abos mit Bitcoin bezahlen kann. Das war keine große Sache. Der Witz ist auch, dass die letztlich diese Bitcoin-Gemeinschaft erstens in Form von Dennis und dann durch einen anderen Kollegen an uns herangetreten ist und gesagt haben, so los jetzt. So, weil der Witz ist, dass die Dinge, die wir in den freien Medien tun, letztlich sich mit dem Mindset der Bitcoiner überschneiden. So, und das ist, glaube ich, beiden Seiten noch gar nicht vollständig klar. Und deswegen hat sich Dennis auch an uns gewandt, weil das war wirklich so. Die 21er haben sich an uns gewandt, weil sie dachten, oh Mensch, das sieht irgendwie so aus, das könnte ein Match sein. Die machen so Sachen, die finden wir irgendwie gut, das passt doch irgendwie zusammen. Und abgesehen davon haben sie irgendwie zweimal zufällig Bitcoin schon mal erwähnt. Also, weil Jens und ich darüber schon mal gesprochen hatten irgendwie, aber eher so in einem Nebensatz. Und und tatsächlich, das ist ein Match, weil das eine mit dem anderen, das passt einfach wie Arsch auf einmal. Es geht darum, unser Mindset, also unser bei Fairtalk ist ja unsere penetrierte Frage immer, wie wollen wir in Zukunft miteinander leben und nicht gegeneinander eben. Das passt einfach gut mit dieser Selbstermächtigung und mit dem demokratischen Geldsystem. Das ist einfach ein super Match.
Vielleicht ja, auch, um das hier nochmal auch mit einem praktischen Beispiel zu hinterlegen. Also es gibt beispielsweise auch sowohl für Podcasts als auch Videos mittlerweile das sogenannte Value-for-Value-Modell, bei dem beispielsweise, je nachdem, mit welcher App man so einen Podcast hört, also da gibt es quasi Podcast-App, die haben eine Wallet mit eingebaut und da kann man quasi als Hörer sagen, wie viele Satoshis pro Minute man quasi rüberstreamen will. Und das ist funktioniert zum Beispiel bei uns bei 21 mittlerweile auch als natürlich nicht in dem Sinne, dass es quasi das Sponsorengeld ersetzt, aber es ist zumindest ein Teil des Finanzierungsmodells, was man auch halt auf allgemeine alternative Medien natürlich ausweiten könnte. Und genau. Generell der Punkt, den Spock mir einfach auch nicht glauben wollte, ist, wie zahlungswillig Bitcoiner eigentlich sind, weil die ja ganz genau auch wissen, dass gute Medien in dem Fall auch nur existieren, weil gute Leute sich dafür einsetzen und die bekommen halt keinen Rundfunkbeitrag. Die müssen auch irgendwie ihre Mikros, Kameramänner und was auch immer finanzieren. Und da sind Bitcoiner, würde ich sagen, per se schon mal ein gutes Stück weit auf der Bewusstseinsschiene weiter runtergegangen, als dass sie auch wissen, okay, wenn wir diesen Content bereitstellen wollen und diese bessere Zukunft auch gewährleisten wollen, dann müssen wir halt unsererseits da auch einen Beitrag in diese Kreislaufwirtschaft mit einbringen. Und da würde ich sagen, gibt es viele, die dann auch gewillt sind, das monetär zu tun. Vielen Dank für den Hinweis, Dennis. Das habe ich auch damals zu Spock gesagt, weil ich mich mit dem Thema ja immer wieder beschäftigt habe. Aber ich interessiere mich so gar nicht für Geld. Ich interessiere mich für die Dinge, zu denen ich aber bisher Geld brauchte, um sie umsetzen zu können. Weil für mich ist Geld einfach nur ein Werkzeug. Aber als Pionier der alternativen Szene habe ich natürlich gesehen, und das weiß ich auch, wird von vielen Jahren herangetragen, dass viele gesagt haben, wir haben vor sehr, sehr langer Zeit angefangen, als es noch kein FM gab, im Gespräch an solche Dinge zu gucken. Und wenn man sich heute viele Formate anguckt, sieht man ganz genau, was sie sich zum Vorbild genommen haben, was ich ja super finde, weil wir haben ja letztendlich Günter Gauss zur Person kopiert. Also einfach ein Mensch lädt einen anderen ein und lässt ihn einfach 90 Minuten zu Wort kommen. Nur dass das ZDF oder RBB damals das nicht mehr macht, weil Gauss tot ist, dann machen wir es eben, ohne den immer zu lanzen, sage ich mal, reinzugrätschen und dem was zu erzählen. Und deswegen auch der Sinn dieses Podcastes. Es gibt ja gerade eine Kündigungswelle, die uns von Apollo natürlich auch trifft, aber auch andere trifft es. Also Manova trifft es, wird auch viele andere treffen. Ich glaube, dass auch Paul Schreier sich mal anziehen kann, sobald man in irgendeiner Weise die richtigen Informationen an, also in diesem Fall dann die falschen Informationen, breitenwirksam und das Volk bringt, gibt es Leute, die genau wie beim Geldsystem sagen, das wollen wir aber nicht haben und da eben dann sagen, mach mal aus. Und was ich mir eben wünschen würde, ist, so wie ich das auch bei Technologie immer gemacht habe, wenn jemand zu mir kam und sagte, hör zu, welche Kameras benutzt ihr, mit welchem Licht arbeitet ihr, da habe ich nicht nur das gesagt, sondern ich habe auch gesagt, wenn ihr mal jemand braucht, der euch das beibringt, schicke ich euch auch Personal, weil ich kann nur daran Interesse haben, dass es sehr viel gutes Programm gibt, denn dann sind wir alle mehr, weil den erreichen wir. Wir müssen ja, wenn wir die 2%, wie wir jetzt mal erreichen, das sind wir inzwischen 5%. Wir müssen mehr werden, weil das ist noch zu wenig. Und wenn wir immer so wie selbstgestrickt aussehen, dann wird uns vorgehalten, das sieht ja mal aus wie selbstgestrickt. Ja klar, wir kriegen ja keine GEZ-Gebühren. Aber wenn man nicht alle Fehler nochmal den anderen auch noch machen lassen muss, sondern einfach sagt, hör zu, wir unterstützen euch, dann ist da so etwas wie eine Solidarität, die ich mir wünsche. Und deswegen ist für mich auch ganz klar, dass wir auf diesem Gebiet auch ganz klar sagen, wir werden das auch verstärkt jetzt uns damit beschäftigen. Leute, sagen wir zu, es muss einfach und praktikabel sein, aber auch allen anderen Medien sagen wir zu, ich weiß nicht, ob von Spock der Satz stammt, wir können uns das nicht mehr erlauben, Bitcoin ist was für Exot, das können wir uns nicht mehr erlauben, denn ich glaube, es gibt auch ein schmales Fenster, wo man sagen kann, okay, wenn Frau Lagarde, man muss ihr zuhören, wenn sie diese Tür schließen will, dann wird sie alles dafür tun, damit die immer enger wird. Das heißt, man muss jetzt versuchen, in diesen Markt hineinzugehen und sich auf diese Art und Weise finanzieren zu lassen, damit es mehr wird, weil dann ist man eine eingeschworene Gemeinschaft und sie können es dann nicht mehr kaputt machen. Und das ist auch die Idee hinter diesem Podcast, dass mehr Leute sich damit beschäftigen und nicht sagen, das kann ich ja noch später machen. Nee, kannst du nicht. Weil der Punkt ist einfach nur, ob du morgen noch existierst, das entscheidest nicht du, sondern jemand anders, der gesagt hat, das war jetzt die falsche Äußerung oder das, was du da geteilt hast auf irgendeinem Telegram-Kanal, das ist gar nicht von dir, du hast es nur geteilt, ohne es zu bestätigen, nur geteilt, das läuft auch schon unter Bestätigung und das ist auch gleich schon Delegitimierung des Staates. Und deswegen ist ganz wichtig, dass wir dieses für alle alternativen oder konzernunabhängigen Medien, die das hören, sagen, okay, ich glaube, wenn wir einen wirklichen Durchbruch erzielen wollen, dann sollten wir alle sagen, so wie wir alle nicht nur noch bei YouTube sind, auch noch ein bisschen, sagen wir zu,
vollkommen klar, dass wir sagen, wir müssen uns kollektiv damit beschäftigen, damit es breitenwirksam bei Leuten durchdringt und nicht sagen, ja, das ist was von Exoten. Weil gerade in der alternativen Szene sollte der Bitcoin überhaupt nichts für Exoten sein, sondern sagen, klar, wie denn sonst, so wie wir keine Sendezeit beim ZDF bekommen. Und dass das bisher noch nicht passiert ist, wundert mich auch ein bisschen. Aber ja, ich glaube, dass es Zeit wird, das einfach jetzt mal zu ändern, weil Spock hat absolut recht. Wenn man bei den Leuten, die ja die Programme auch gucken, weil sie nicht das andere bekämpfen wollen, etwas Neues aufbauen, wenn man das ja, und das geht ja mit diesem Geldsystem, damit baust du etwas auf. Wenn du es nämlich nicht tust, dann kannst du das zwar so lange gucken, wie du willst, aber die Abhängigkeit vom Programm ist immer noch in den Händen derer, deren Programm du nicht guckst. Dann musst du ihnen auch die Möglichkeit geben, weil sonst ist es so, ich sage es ja auch immer wieder, wenn jemand ein Programm mag, ein alternatives Programm, und das in Euros oder dieser Währung unterstützt, ja, dann ist es ja sein Programm, weil er hat es finanziert. Das ist also sein Investment. Und wenn dieses Investment bei einer Bank liegt, wo die Bank entscheidet, ob dieses Investment flöten geht, dann hast du dich selbst verarscht. Du musst eigentlich dafür sorgen, dass dein Investment erhalten bleibt, indem du sagst, ich möchte es gerne in einer Währung machen, wo der Staat es nicht mehr abschalten kann, weil sonst ist mein Investment ja flöten. Und das vielleicht auch als Mindset ändern, mich selbst ermächtigen, den Sender zu halten. Und ich sagen, hoffentlich drücke ich der Bank, dem Produzent alle Daumen, dass das, was ich gucke, was mir gut gefällt, von dem ich weiß, dass es dem Staat nicht gefällt, dass die Bank das nicht merkt oder sagt, macht mir nichts, sondern das ist eine Rechnung, die eben nicht aufgeht. Deswegen umsteigen bedeutet sein Investment retten. Das muss bei der Groschen muss bei den Leuten oder der Bitcoin muss bei den Leuten halt auch mal fallen. Dass es von ihnen abhängt, dass ihr Investment gerettet, weil wenn wir alle nur noch in Fiat-Money bezahlt werden und es uns morgen gar nicht mehr gibt, habe ich zu Spock ja auch gesagt, dann kann man sich das mal so vorstellen, man stelle sich vor, ein Magazin wie Multipolar, ohne dass wir ja jetzt gar nicht diese Papers hätten, wäre das einzige alternative Format, dann würden wir das nicht erfahren, weil niemand würde es publizieren. Das heißt, man müsste es schon kennen. Das heißt, man könnte da zwar noch frei publizieren, aber es würde niemand erfahren, weil das darüber gesprochen wird, hat damit zu tun, also eben auch im Öffentlich-Rechtlichen, dass die Privaten es so lange gepusht haben, also die Alternativen, dass die Öffentlich-Rechtlichen nicht mehr drumherum kamen, um darüber zu reden, aber sie haben immer noch den Paul Schreier nicht eingeladen. Das heißt, da ist immer noch ihre Macht. Und wir müssen einfach komplett daraus aufreißen, weil wir sind einfach, das ist das Naive, vollkommen abhängig davon. Das habe ich neulich auch dem Kollegen in London gesagt. Hat sich über seine Killers More, über seine tollen Streaming-Strahlen gefreut, die er hatte, als er eben von Julian Assange Demos gestreamt hat. Hat alle Portale aufgezählt und gesagt, ja, das alles ist Silicon Valley und die könnte ich morgen sperren, hast du gar keinen mehr. Solange du kein eigenes System hast, kannst du dich darüber nur bedingt freuen, aber die lachen sich eigentlich über dich tot, weil wir sind naiv. Wir sind naiv und das ist erstaunlich. Obwohl wir in Geopolitik oder in vielen Dingen überhaupt nicht naiv sind, haben wir das Thema Geld sehr, sehr lange vor uns hingeschoben, haben gesagt, na ja, was soll denn, obwohl wir wussten, die Kontosperrung und das Kündigen ist jetzt keine neue Geschichte, das hat es immer schon gegeben, weil wir uns ja in einer McCarthy-Ära bewegen. Und das ist mein Appell an alle, die das hören und alternative Medien nicht nur produzieren, sondern eben auch unterstützend, weil sie konsumieren, es in Zukunft sich damit zu beschäftigen, sagen, wenn ihr mir die Möglichkeit gebt, das zu tun, dann sehe ich auch einen Sinn darin, weil das Erste, was ich damit bezahle, ist, was ich bisher als Dauerauftrag in Aura, in diesen Satoshis. Weil es muss für mich praktikabel sein. Aldi nimmt das vielleicht noch nicht, obwohl Aldi es nimmt. Aber euch gebe ich das schon, weil ich genau weiß, euch können sie deswegen nicht mehr abschalten, weil das unterstützt mein Investment und damit ich auch weiß, dass ich morgen von euch noch informiert werde und solche Sendungen stattfinden können. Das ist für mich ein ganz starkes Argument, sagen, hey, es liegt an dir. Wenn du möchtest, dass dein Investment auch übermorgen erreichbar ist, dann gib uns Geld, was auch morgen für uns noch nutzbar ist. Ja, das würde ich vollumfänglich unterschreiben. Und Spock sagte ja auch vorhin, dass ich mich damals bei Fairtalk gemeldet habe, weil ich einfach erkannt habe, dass das quasi ein Natural Fit ist. Und du hattest vorhin ja auch schon dieses Stichwort finanzielle Selbstverteidigung, was Bitcoin dann für einen darstellt. Für mich ist halt das Match genau da, dass alternative Medien im Grunde genommen intellektuelle Selbstverteidigung sind, ne? Also genau diesen Meinungskorridor wieder aufzumachen, und halt nicht nur im Bereich dieses Overton Windows, dessen, was gesagt werden kann, zu informieren. Und dementsprechend, ja, wie gesagt, finde ich es einfach wichtig, dass sich diese beiden Bereiche auch befruchten. Ich glaube auch, das ist halt keine Einbahnstraße, sondern ich lerne mittlerweile auch sehr, sehr viel von Fairtalk und versuche da ja in dem Sinne auch nur wieder zurückzugeben, weil ich möchte einfach, dass für uns alle gemeinsam dieser Kuchen größer wird. Und in dem Sinne, glaube ich auch, können sowohl im Bereich der Bitcoin-Community als auch im Bereich der alternativen Medien da halt Leute, die gemeinsam das gleiche Ziel haben, nämlich dieses System wieder in eine Richtung zu drehen, wo Leute mehr
Eigenermächtigung spüren, können sich da gegenseitig befruchten und helfen. Und das wäre halt ein tolles Outcome auch aus diesem Gespräch, wenn wir zumindest dazu den Aufschlag machen. Ja, also da möchte ich noch kurz was hinzufügen. Kayvan, du hast eben gesagt, wenn dich hier Leute nach Kamera fragen und so, dann hast du den Angebot. Ich stelle auch gleich das Personal. Wir sind das Personal. Und Dennis war bei uns das Personal, der sich selber gestellt hat. Ich habe irgendwie einen spontanen Vortrag irgendwie auf dem Manova-Treffen gehalten. Ich habe mit dir darüber gesprochen. Wir sind selber das Personal und du wirst jetzt darüber sprechen. Wir sind das Personal. Das ist einfach so. Wir stellen uns jetzt auch einfach als Personal zur Verfügung. Das gehört dazu. Das ist die Selbstermächtigung. Aber weißt du, da sind wir bei der Technik. Ich weiß, wo meine Stärken liegen und wo ich nicht so super stark bin. Also ich bin gut für Inhalte, aber jetzt werde ich kein Kameramann mehr. Aber ich habe mich halt auch mit Technik inzwischen bewaffnet, wo ich sage, okay, das ist nochmal was anderes, als wenn da ein Kameramann kommt. Das sieht immer noch anders aus. Ihr wisst das von Fairtalk. Man sieht, das ist so, da ist Licht gesetzt und so. Das ist ja vollkommen klar. Aber mit dem, was ich jetzt hier habe, ein Laptop und eine Konsumerkamera, die aber heute gar nichts kann, kann man so etwas machen. Und das ist eben nicht mehr grottig, sondern erstaunlich gute Qualität für den Kurs, weil wenn man überlegt, was so eine Kamera heute kostet, denke ich, wie jetzt? Das war früher der Preis eines Windschutzes. Wirklich, es ist irre. Und das geht schon. Also, dass man, und das, da muss ich aber auch immer damit arbeiten. Sonst ist es so, wie wenn man ein exotisches Motorrad hat und denkt, wie ging, was man alle 5 Jahre fährt, wo war denn jetzt hier nochmal die Zündung oder wo muss man am Vergaser, wie war das denn nochmal? Man muss damit auch arbeiten. Und das ist, glaube ich, etwas, ich glaube, dass es jetzt auch als Motivation dienen kann, dass immer mehr Leute sagen, ich habe die Faxen jetzt auch langsam dicke, dass meine Fans, ich bin ja, oder die Leute, wo ich Fan von bin, dass sie regelmäßig abgeschaltet werden und dass sie dann eben, weil man den Dauerauftrag nicht mitbekommt oder so, dass die dadurch Einnahmeverluste haben, was zu Konsequenzen führt. Und da möchte ich mal ganz praktisch werden. Es gab bei KenFM Sendungen, die es, nachdem wir weggezogen wurden, nachdem uns gekündigt wurde von der grünen GLS-Bank, bei Apolut nicht mehr gab. Es gibt eine Sendung wie Positionen, gibt es nicht mehr. Eine Sendung wie Live gibt es nicht mehr. Eine Sendung wie Der freie Fall, ausschließlich mit Gesundheitsthemen, für mich eines der wichtigsten Sendungen, gibt es eben nicht mehr. Warum? Weil Leute es nicht erreicht hat, dass sie ihren Dauerauftrag ändern sollten. Die denken, den gibt es noch, der läuft dabei ins Leere. Es sind am Ende des Tages nur 5 Euro, aber wenn da eben viele 5 Euro zusammenkommen, dann oder eben nicht mehr zusammenkommen, dann kann man sagen, ich kann die Sendung eben nicht mehr machen. Und das sagen Leute, warum gibt es denn die Sendung nicht mehr? Na, weil viele Leute weggefallen sind. Wir hatten damals Umzugsverluste, wie sich das Neudeutsch nennt, bei 50%. Und wenn wir das jetzt wieder erleben würden, dann würde ich am Ende sagen, ja, können wir am Ende nur noch Podcasts machen. Und das ist ja etwas, das wollen ja Leute. Das wollen ja Leute. Deswegen schießen sie im Moment ja auch Brückenköpfe ab, weil, ja, andere machen das ja auch, weil wir Texte vertonen mit Sprechern und nicht mit KI, wo plötzlich ein Norbert Thering, der einen supergeilen Job macht im Thema Geld, Texte schreibt, die wir einsprechen lassen, dass wir eben breitenwirksam mehr Leute hören können beim Autofahren oder so, ja. So, und das ist genau der Punkt. Es hat am Ende des Tages einen Effekt, wenn du immer weniger weißt. Weil, wenn wir immer, ich kann vielleicht sagen, ja, ich muss es ja auch nicht wissen, weil ich kenne mich ja damit aus, aber wenn wir breiter werden wollen, da ist ja Corona eine große Chance gewesen, da müssen wir verstehen, dass jeder Schock dazu führt, dass mehr Leute aufwachen. Vielleicht ist es auch mit dem Corona, Corona sage ich schon, mit dem Bitcoin vergleichbar. Jeder Schock, der kommt, sorgt dafür, dass vielleicht immer weniger Leute aufwachen, weil die anderen das nicht mehr aushalten, aber die werden umso aktiver. Und ich glaube, dass wir eben auch eine Mindestmenge an Leuten brauchen, um eine Parallelgesellschaft zu haben mit einer Parallelwerbung, wo es eben auch Mechaniker geben muss, Ingenieure geben muss, Ärzte geben muss und so weiter, als wenn du sagst, wir sind ein Bäcker, ein Kranfahrer und 3 Motorradfahrer. Das ist total super, aber da fehlen noch ein paar. So. Und ich glaube, dass wir auch darauf achten müssen, dass wir weltweit eine Community zusammenbekommen, wo wir sagen, okay, wir sind nicht mehr wegzudiskutieren, weil die Eliten haben uns ja eins voraus und das sollten wir als Bitcoiner dann oder als Bitcoin-Community auch entwickeln. Die haben nämlich Klassenbewusstsein. Und wenn wir ein Klassenbewusstsein dahingehend entwickeln, dass sagen, hey, wieso Geldsystem? Wir sind unser eigener Treff, das ist ein Bankertreffen, was wir dann machen. Dann erfüllt er das auch so ein bisschen mit Stolz dahingehend, ich bin von zu Hause ausgezogen und ich lasse mir nicht mehr die politische Wäsche rauslegen. Und wenn mein Vater dann zu mir sagt, hör zu, wenn du nicht die Sachen anziehst und das sagst, was ich von dir hören will, dann darfst du nicht mehr in dein Kinderzimmer. Du, Papi, ich wohne ja schon gar nicht mehr. Ich wohne gegenüber im Penthouse. Und dann macht es sich auch stolz sagen, ich habe mich endlich emanzipiert. Und ich glaube, das ist auch der Aufwachprozess,
wir kommen ja als, da sind wir, Dennis, ich habe dir sehr genau zugehört, das hat auch etwas mit spirituell zu tun. Wir kommen ja als sehr, als wir sind ja spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen. Und wenn wir auf die Welt kommen, sind wir sehr mutig, weil wir entschließen uns eben ins Unbekannte zu gehen, auf Sauerstoffatmung umzustellen. Wir können nicht reden, wir können nicht sprechen, aber wir glauben, dass auf der anderen Seite jemand kommt, der uns wohlwollend in Empfang nimmt. Wir schreien dann und wir kriegen dann ein Lächeln von unserer Mutter und dann geht es seinen Gang. Das heißt, wir sind sehr mutig und lernen auch nicht aufgrund von Anreiz laufen oder sprechen, sondern es ist automatisiert und wir lernen sehr schnell zu widersprechen und sehr schnell in unsere eigene Richtung zu laufen. Und dann werden wir über unsere Erziehungssysteme eingenordet. Das heißt, dazu, jetzt wo du das eigentlich alles dir selbst beigebracht hast, ja, das hast du ja selber beigebracht und nicht durch Anreize. Wenn du jetzt schnell sprechen lernst, kriegst du den Netflix-Anschluss. Dann erklärt uns man, nachdem wir das alles selbst geschafft haben, also das Wichtigste lernen wir in den ersten 3, 4, 5 Jahren, das, was jetzt kommt, was eigentlich gar nicht mehr so komplex ist, dafür gibt es ganz neue Regeln. Du bist auf den Staat und seine Gängelungsmechanismen angewiesen. Und wenn wir uns daran erinnern, dass das gar nicht der Fall ist, sagen, ich bin ja eigentlich frei, weil ich habe die Freiheit zu entscheiden, was ich nicht nutzen werde, weil es ja eine Alternative gibt. Und das sagt, da hat ja auch der Kollege Spock recht. Und das sieht natürlich anders als Ernst Wolf, dass man sagen kann, es ist Zeit für ein demokratisches Geldsystem, aber das musst du auch nutzen. Wie man sagt, wenn du das nicht benutzt, dann bist du ja selbst der Hemmschuh. Sei selbst die Wandlung, die du sehen willst. Benutze dieses Geld, beschäftige dich damit und dann geht es. So, es kommt nicht jemand, der das stellvertretend für dich macht, also ein Bitcoin-Banker, der dir dann ein Konto gibt, sondern dann muss ich das selber machen. Ja, du hast ja auch selbst sprechen gelernt, du hast ja auch selbst denken gelernt, du hast ja auch selbst gelernt, da gab's ja keinen Kurs, den du belegt hast. Was sind denn alternative Medien? Hast du so einen VHS-Kurs belegt und da haben sie, da gibt es YouTube und irgendein, das hast du doch auch gemacht. Fang doch mal an, dich mit dem zu beschäftigen, sagen, ach so, am Anfang war es ein bisschen Browser, wie heißt die Adresse? Und jetzt sagst du, jetzt verstehe ich das. Und ich glaube, dass wir auch als diejenigen, die sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, vielleicht auch uns klar machen müssen, dass es da eine Hemmschwelle gibt, die ist anerzogen, weil in Deutschland heißt es nicht umsonst, über Geld spricht man nicht. Warum? Ja, deswegen nämlich nicht. Damit wir merken, so schwierig ist es nicht. Es ist nur eben eine Veränderung, dass ich mich zum ersten Mal um Geld selbst kümmern muss. Und zwar selbst um Banker, selbst damit. Das hat immer irgendjemand gemacht, ein Experte und so. Und den habe ich vertraut, der hat mich verarscht. Und wenn du aber sagst, wenn du dich damit mal beschäftigt hast, dann ist es eben genau das, was Bildung ja hat. Bildung wird ja mehr, wenn man sie teilt. Das heißt, da gibt es schon viel Wissen und ich kann nur alle auffordern, die sich damit beschäftigt haben, quasi auch rauszugehen, ohne zu missionieren und es den anderen, den Anfängern leicht zu machen, sagen, ich zeig dir das mal eben. Den Rest musst du selber machen. Aber es ist so ein bisschen wie Fahrradfahren. Ich habe vor ein paar Tagen wieder meinem kleinen Fahrradfahren beigebracht. Der tritt zwar noch die Pedale, aber dadurch, dass er Laufrad gelernt hat, kann er schon damit, und irgendwann musst du das selber machen, aber ich habe es ihm leicht gemacht. Ich habe ihm nicht ein Fahrrad hingestellt, ohne zu sagen, mach mal, er ist auf die Schnauze, weil er fährt nicht. Ich möchte das ja auch, dass der Fahrrad fährt, das freut mich ja auch. Und ich glaube, dass die, die schon länger im Thema sind, auch eine Freude entwickeln sollten, sagen, ich zeige das jetzt mal den noch nicht so super Nerds und so, weil so schwierig ist es nicht. Und es macht auch Spaß, jemand etwas beigebracht zu haben, zu sagen, hat das verstanden. Ein bisschen wetten das. Ich wette, dass sie es nicht schaffen, dass ich es ihnen nicht beibringen kann. So, das fände ich eigentlich super, damit es etwas Spielerisches hat, weil ich glaube, wir müssen an dieses Thema spielerisch auch rangehen, denn man muss es ja auch mal ganz praktisch sehen, wenn man sich in diesem Leben, in seinem Leben mit allem Möglichen beschäftigt hat, nur nicht mit etwas, mit dem man täglich Umgang hat, nämlich Geld, dann muss man sagen, ist das auch schon ziemlich etabliert, dass man sich auch damit überhaupt nicht beschäftigt. Da ist schon eine gewisse Absicht. Und wenn man eben sein ganzes Leben lang sich mit etwas überhaupt nicht beschäftigt hat, sondern es einfach nur benutzt hat, dann ist das doch schon eine Hemmschwelle. Die existiert. Und dann muss man langsam anfangen, die abzubauen, bis einmal sagt, warum habe ich das? Das ist ja so schwierig, ist es ja nicht. So wie ein Smartphone heute jeder benutzt mit dem Navi drauf, so schwierig ist es nicht. Aber ich erinnere mich noch daran, es war vor 20 Jahren, als mir irgendjemand darauf erklären wollte, was ist ein Interface? Ich habe das nicht verstanden, weil es abstrakt war. Und heute sage ich, verstehe, was du meinst. Das ist eben so. Der Mensch hat Probleme mit der Veränderung und da sollten wir vielleicht alle, die wir ein bisschen mehr damit zu tun haben, gucken, dass wir nicht sagen, ach komm, der lernt's eh nicht, das bringt uns nämlich nichts. Wir müssen mehr Leute dazu bringen, sich damit zu beschäftigen. Das ist auch für die Nerds etwas als Ding, damit es was wird. Weil wenn wir als Nerds unter uns bleiben, dann haben wir keinen Wandel einer Gesellschaft geschafft, dann sind wir eine Art Sekte, die sagen, wenn nur mehr Leute mitgemacht hätten, wäre es besser gewesen, weil ich sage an der Stelle ja immer, der Köder muss ja den Fisch schmecken und nicht nur Angler. Es ist also auch auf die Aufgabe derer, die sich schon länger damit beschäftigen, auch bei denen ist nicht vor 100 Jahren der Groschen gefallen, sondern da war in den letzten 11 Jahren mal was, sagen, okay, und jetzt gebe ich das weiter. Sonst ist das eine elitäre Währung. Und ich glaube, das ist ja genau der Punkt, was diese Währung nicht sein möchte. Es soll eben keine elitäre Währung sein. Es soll eine breite Währung sein. Und dann müssen wir uns überlegen, wie wir das breit suchen, dass die Leute sagen, okay, ich höre mir das mal an.
Das ist das, was ich mir wünschen würde, dass Leute, die sich schon länger damit beschäftigen, sagen, welche drei Leute möchte ich denn mit diesem Thema so zusammenbringen, dass sie nicht genervt sind und sagen, das ist ja interessant, kannst du mir das mal zeigen? Du fragst es zum dritten Mal. Okay, und dass man da ein bisschen reinkommt. Dann bringt auch diese Sendung etwas, weil ich habe mir viele Talks und viele Sachen angehört und mich immer gefragt, warum fällt der Groschen nicht? Und es liegt einfach daran, man darf auch nichts voraussetzen. Man darf nichts voraussetzen. Und das habe ich ja im alternativen Medienbereich auch gesehen. Ich habe mir die Dinge, die ich technisch kann, ja auch selber beigebracht. Da kam dann ich habe keine Kameraschule besucht. Und die Leute in meinem Umfeld sind zum Teil Profis, aber viele, Spock, du weißt, wen ich meine, der Mann, der mir zugelaufen ist, der war damals 16 und ist heute derjenige, der andere ausbildet, ist ein Autodidakt. So, den ich dann mal frage. So, es gibt einfach Leute, die können das und die sind da sehr affin. Es gibt andere, die können andere Dinge. Und dass wir da sagen, wenn wir es gemeinsam ändern wollen, dann sollten wir uns auch gegenseitig darin schulen. Es sollte uns Spaß machen, uns gegenseitig zu teachen. Das würde ich mir wünschen. Ja, also da war jetzt so viel drinne, dass ich zwischendurch angefangen habe mitzuschreiben. Und ich bin froh, dass ich jetzt zu Wort komme, weil tatsächlich ist das Blatt voll. Also, für mich, das Gute an diesen vielen Punkten ist, für mich kommt das alles an einer Stelle zusammen und da schließt sich der Kreis bei den von mir schon angesprochenen Meetups. Also du hast angefangen mit beispielsweise Corona auch als Chance zu begreifen oder generell die Krise. Ich habe vorhin gesagt, auch dieses Thema Inflation bietet eine große Möglichkeit für uns, da das Bewusstsein zu erhöhen. Auf diesen Meetups, die sind quasi in der Corona-Zeit geboren, sind viele Leute zu diesem Thema Bitcoin oder sich dann eben auch treffen und darüber zu unterhalten, sind dazu gekommen, weil sie halt zum einen Zeit hatten, sich durch Corona mit Themen zu beschäftigen, zum anderen aber auch, weil sie eben die Notwendigkeit für diesen zwischenmenschlichen Austausch gesehen haben. Dann brachtest du das Thema Diversität auf, ne? Also dass wir nicht nur irgendwie die Softwareentwickler sein dürfen, die da untereinander quatschen. Und das ist für mich auch mit eins der schönsten Dinge, die es bei diesen Meetups zu sehen gibt, nämlich dass wir da männlich, weiblich, jung, alt, Berufsgruppen, alle möglichen Gruppen und Stände sind dort vertreten. Und das ist quasi auch schon wieder der Anschluss zum nächsten Punkt, den du brachtest, nämlich dieses Selbstverständnis oder wie es von den Eliten auch so als Kasten gesehen wird. Weil das in der Bitcoin-Community sagen wir sind alle Plebs. Ne? Also das Selbstverständnis ist, wir sind quasi das Volk, wir sind meinetwegen auch das Fußvolk, die unterste Schicht, aber die haben sich halt selber ermächtigt. Wir sind hier und uns kann das keiner wegnehmen, weil wir eben jetzt selbst souverän sind und nicht mehr daran glauben, dass irgendwer uns erzählt, wie es funktioniert, wie wir heizen sollen oder was auch immer. So, und gerade eben, weil dort alles Mögliche zusammenkommt, auch was Erfahrung angeht, sind wir da auch gerne bereit, alle halt eigenes Wissen zu teilen, vom eigenen Weg rein in dieses System zu berichten und anderen auch ja Erfahrungswerte mit an die Hand zu geben. Also das letztendlich, ich habe vorhin ja schon gesagt, mit allem, was man weitergibt, macht man den Kuchen im Grunde genommen ja für alle größer. So, und das ist eben auch die Erfahrung, die auf diesen Meetups oder auch durch persönliche Kontakte dann praktisch gelebt werden kann. Also die Leute, die mittlerweile meine zwei besten Freunde sind, die habe ich auf diesen Meetups getroffen. Das ist auch persönlich halt eine ganz ganz gute Sache. Deshalb würde ich jeden da draußen ermutigen, den Link können wir nachher auch mal in den Shownotes teilen. Es gibt das halt mittlerweile in fast 200 deutschsprachigen Städten. Also wahrscheinlich ist für jeden, der das hier hört, irgendwo in der halbwegs erreichbaren Nähe was zu finden, wo man einmal im Monat sich mit spannenden Leuten irgendwie unterhalten kann. Nicht nur über das Thema Bitcoin, sondern auch generell politisch, gesellschaftlich, was auch immer einen interessiert. Also wir haben damit schon über alle möglichen Themen gesprochen und auch kleine Side Note, ich bin mittlerweile auf das Backen mit Sauerteig über diese Meetups gekommen. genau. und Spock weiß, wie begeistert ich von diesem Thema mittlerweile bin. Dann dieses Ding, ja, Bildung teilen. Also jedem von uns ist nochmal, wie gesagt, dran gelegen, da einfach mit den anderen diesen Wissensstand auch zu teilen, einfach weil wir halt auch Freude daran haben, andere Leute daran wachsen zu sehen. Also ich
habe mehrere Beispiele im eigenen Umfeld, die von sich aus sagen würden, ich habe zwei linke Hände, ich weiß nicht mal, wie ich den Drucker anschalte. Und die können mittlerweile ihre eigene Bank sein, weil sie es über den zeitlichen Verlauf von 2 Jahren einfach geschafft haben, sich über ein persönliches Interesse da so reinzuarbeiten. Und die erklären jetzt wiederum anderen Leuten, wie sie halt ihre Wallet anlegen und was dabei wichtig und zu beachten ist. Also das ist einfach auch von anonymen Bankern. Ja, genau. So ein Meetup ist im Grunde genommen ja so eine Selbsthilfegruppe für Bitcoiner. Okay. Ja, super. Sag mal, gibt es irgendein Land, wenn man das jetzt mal mit der BRD vergleicht, wo das Thema prozentual, was die Völker angeht, schon viel weiter ist? Ja, El Salvador, ganz klar. Also da kann man tatsächlich seine Steuern, glaube ich, inzwischen sogar auch da drin bezahlen. Ne? So ist doch. Ich glaube, das ist offizielle Landeswährung zusätzlich geworden. Und El Salvador hat es tatsächlich auch geschafft, seine Staatsverschuldung damit abzubauen. Also ich meine, jetzt sind wir in der Geopolitik. Staatsverschuldung kommt halt irgendwie durch die Weltbank und so. Und das ist nicht aufholbar eigentlich. Ja. Das hat es noch nie gegeben. So. Ja. Und El Salvador hat es geschafft tatsächlich jetzt schon. Wenn das ein Staat schafft, sich stärker in die Unabhängigkeit zu bewegen, bedeutet, dass wir irgendwann alle unabhängig sind. Und was wäre denn eigentlich das Ideal, dass die Menschen die klassische Währung wie so benutzen wie unser einer das ZDF? Also im besten Fall schon, weil verschwinden wird es wahrscheinlich nicht. Grundsätzlich glaube ich, lassen Staaten sich dieses exorbitante Privileg der Geldschöpfung nicht aus der Hand nehmen, aus vielen guten Gründen, wie sich jeder denken kann. Ich würde anknüpfend an diese El Salvador-Geschichte auch nochmal ein anderes Beispiel anbringen, weil zum Beispiel es gab bei Argentinien ähnliche Überlegungen vor, ich glaube, 3 oder 4 Jahren war es. Und da ist der IMF direkt eingeschritten und hat denen ganz klar gemacht, weil sie da gerade in auch Kreditverhandlungen mit dem IMF waren, dass dieses Thema Kryptowährung oder Bitcoin halt tunlichst zu unterlassen sei, weil ansonsten die Finanzierung da abgestellt wird. Und das ist quasi dann so die Parallele im Großen zu dem, was ja dann auch, wie du es geschildert hast, hier im Kleinen stattfindet. Ne? Dann wird das Konto gekündigt oder der Kredit ist in Gefahr. Genau. Und von daher glaube ich, gibt es... Also können wir da, selbst wenn in El Salvador vieles noch nicht irgendwie super läuft und es da sicherlich auch Dinge zu verbessern gibt, können wir das zumindest mal als spannendes Experiment auf der Habenseite sehen, weil dort tatsächlich ja ein Land sich mal ermächtigt hat und jetzt halt unabhängig vom Dollar operieren kann. Und da gab es, wie gesagt, seitens des IMFs totale Bestreben, auch das für andere Länder zu untersagen, weil wenn das mal ans Laufen kommt und Schule macht, also ich weiß zum Beispiel, wie auch Tagesschau, FAZ und sowas, als es dem Bitcoin-Preis vor 2 Jahren nicht ganz so gut ging, nicht müde wurden, dieses Experiment El Salvador als gescheitert zu bezeichnen. Und jetzt findet man keinerlei Headlines darüber, dass eben diese Staatsverschuldung jetzt sich so entwickelt hat und so. Also wenn der Preis hochgeht, wird über die guten Aspekte überhaupt nicht berichtet, wohingegen ja seitens öffentlicher Rundfunk oder eben auch der ganzen anderen Journalie da gerne drauf eingehackt wird, wenn es mal nicht so läuft. Also ist auch noch ein wichtiger Punkt, finde ich. Ja, also ich glaube, dass wir die aktuelle Kündigungswelle bei alternativen Medien und dieses ständige Suchen, wer dich noch nimmt, dass wir das auch nutzen können, zu sagen, genau wie Leute Sendungen verloren haben oder Einfluss verloren dazu, dann baue ich mir mein eigenes Universum. Und ich spreche aus eigener Erfahrung, es gibt keine Zeitung oder keinen öffentlichen Sender oder niemand, wer public ist, der, für wenn ich einen Vortrag halte, Werbung macht, und ich mache aber trotzdem die Hallen voll. Die Leute erfahren das, ich plakatiere nicht, sondern die Community ist groß genug, dass sich Leute das anhören. Und ich bin immer erstaunt, wie gut Schwurbler aussehen und wie stark die im Mittelstand verwurzelt sind. So, und wenn ich zukünftig auch sagen würde, dass ich da auch da, dass man Tickets, wenn, also es gibt ja eine Menge Leute, wenn Daniele Ganser seine Tickets in Bitcoin abrechnen würde, theoretisch, das wäre doch super, auch darüber nachdenken, wie kann ich dafür sorgen, ich werde es jedenfalls in meinem Vortrag jetzt immer mit einbauen und ich werde immer darüber sprechen und ich werde in jedem, wo es immer die Möglichkeit gibt, ich habe es gestern gemacht beim 1-Stunden-9-Take zum Thema, es soll hochskaliert werden, da habe ich am Ende gesagt, Bitcoin ist, dass ich das einfach in die Köpfe bringe und das ist, glaube ich, die Aufgabe auch von Medienmachern, was kann man denn machen? Das ist für mich nicht nur Geld. Wenn man eben das Wesen von Geld versteht, ist es praktisch der Generalschlüssel in die Unabhängigkeit. Das ist wie Lesen lernen. Und dann kann man jedes Buch lesen. So kann man es, glaube ich, verdeutlichen. Das ist wie Lesen lernen. Und dann kannst du bestimmen, welches Buch du liest.
Also was ich auch noch eine gute Sache finde, wenn ich mich daran erinnere, ich habe ja vorhin gesagt, also bei mir ist das auf fruchtbaren Boden gestoßen, weil ich vorher schon ein bisschen was wusste. Da kann ich jetzt mal auch mal die Werbung zurückgeben. Man möge sich mal im Apolut-Archiv umschauen und da zum Beispiel so Positionensendungen angucken mit Markus Krall und dem Herrn Thomas Meyer und Norbert Hering und Max Otte, die Positionensendung 20 zum Beispiel, der große Finanzcrash, das war 2020. Nee, 2019 ist die, glaube ich, aufgezeichnet worden. Und das Interessante ist, wenn man das retrospektiv sich heute einmal anguckt, weil da war ja die Frage, was machen die denn, wenn es so weitergeht, dann wird es ja 21 auseinanderfliegen. Jetzt wissen wir, was sie gemacht haben. Das kann man sich zum Beispiel mal angucken. Man kann sich auch noch mal so ein Im Gespräch angucken mit Georg Zoche, der ein Buch geschrieben hat, Welt macht Geld. Das war schon, glaube ich, 2010 oder so. Aber das ist einfach Hammer. Das sind so Grundlagen. Oder ein zweiteiliges Interview mit Bernd Senf, erinnere ich mich auch noch. Der lebt gar nicht mehr. Aber der hat wirklich wichtige Sachen zu sagen. Und dann, dann versteht man tatsächlich auch einfach das noch wieder ein bisschen besser, das also, weil es steht und fällt damit, dass man die Geldschöpfung des Fiat-Systems einmal verstanden haben muss, um zu wissen, ach so, deswegen habe ich auch immer Probleme. Und deswegen, und deswegen müssen auch Unternehmen immer wachsen. Ach, und deswegen gibt's Kriege. Das wird alles ein bisschen verständlicher. Aber weil du das ansprichst, das ist auch der Grund, warum Leute sagen, okay, da gibt es noch Informationen, da möchte ich eigentlich, weil Missen ist Macht, die möchte ich eigentlich nicht, dass die Leute das sehen, weil wenn sie darauf stoßen, denken, das ist ja doch gar nicht alles geschwurbelt, was da damals für die Zukunft beschrieben wurde, das ist ja alles, stimmt ja alles, das findest du alles bei Apolut unten, wenn du runterscrollst unter dem KenFM-Button, da sind alle Gespräche, die damals dort veröffentlicht wurde, gelistet und wenn dann eben einem solchen Portal der Hahn abgedreht werden soll durch Kontokündigungen und andere Portale das quasi übernehmen, dann wird es die treffen, es wird also nicht, es hat nichts mit mir zu, ich publiziere da gar nicht, da sind Informationen, da wollte ich eigentlich, dass die verschwinden. Jetzt haben die ihre eigenen Server. Es nützt also nichts, dass ich bei YouTube keinen Kanal habe. Die haben ihre eigenen Server. Wir sehen die Klickraten, die sind nicht bescheuert und sagen, immer mehr Leute bewaffnen sich da intellektuell. Und wenn die jetzt auch noch da mal Nägel mit Köpfen machen, dann gibt es nur eine Möglichkeit, indem wir eben dafür sorgen, dass so etwas nicht mehr publiziert wird. Und da wäre es einfach schön, wenn wir ganz viele Hotspots, Proxys wären, wo das dann alternativ aufpoppt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, es ist eine Bewegung, die in allen Gesellschaftsschichten stattfinden muss. Deswegen da hat Karl Marx absolut recht. Wir brauchen ein Klassenbewusstsein. Hör zu. Wir sind diese 99%, die aber über das, was uns, womit wir uns verständigen, Geld, so wenig Ahnung haben, weil wir davon ausgehen, die müssten uns ja informieren. Die haben ja gar kein Interesse daran, dass wir uns, das heißt, müssten wir schon selber machen. Und so wie es bei den alternativen Medien auch nicht so ist, dass es ein Auftrag vom Staat gab, informieren sich, sondern da ist selbst ein Interesse geweckt worden, das hat also geschlafen, müssen wir eben auch, was das Marketing angeht, uns überlegen, da sind diese Treffen sehr gut. Wie können wir das so machen, dass die Veränderung, nämlich sich mit selbst zum ersten Mal in seinem Leben mit Geld zu beschäftigen, selbst zum Banker zu erklären, das muss Spaß machen. Das muss raus aus dem Abstrakten, es muss Spaß machen. Und das ist das, was ich mir in diesem Jahr auf die Fahnen schreibe. Was kann man machen, um zu zeigen, da sind auch interessante Menschen, weißt du, die reden da auch über Geld, aber eben nicht nur. Das machen also, sie noch nie. Wenn irgendwas Spaß macht, dann sind es Bitcoiner. Also weil die wollen Spaß und das korrespondiert total mit deinem Vortrag, wo du doch dann auch, ne, wenn ich nicht tanzen kann und so, dann will ich eure Revolution nicht. Also das, genau. Und die tanzen. Ja. Ja, genau. Das ist ganz wichtig. Es muss Spaß machen. Du hast hier gerade Emma Goldman zitiert. Nicht, dass da jemand kommt, sondern wenn du eine Veränderung willst, dann musst du selbst eben sein. Wenn du eine Gesellschaft haben willst, wo Revolution nicht gleich das Erfinden der Guillotine bedeutet, dann musst du es anders angehen. Und wie? Indem du die Erfahrung sammelst. Und das ist eben so, das Leben ist ja voller Metaphern. Es gab keine finanziellen Anreize für dich, dass du dich irgendwann aufgeregt gestellt hast und hast selbst laufen gelernt. Das war in dir intrinsisch drin. Und irgendwann hast du das vergessen. So, und jeder, der dir eine Dienstleistung zur Verfügung stellt, und dies auch noch umsonst, da musst du dir die Frage stellen in einer solchen Gesellschaft, warum es das so ist, weil du das Produkt bist. Und wenn du das mal hinterfragst, da sehe ich auch dann bei Dennis, dann sagst du, ich könnte viel mehr Bereiche selbst bestimmen. Das heißt, ich bin kein Wegelagerer mehr von Möglichkeiten, sondern ich schaffe die Möglichkeiten eben selber. Da kommst du auch davon weg, dass du sagst, wenn ich nur die richtige Partei wähle, dann wird mein ganzes Leben, das kannst du auch machen, wenn es dir Spaß macht, ja? Aber du musst nicht darauf warten, dass ich alle 4 Jahre eine Chance
bietet, sondern so wie alle 10 Minuten irgendein Block gemeint zusammen gehasht wird, kannst du auch sagen, mein Leben besteht als Metapher auch in Hash. Ich schaffe auch alle, muss nicht alle 10 Minuten sein, aber alle 10 Tage Möglichkeiten, die, wo ich sage, ey, und dann bist du auch nicht mehr davon abhängig, dass irgendjemand im System sagt, du wirst, wenn du tanzen willst, kannst du das schon gerne machen, aber nach meiner Pfeife. Nee. So, und das hat für mich eben auch etwas, dass wir, die wir im, ich würde ja gar nicht sagen im Widerstand sind, sondern im Aufbaumodus eigentlich sind, da müssen wir unsere eigene Sprache entwickeln, davon wegkommen, dass wir es denen mal zeigen werden. Es geht nicht mehr darum, es denen zu zeigen, es geht darum, uns etwas zu zeigen, nämlich, dass wir die, wenn wir sie noch als Projektionsfläche brauchen, sind wir nicht so viel anders. Das auch mal zu hinterfragen, solange ich die eben brauche. Ich brauche die Bösen eigentlich gar nicht mehr, weil ich habe dafür keine Zeit. Es gibt so viele interessante Leute, dass ich lieber mit denen etwas mache und die reichen mir. Es könnten ein bisschen mehr sein, weil es verschiedene Bereiche gibt, wo ich sagen kann, Sauerteig esse ich auch gerne, habe es selbst noch nicht gemacht, ich weiß, wie es geht, aber dass ich eben auch sage, weißt du, da unterhält man sich dann auch über Geld, aber Geld bedeutet ja letztendlich nichts anderes wie Möglichkeiten schaffen. So, aber wie gesagt, weil man sich darüber in Deutschland nicht unterhält, ist es halt irgendetwas, wo man sich was aus dem Automaten rauslässt und dann kann man sich eine Pizza kaufen. Es ist weit mehr. Da muss aber auch auf der anderen Seite eben auch fair sein, dass es eine Hemmschwelle gibt, liegt einfach daran, wie schwer ist es denn, sich mit etwas zu beschäftigen, mit dem man sich komischerweise noch nie beschäftigt hat. Das ist ja einfach so. Und auch, das muss man immer mit einberechnen. Ne? Auch da sind mehrere Punkte drin. Also ich schließe mal direkt an das an, was du jetzt gerade gesagt hast, weil das auch ganz gut zu dem Thema passt, was ihr eingangs hattet. Also dieses Thema Geld ist nicht nur abstrakt und vielleicht auch erstmal kompliziert, sondern es wird einem auch madig gemacht. Also eine der einschneidenden Erinnerungen, als ich angefangen habe, mich mit Bitcoin und den verwandten Themen zu beschäftigen, war dann auch an mir selber festzustellen, dass ich diesen Begriff Kapitalismus für mich nie richtig interpretiert hatte. Also das war dann quasi die Auseinandersetzung mit den Theorien der österreichischen Schule, die mir klar gemacht haben, nee, also es ist nicht Kapitalismus, was du nicht magst, weil das, was wir aktuell haben, ist nicht Kapitalismus. Genau. Und all solche Dinge, die führen einen dann dazu, dass man halt auch feststellt, nee, okay, irgendwie ist das, was mir da draußen erzählt wird, nicht richtig. Und je mehr man sich dann eben mit Bitcoin beschäftigt, und jetzt schwenke ich zu dem, was ihr gerade hattet, kommt man eben auch dahin, dass man sieht, okay, ich kann nicht nur meine eigene Bank sein, sondern plötzlich interessiere ich mich auch dafür, wie backe ich denn mein eigenes Brot? Wie erzeuge ich meinen eigenen Strom? Was auch immer, ne? Und das sind diese Dinge, wo ich vorhin schon sagte, da habe ich viele Leute an diesem Thema wachsen sehen. Und es ist einfach, das muss man auch als Warnung aussprechen, es ist gefährlich, sich selbst zu ermächtigen, weil das ist wie eine Droge, das hört nicht auf. Man hat da immer mehr Bock drauf, man kommt mit immer mehr Leuten in Kontakt, die einem Lust darauf machen und plötzlich ist man irgendwie selbst souverän und seine eigene Bank und fühlt sich geil und all diese Sachen da draußen bereiten. Fängt mit Rauchen an, wenn man seinen eigenen Tabak anbaut. All diese Sachen da draußen bedrücken einen auch gar nicht mehr. Also ich muss sagen, das habe ich ja in der After Dark Sendung auch gesagt, mich hat dieses Gefühl von Selbstermächtigung auch dazu gebracht, dass ich mich mit diesem ganzen Scheiß da draußen viel weniger auseinandersetze. Spock sagte ja vorhin, das betrifft mich nicht. Ich verbringe wesentlich weniger meiner Zeit jetzt in den letzten 2 Jahren damit, mich darüber zu echauffieren, weil vieles davon betrifft mich einfach nicht mehr. Ich möchte mich davon nicht betroffen machen und tatsächlich auch praktisch bin ich davon nicht mehr betroffen. Und das ist wirklich was sehr, sehr Schönes. Und für das System ist sowas natürlich total gefährlich. Also das Gute daran ist, dass auf diese Art und Weise nicht mehr die Frage sich stellt, ja, wie kommen wir denn aus diesem System raus? Die Frage ist vielmehr, nee, das System muss aus uns raus. Genau. Und auf diese Art und Weise kommt es, also es verschwindet einfach aus den Köpfen, weil diese, weil die Resonanz nicht mehr besteht, in deren Regeln sich zu bewegen oder überhaupt in deren Mindset zu denken oder zu agieren. Also das verschwindet irgendwann immer mehr. Also ich bin ja, letztlich sind wir wahrscheinlich immer noch weit davon entfernt, irgendwie das komplett abgelegt zu haben. Aber jedes bisschen, das erzeugt, das ist wie ein Rausch, genau wie Dennis das beschrieben hat. Das macht frei und das fühlt sich geil an. Ja, kann ich bestätigen. Ich kann auf der anderen Seite auch sagen. Einen kurzen Punkt würde ich gerne noch loswerden, weil du vorhin ja auch schon gesagt hast, okay, ab diesem Punkt spätestens lässt sich da eine spirituelle Ebene
rauslesen. Und genau. Jetzt beantworte ich auch die Frage von vorhin. Ich habe mittlerweile zwei Kinder, also die sind 11 und 14 Jahre alt. Und es ist einfach auch wunderschön zu sehen, wie in denen, wenn man dieses ganze Ding losgelöst von Bitcoin und so auch als transgenerationales Projekt begreift, ne? Also weil das wird sich dann wahrscheinlich nicht mehr in unserer Lebensspanne gesamtgesellschaftlich ausspielen, wie wir das gerne am Ende sehen wollen würden. Auch das macht was mit einem, über das eigene Ego hinaus, über diese ganzen Themen nachzudenken und zu sehen, wie beispielsweise auch die Einstellungsänderungen, die man persönlich hat, von den Kindern angenommen werden, hinterfragt werden, eingebaut werden in ihr eigenes Leben und sich somit auch, wie gesagt, transgenerational Dinge ändern. Das ist, finde ich, auch ein wunderschöner Nebenaspekt dessen. Mhm. Ja. Gut, vielleicht, was ich noch sagen wollte zu Spock, ich spreche da aus eigener Erfahrung, es ist einfacher, einen Menschen aus einem Ghetto zu bringen, wie das Ghetto aus dem Menschen. Das muss man auch wissen. Das sind Aufgaben, das Geld funktioniert ist ja jetzt nicht etwas, also staatliches Geld funktioniert ist ja jetzt nicht etwas, was eine neue Geschichte ist, sondern Geld oder Zins und Zinseszins, das ist schon in der Bibel beschrieben, warum die alle 7 Jahre gesagt haben, es geht eben so nicht. Aber darüber wurde nicht geredet und das Geldsystem crashen und wie das funktioniert und welche Abhängigkeiten produziert werden und so weiter. Das ist alles, hat schon sein System, weil es ist sehr stabilisierend für eine Gesellschaft, die pyramidal von der Spitze herunter organisiert wird. Wir sind aber auch so sozialisiert worden, erzogen worden, dass wir eine Art Nanny-Staat fordern, ja, und bitte bemutter mich und das dann und sagen, das würde ja dann auch bedeuten, Verantwortung übernehmen. Und das ist genau das, viele sind mit der Verantwortung, übernehmen sich, sondern weil sie das gar nicht mehr gewohnt sind, weil man kann es ja auch sehen, politische Parteien, sage ich ja immer, oder Politiker haben ja nicht nur die Funktion, dass sie ein Angebot machen, sondern sie haben vor allem die Funktion, dass wenn das dann nicht klappt, die Partei und der Politiker, dass ich sagen kann, der war schuld, dann bleibe ich also schon unschuldig. Das klappt ja dann eben nicht mehr. Sobald ich das umdrehe, sage, ich brauche eigentlich gar keinen mehr, der mich reagiert, dann habe ich aber auch keinen mehr, wo ich sagen kann, wegen dem. Sondern wenn dann etwas schiefgelaufen ist, weil ich mein Wallet verloren habe und mein Stick habe ich leider auf die Müllkippe und kaufe die danach, bin ich einfach selber schuld. So, und das sind wir nicht gewohnt. Wir sind gewohnt, dass es immer jemanden gibt, der uns angeboten als Sündenbock, der schuld ist, und das sind auch sehr viele bequeme Seiten, auch unbequem, wenn man letztendlich immer Opfer ist, weil jemand anders erklären kann, tut uns furchtbar leid, jemand anders ist schuld. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man eben auch sieht und dass man bei seinen Kindern vielleicht sagen kann, dass man die an das Thema heranführt, dass die, wie heute eben sagen, die habt ihr früher immer vor dem Fernseher gewartet, bis die Sendung am Dienstag kam, das ist ja total, musste immer nach Hause gehen, das ist ja total unpraktisch. Oder die hattet, der anrufen konnte aber nur einen Ort, aber gar nicht euch, war nicht mobil, nee. Und das, oder man hatte so einen Kassettenrekorder und da waren eben 15 Tracks auf dieser Kassette und heute hat man eben einen Anschluss und hat alles dabei, was ich, 150.000 Songs, theoretisch. Also, ich glaube, dass unsere Kinder besten oder unsere Enkel sagen, so war das immer. Ja, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Früher war man total erpressbar und das hat sich aber Freiheit genannt. Wann hat man euch verarscht? Wir wussten es nicht besser, wird man dann sagen. Und ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren, wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, dass wir in den nächsten 15 Jahren noch herzlich darüber lachen werden, dass unsere Kinder uns den Spiegel vorhalten und sagen, selber schuld. Ich finde, für mich ist da immer so eine ganz gute Analogie, die Trennung von Staat und Kirche. Und das, was wir hier jetzt vorhaben, ist die Trennung von Staat und Geld. Und ich finde es, selbst wenn ich sage, gewisse Dinge, die liegen wahrscheinlich außerhalb unserer eigenen Lebensspanne, finde ich es nicht unwahrscheinlich, dass wir tatsächlich in 20 Jahren zurückblicken und denken, ähnlich wie wir es jetzt beispielsweise auch auf das Internet bezogen tun, so wie konnte man jemals ohne das leben? Beziehungsweise wie konnte es sein, dass Staaten damals das Geld verwaltet haben? Also warum überhaupt? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wie konnte es sein, dass Leute irgendwie bedrucktes Papier für wertvoll gehalten haben? Und also genau so sehe ich das tatsächlich in 20 Jahren. Einfach weil, wenn man jetzt auch mal mit, also diese Dynamik, die das System innerhalb der letzten 15 Jahre gewonnen hat, oder auch nur alleine der letzten 5, wenn man die mal quasi extrapoliert und auch davon ausgeht, dass sich Wissen noch besser verbreiten wird. Also als ich zum Beispiel 2017 eingestiegen bin, gab es im deutschsprachigen Space so gut wie überhaupt keine Informationen. Es gab vielleicht 3, 4 Artikel. Mittlerweile auch dank der Arbeit, die wir mit 21 oder viele andere Kollegen auch auf YouTube in Form von Podcasts oder Fab mit Apriko Media, mit Büchern und sowas macht, ist der deutschsprachige Space so von Informationen gesättigt, dass ich nicht mal hinterherkomme, diese ganzen Podcasts mir anzuhören. Und dementsprechend, glaube ich, wird es immer auch
den Leuten einfacher gemacht, an diese Informationen zu kommen, an verwandte Informationen zu kommen, darüber auch zu verstehen, dass es nicht nur ums Thema Geld geht, sondern man vielleicht auch gesellschaftliche Strukturen wie am Ende auch den ganzen Staat hinterfragen sollte, weil die eben halt nicht das Beste im eigenen Interesse haben. Das multipliziert mit den ganzen Problemen, wie zum Beispiel Inflation, Zwang und Folter und was weiß ich nicht, was wir hier so erleben. Das wird einfach dazu führen, dass wir innerhalb der nächsten 20 Jahre doch schon ein gutes Stück von Wandel sehen werden. Und jetzt mag mich der ein oder andere ein Optimist nennen. Also ich schaue halt lieber so da drauf, weil ich davon ausgehe, dass genau durch diese Sicht da drauf wir das auch herbeiführen und bewirken können. Und das ist einfach auch, ja, selbst wenn es nicht funktioniert, ich habe eine wahnsinnig gute Zeit, mir macht das Spaß und ja, ist halt schön, irgendwie zumindest das Gefühl zu haben, einen sehr wichtigen Beitrag zum positiven Wandel dieser Gesellschaft beitragen zu können. Weil, seien wir mal ehrlich, wo kann man das denn sonst noch heutzutage bewirken? Also ich, keine Ahnung, die Leute, die sich da festkleben, ja. Aber Dennis, ich möchte dir dahingehend recht geben, wenn man sagt, na, ihr seid vielleicht naiv oder so. Wenn man sich überlegt, ich habe den größten Teil meines Lebens öffentlich-rechtliches Fernsehen konsumiert, teilweise auch gemacht und war bei einem Staatsapparat. Und dann bin ich irgendwann 2011 in den privaten Sektor gegangen. Und ich glaube, viele haben angefangen erst sehr spät, jedenfalls meine Generation, sehr spät sich mit alternativen Medien zu beschäftigen. Aber welchen Wandel hat die Welt genommen, seit es alternativen Medien gibt, im Vergleich, wie sie bisher war, obwohl es doch ganz lange das andere. Das heißt, ich glaube, was jetzt passiert ist, Sie sehen ja jetzt eben auch, der Einfluss wird immer größer, weil derjenige, der nicht nur da sitzt und konsumiert, sondern der proaktiv rangeht, der ist auch bereit, die Information ganz anders zu verwerten. Weil wie jemand, der wirklich in ein Fußballstadion geht, der geht nicht nach der Hälfte, sondern der möchte auch danach weiter Fußball sehen, weil er daran interessiert. Also er ist addicted bei diesem Ding. Und hier sehen Sie eben, und das war immer Ihr großer Albtraum, okay, Informationen zu allen möglichen, aber lassen die nicht über Geld sprechen. Bitte nicht über Geld. Und jetzt fangen die an, über Geld zu sprechen. Weil wenn Sie dann sagen, so wie Sie sich selbst ermächtigt haben und Ihren Horizont nicht erweitert, sondern erst einmal geschaffen und gesagt, das sind Informationen, die du beim Staat nie bekommst, weil der Staat veröffentlicht das eben nicht. Wenn die jetzt anfangen, über Geld zu sprechen und dann hat es einen ähnlichen Effekt, und der wird meiner Meinung nach, wird die Kurve noch steiler nach oben gehen, dann haben wir ein Problem, denn wir versuchen jetzt, das Internet zu zensieren, aber wenn sich das rumspricht und sie über Geld reden, dass das auch das nicht mehr geht, weil die letzte Zensurmöglichkeit ist eben, einen in die Bankkonten zu kündigen, dann haben wir ein richtiges Problem. Und das ist letztlich etwas, das lässt sich nicht mehr rückgängig machen. So, du kannst heute keinem mehr erzählen, die Erde ist eine Scheibe. Okay, drei werden es glauben, aber der große Rest sagt nein. So, und ich glaube, das ist genau der Punkt, was man auch als Strategie sehen muss. Die andere Seite erkennt das, weil wenn Frau Lagarde genau das sagt, dann sieht die, dass es ein schmales Ding gibt. Deren Titanic geht unter und sie wollen es nicht wahrhaben und sie versuchen dafür zu sorgen, dass möglichst wenig Leute in die Rettungsboote kommen. Und das müssen wir halt wissen, weil auch hier gibt es ein nicht unendlich viel Zeit. Ja, ich glaube, dass wir jetzt anfangen sollten, wenn wir Teile von dem, was wir haben, retten wollen in die Unabhängigkeit, dass wir sagen, wir sollten uns mit dem Wechsel in ein unabhängiges eigenes Geld nicht noch unendlich lang Zeit lassen, sondern wir sollten das eben so auf dem Gas stehen, wie wir uns heutzutage bei alternativen Medien darüber informieren, wenn irgendwas vorgefallen ist, dass ich nicht sage, mach mal das ZDF an, sondern geh auf dein Smartphone, such bei den verschiedenen Browsern und mach dich jetzt schlau, und zwar jetzt im Moment und nicht morgen zur Sendezeit. Ich glaube, das ist auch wichtig, wenn wir da einen Run drauf sehen wollen, dass wir erkennen, dass es im Moment viele Kräfte gibt, die genau das nicht wollen, weil nicht umsonst geben sie Gas und wollen eben die digitale Euro einführen, um das zu unterlaufen. Das muss einem klar sein. Also da auf der anderen Seite haben wir sehr wohl Leute, die verstanden haben, was Phase ist. Und das Beste, was sie im Moment tun, ist, sprich bitte nicht mehr darüber, weil dann machst du es erst interessant. So, ja, deswegen also so wenig darüber. Ist definitiv so. Auf der anderen Seite, glaube ich, müssen wir auch nicht den Fehler machen, uns irgendwie klein zu reden oder zu sagen, wir stehen da gerade am Anfang. Das kann man aus mehreren Perspektiven betrachten. Ich würde nämlich sagen, beispielsweise auch hier sind wir in Deutschland ganz gut am Start. Also Spock antwortete ja vorhin irgendwie darauf, so wo läuft das denn schon alles mit El Salvador? Ja, die sind irgendwie, was Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel angeht, ganz vorne. Aber was hier in Deutschland beispielsweise auch sehr, sehr als Vorbild angesehen werden kann, ist das, was wir mit 21 rund um diese ganzen Meetups aufgebaut haben. Also da ist halt Deutschland auch Vorbild für die Welt. Ich habe letzten Sommer gerade in Prag einen Vortrag auf der größten europäischen Bitcoin-Konferenz darüber gehalten, wie wir jetzt auch versuchen wollen, dieses System außerhalb von Deutschland zu skalieren. Und da selbst da war es schon so,
Also ich habe im Vorfeld der Konferenz ein T-Shirt mit den ganzen 21 Forks gedruckt, wo die Namen drauf standen. Das waren zu dem Zeitpunkt 13 Länder. Also als erstes sind wir damals schon quasi in der Türkei expandiert. Mittlerweile gibt's das in allen möglichen Ländern. Und dieses System wächst. Wir sind in Deutschland auch Vorbild für andere Länder. Und ganz so klein ist das nicht mehr. Also da, nur weil jetzt irgendwie Tante Erna da noch nicht viel von gehört hat oder noch keine Wallet hat, heißt das nicht, dass wir da ganz am Anfang stehen. Also ich würde sagen, man muss sich auch da einfach seiner Rolle oder seiner Kraft bewusst werden. Und wenn wir das denn ins Laufen bringen wollen, wir brauchen da nicht viel Zeit zu. Ich glaube tatsächlich, digitales Zentralbankgeld an den Start zu bringen und das wirklich auch von den Leuten genutzt an den Start zu bringen, das wird für die Zentralbanken auch ein großer Kraftaufwand werden. Und beispielsweise in Nigeria ist dieses Experiment gerade komplett gefailed. Also da wurde es halt überhaupt nicht von der Bevölkerung akzeptiert. Und insofern, glaube ich, ist der erste Schritt, den Leuten einfach bewusst zu machen, wir müssen nicht alles mit uns machen lassen. Und nur weil die Staaten wollen, dass wir aufoktroyiertes Geld nutzen, beispielsweise dann auch in digitaler Form, heißt das nicht, dass wir das mitmachen müssen. Und Bitcoin ist quasi der Notausgang. Und da muss man sich auf der anderen Seite aber eben auch klar sein, den wollen die von außen verbarrikadieren. Und insofern sollte das, wenn für jeden, der das hier hört, einfach mindestens der Aufschlag dazu sein, sich näher mit diesen Themen vertraut zu machen. Und das fängt beim Thema finanzielle Bildung einfach an. Hammer. Wir können den Fun Fact nochmal bringen mit dem 31. Oktober. Luthers Thesen wurden ja eben erwähnt. Luther, Trennung von Kirche und Staat. Das war der 31. Oktober 1500 irgendwas, 17 glaube ich oder so. Und das Bitcoin White Paper ist am 31. Oktober 2008 veröffentlicht worden. Die Frage ist, ist das ein Zufall? Ja. Wer in dieses Rabbit Hole einsteigen will, also es gibt rund um das Thema Daten und auch Bezeichnungen halt echt einige Dinge, die keine Zufälle mehr sein können. Also ich glaube beispielsweise auch, dass, also Satoshi muss jemand gewesen sein, der auch geschichtlich oder historisch generell gesellschaftlich sehr bewandert war, weil all diese Dinge, auch beispielsweise das Geburtsdatum, was er im Bitcoin Talk Forum sich gegeben hat, das ist alles kein Zufall. Und zum Beispiel auch, dass dieses das Bitcoin-Halving, was wir ja vorhin auch schon angesprochen haben, was jetzt nächstes Wochenende wieder stattfinden wird, dass das immer im Jahr des US-Wahlkampfs vor der Wahl stattfindet, das kann auch nicht mit Zufall daherkommen, glaube ich. Ja. Gut. Das war, glaube ich, ganz schön viel Stoff jetzt hier, ne? Für die Leute, die fast 3 Stunden durchhalten. Dazu kommen ja noch die ganzen Links. Lassen wir das mal sacken und packen wir das in alle Systeme und vielleicht ist das der Beginn einer Serie und packt die richtigen Links drunter, wo man sich mal schlau machen kann, welche Tools man nutzen kann und an alle unabhängigen Medien greift das Thema auf und lasst uns da mehr Sendung zu machen und auch vielleicht Leute einladen, die praktische Erfahrungen machen. Ich habe mich ja, oder Spock hat mich ja bestimmt anhand meiner Person eine Lernkurve zu erstellen. Da braucht ihr starke Nerven. Aber würde ich mich auch zur Verfügung stellen, weil ich möchte das viel besser verstehen und lernen auch. Und ich weiß eben, dass ich jemand bin, ich muss das mehr tun. Sobald ich etwas mehr tue, ist das einfacher. Da verstehe ich auch sehr viele komplexe Sachen. Ich verstehe viele Dinge, die komplex sind, aber sie sind für mich dann einfach, weil ich ja weiß, wie es geht. Ich habe da ein Grundwissen angehäuft, Geopolitik oder was ich, irgendwelche Verbrennungsmotoren. Aber bei Geld ist eben so, das war immer so ein Thema. Ich wollte damit nichts zu tun, das war immer zu blöd. Weil Leute, die sich für Geld interessiert haben, die wollten auch sich nur für Geld interessieren und dann irgendwelche Produkte kaufen, die nach viel Geld aussehen. Das hat mich nie interessiert, aber mir ist natürlich klar geworden, schon vor vielen Jahren, dass ich nicht rumkomme, dass ich das nicht noch andere machen, sich dafür, dass ich muss es selber eben verstehen. So, und das kann ich nur zu jedem sagen, der sagt, ach, Geld muss das sein. Das muss sein, aber nur einmal. Und dann wirst du feststellen, so schwer ist es nicht. Und dann wirst du danach nicht mal, wenn ich das gewusst hätte, ich schon früher mit angefangen. Let's go. Ich erinnere mich noch an meinen ersten Computerkurs. Ich erinnere mich das daran, es gab noch keine Apple, es gab PC, der war so langweilig, dass es irgendwann einen Schlag gab. Und ich bin dann mit meinem Kopf auf dem Computer, der hinter mir war, von einem Typ aufgeschlagen, alle sind wach geworden. Es war so langweilig.
dass ich später sehr viel mit Computern zu tun haben würde und dass ein Laptop für mich die ultimative Waffe ist, sonst könnte ich meinen Beruf gar nicht ausüben, sondern ich brauche eben keine Google-Kopfschreibmaschine und Papier, dass ich das machen könnte. Da hätte ich mir jetzt auch nicht träumen lassen, weil ich irgendwann verstanden habe, das ist nur eine Metapher. Ist eine Metapher, um sich kreativ mit der Welt mitzuteilen, ja, oder nicht gestoppt werden zu können. Und so kann man den Bitcoin auch genauso sehen. Es ist eine ein ganz mächtiges Werkzeug, keine Waffe, ein sehr mächtiges Werkzeug. Und man kann mit diesem Werkzeug ganz viele andere Werkzeuge betätigen und da kann dich keiner mehr von abhalten. Und das finde ich daran schon so unglaublich reizvoll. Das ist doch ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Gut, ja, dann. Also ich kann auch nur mal quasi das Angebot in den Raum stellen. Wenn das hier eine Serie sein soll, dann kann ich entweder durch eigenes Beitragen oder auch die Vermittlung von Leuten, Spock kann das mittlerweile bestätigen, gerne dazu beitragen, dass du passende Gesprächspartner findest. Also ist halt in beidseitigem Interesse und mir hat das Gespräch hier heute echt super viel Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn da halt noch mehr bessere Verbindungen zwischen den alternativen Medien und ja der Bitcoin-Community stattfinden könnte, weil ich das einfach als Natural Fit sehe. So. Kann ich bestätigen, ist es. Gut, dann möchte ich mich bei euch bedanken dafür, dass ihr dieses Gespräch möglich gemacht habt. Vielleicht nochmal zum Fun Fact, das ist so ähnlich. Ich fahre ja gerne abgerockte Motorräder, die ich irgendwie aufpoliere und mit denen dann von A nach B fahre. Da geht es gar nicht auf Stoßstange fahren, sondern es geht einfach um wie auf einer Zeitmaschine durch die Zeit zu fallen. Und das Schöne ist, wenn man irgendwo, ich fahre ja nur Landstraßen, an irgendeine Tankstelle gerät, dann finden sich immer gleich die richtigen Leute ein, um dann darüber zu reden, wo kommen sie denn her. Und da geht es weniger um die Maschinen, die sind schon immer lustig, sondern es geht vor allem um die Leute dazu. Und das würde ich nicht mehr missen wollen. Das kann dir mit einem modernen Gerät nicht passieren, das ist irgendwann nur noch von A nach B. Und das ist irgendwie so ein ganz anderer Kontakt mit Menschen, kann man nur noch dadurch toppen, indem man mit einem Esel unterwegs wäre. So, und von da super ist. Leute, was machen Sie? Man kriegt die richtigen Leute, finden das gut und kommen dann. Deswegen, Dennis, auch vielen Dank. Ich nehme das Angebot gerne an. Bleiben wir in Kontakt und ich würde gerne den einen oder anderen Gesprächspartner selber verarzten oder auch weitervermitteln in andere Talk-Sendungen, von denen es ja genügend gibt, die ich kenne, damit das Thema breitenwirksam ist, weil ich glaube, wir haben da noch eine schwere Nuss zu knacken und dann haben wir noch einiges zu schürfen. Aber bis die Leute plötzlich merken, wenn sie angefangen, ey, das ist spannend, dann ist das so etwas, wo man denkt, hätte ich mir nie zugetraut, dass ich in meinem Alter noch anfange, Skateboard zu fahren, aber es ist echt super. So. Und darum geht's eigentlich, dass die Leute sagen, was ich dafür bekommen habe, ist weit mehr, wie ich dachte, ich habe halt ein eigenes Konto. Das hast du auch. Aber du lernst coole Leute kennen und denkst, warum habe ich so lange darauf gewartet? Und vor allem nicht immer dieses, hoffentlich kündigt man mir nicht mein Konto. Wenn ich das falsche, dann das gibt's da nicht mehr. Und das ist etwas, du wirst auch eine Angst los, nämlich in der Hand von Leuten zu sein, die du nicht kennst, die aber mehr Macht über dich haben. Und Geld ist ein sehr starkes Machtinstrument. Und man möge sich vorstellen, dass das hättest du nicht mehr. Das ist der erste Schritt zur Freiheit, die aber, wenn ich Spock auch da zitieren darf, der Beginn ist zu einer spirituellen Freiheit und du dich vielleicht erinnerst, das war ich eigentlich immer. Aber wir leben ja als physische Körper eben auch in einer Welt und ich musste essen, ich musste irgendwelche Dinge tun und dazu brauche ich halt irgendein Zahlungsmittel. Und wenn mir das von Leuten gegeben oder nicht gegeben wird, die mein geistiges Ausreisen überhaupt nicht wollen, dann muss ich wissen, dass ich das Pferd vom hinten falsch aufzäume, wenn ich nicht sage, über Geld kann ich ja ganz zum Schluss nachdenken. Eigentlich hätten wir das, bevor wir anfangen, über Medien zu reden, von Anfang an denken müssen. Aber dass wir das eben nicht getan haben, zeigt eben auch, wie gut Propaganda funktioniert. Das kann man daran erkennen. Und ich sage es immer wieder, die sind verdammt gut, sind wir besser. Okay, vielen Dank. Und dann sehen wir uns auf einer Bank. Ja. Gibt ja genügend Bänke, wo wir uns treffen können schon. Ja, ihr Lieben. Schön war's. Dann. Ja, hat mich auch gefreut. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Auch ich habe was dazu gelernt. Freue mich drauf, wenn das hier Fortsetzung findet. Dankeschön. Teilen wir die Links, schicken es rum und ich freue mich dann auch auf die Reaktion da draußen. Ich glaube, das könnte eine Welle auslösen. Würde mich sehr freuen. Prima. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss.